Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moreton Manor The Funeral, das zweite Moreton Manor Abenteuer. Das erste Abenteuer hatte ja auch mehrere Teile, zwei Teile. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abenteuer. Es ist ungefähr 5 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich freue mich sehr drauf. Ich habe alles vergessen, ich weiß gar nichts mehr. Wir werden uns gleich genüsslich hinflezen und dieses Abenteuer gemeinsam erleben mit den tollen Charakteren, mit François Tesserac, mit diesem Butler da und dem Graf Mon und so. Das wird eine tolle Reise. Aber bevor wir diese Reise antreten, möchte ich mich gerne heute noch einmal bedanken bei dem Sponsor unseres Videos. Denn für diesen Monat ist CyberGhost wieder am Start. Die haben ja auch unser letztes Video schon freundlicherweise gesponsert. Und da freue ich mich ganz besonders, dass sie auch dieses Mal wieder mit am Start sind. Ihr kennt ja vielleicht CyberGhost. Eventuell, weil ihr es eh nutzt oder weil ihr es das letzte Mal vielleicht schon hier gesehen habt oder irgendwo anders. CyberGhost hat 17 Jahre Erfahrung in Sachen VPN, ist einer der führenden Anbieter in puncto Datenschutz und Sicherheit und ist auf der Bewertungsplattform Trustpilot auch mit exzellent bewertet. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet gerne eure IP-Adresse verschlüsseln oder eure Internetverbindung, dann könnt ihr mit CyberGhost sicher und anonym surfen. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ihr das auch machen könnt. Und zwar gehen wir erstmal bei mir hier auf den Rechner. Und wenn ihr auf meinen Twitch-Stream geht, dann gibt es hier auch so ein kleines Panel. Und da könnt ihr einfach mal draufklicken. Und dann kommt ihr auf eine Webseite. Und da seht ihr zum Beispiel auch ein fantastisches Angebot. Und zwar könnt ihr, hier steht's, für 2,03 € im Monat CyberGhost euch sichern und dabei 83% Rabatt auf einen 2-Jahres-Plan, also wenn ihr euch 2 Jahre committet, quasi einheimsen. Und ihr könnt natürlich das Ganze über meinen Link hier machen. Das würde mich ganz besonders freuen, denn dann wissen alle, ey, ihr kommt von mir. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir alle wollen. Das hier ist nochmal eine andere Webseite. Das ist jetzt nicht über mein Panel, aber die könnt ihr natürlich auch nutzen. Und es gibt zudem auch eine App. Und die zeige ich euch natürlich auch mal. Die habe ich auch installiert. Ihr könnt auch wunderbar eine App nutzen. Und dann zeige ich nämlich euch mal, wie man. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine IP hier nicht. Warte, wie mache ich das denn? Pass auf. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal auf Nummer sicher, bevor ich das jetzt hier mache. Und zack. Und jetzt mache ich mich hier nämlich schnell nochmal ein bisschen größer. Nicht, dass ihr jetzt aus Versehen in den Genuss kommt, meine IP zu sehen. Ich mache mich hier mal so richtig so ein bisschen so. Verbaue mit meinem Körper die IP. So, das ist die CyberGhost App, die ihr euch auf dem Desktop sichern könnt. Und da könnt ihr euch auf verschiedene Server in der ganzen Welt verbinden und zum Beispiel hier für Gaming richtig schnelle Server nutzen, um dann mit euren Freunden zusammen richtig den coolen Ping zu genießen. Und das Ganze ist super einfach. Ihr geht einfach erstmal auf den Bereich, den ihr wollt. Wollt ihr zum Beispiel vielleicht im Ausland irgendwo, wenn ihr oder auch wenn ihr im Ausland seid und ihr wollt etwas gucken, wofür ihr ein deutsches Abo habt und ihr bekommt aufgrund eurer ausländischen IP keinen Zugriff, könnt ihr auch sagen, ihr wählt euch in Deutschland ein. Das Ganze geht aber auch, wenn ihr zum Beispiel ausländische Programme gucken wollt, die in Deutschland nicht verfügbar sind oder ihr braucht irgendwie ein VPN. Sucht euch den passenden Server aus. Jetzt sagen wir zum Beispiel hier für Gaming, gehen wir mal hier Frankfurt. Warum sind die immer in Frankfurt, die Gaming-Server? Ich weiß nicht. Klickt ihr einfach hier auf Verbinden, einmal draufdrücken. Zack, und wir sind jetzt in Frankfurt. Hallo Eddie, sagen wir Eddie kurz Hallo. Hallo Eddie, und das Ganze geht auch relativ schnell wieder, bam, zurück. Und schon seid ihr über einen anderen Server verbunden. Also das geht ratzfatz und super schnell. Ja, insbesondere wenn ihr natürlich krasse Gamer seid und einen besseren Ping wollt, ist das auf jeden Fall sehr empfohlen. Also, ihr könnt euer VPN auf Spielekonsolen, Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets, sogar Routern verwenden und ihr könnt es auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann habt ihr gerade schon den Link gesehen, den ihr bei mir im Panel findet oder auch im Chat. Klickt da gerne mal drauf und dann bekommt ihr für etwas mehr als 2 € im Monat dieses CyberGhost VPN und ihr bekommt sogar
4 Monate gratis, eine 45 Tage Rückgabe, Geld-Zurück-Garantie und außerdem auch 24 Stunden am Tag Zugang zum Kunden-Support. Also, und wir bedanken uns ganz herzlich bei CyberGhost VPN dafür, dass ihr dieses Video hier sponsort. Und wir bedanken uns ganz herzlich auch bei Mara. Vielen Dank für den Raid. Ihr kommt genau rechtzeitig, denn wir werden jetzt gemeinsam starten und Morriton Manor The Funeral gucken. Da freuen wir uns schon seit langem drauf. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade gesehen, Mara, du hast Magic gespielt, glaube ich, ne? Hast du gewonnen? Ich hoffe doch. Hier ist jeder ein Gewinner. Weil jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, Morriton Manor, The Funeral. Ich liebe diese Musik. Ich liebe diese Musik. Bam, bam, bam. Ich glaube, ich mache mich mal wieder ein bisschen kleiner. Es geht ja hier nicht um mich. Oh, Hilfe, ich will wieder rein. So, passt, oder? Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen beim... Da sind wir. Ich möchte sagen, besten Format, das wir heute machen. Ah, scheiße, Game 2 war auch gut. Ja. Okay, bei auch einem guten Format, das wir uns auch trauen, heute zu machen. Alter, da gab's schon Game 2? Wir sind in der Hauptrunde von Pen and Paper, Morriton Manor Stories, The Funeral. Langsam wird's kompliziert, das auszusprechen, was wir alles machen. Kommt da nicht noch mehr? Ja, und Teil 2 gibt's auch noch wahrscheinlich. Ich meine, eigentlich gibt's einen langen Titel, den sage ich gleich. Wenn wir ins Abenteuer standen, vorm Prolog gibt's nochmal den langen Titel. Wie lecker das Essen schon wieder aussieht. Zum Glück habe ich vorm Stream gegessen. Das sind die 4 besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Na gut, wenn du das sagst. Das hört doch auf. Die 4 allseits beliebten, preisgekrönten Moderatoren, die ich zur Verfügung gestellt kriege für diese Schandtat in Videoform. Wir spielen heute eine Art Fortsetzung des ersten Morriton Manor Abenteuers. Wer das noch nicht gesehen hat, keine Angst, ihr müsst das nicht kennen. Allerdings ist euch ein bisschen was entgangen. War eins meiner Lieblingssettings, muss ich ehrlich sagen. Also passt das vom Sound? Von den Charakteren, sehr schön, dass ihr die heute wieder spielt. Ja, oder? Vorher alles Wichtige, Hashtag Spitze Stifte, darüber erreicht ihr uns. Und ihr solltet den Chat bereithalten, denn es wird wieder interaktive Abstimmungen geben. Sound wie viele gut? Wissen wir noch nicht. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie wir heute spielen. Es gibt auch ein paar Variable, also die wir vielleicht machen, vielleicht nicht. Oder welche, die noch gar nicht gestaltet sind. Müssen wir mal schauen. So, ich glaube, damit haben wir alle Pflichthinweise durch. Wir haben die Charaktere ja schon gebaut. Mhm. Ihr habt schon mitbekommen, es spielt so 5 Monate nach den Geschehnissen im ersten Teil. Ich hab mich nicht lauter in der Zwischenzeit sind Dinge passiert, die mir eben schon zugetragen wurden. Die können wir am besten gleich abhandeln in einer kurzen Vorstellung eurer Charaktere. Denn dann können wir. Ja, mal ganz kurz. Es ist immer wieder faszinierend, wie sich die Leute verändern. Und damit meine ich insbesondere Hauke. Das ist so krass, wie der sich entwickelt hat. Und man muss ja auch bei Hauke sagen, zum Guten, ne? Sehr gut aussehender Kerl. Ja, auch ein Stylo mittlerweile. Das ist echt krass. Können wir erstens sagen, wer ihr seid, zweitens, wer ihr heute im Spiel seid und dann danach kann es eigentlich auch schon losgehen, wenn ich es richtig sehe. Die Karte stelle ich dir mal hier wieder hin, ne? Die gibt es auch. Ich glaube, sie wirklich wird stehen bleiben, das kannst wir du haben vergessen. Die auch nochmal digital, die wird heute noch eine Rolle spielen. Gib sie mir dann, wir spielen heute wieder das How to be a Hero Regelwerk und wir probieren wieder etwas Neues aus, also wieder eine ein bisschen neue Abenteuerstruktur. Es ist so wie beim letzten Mal, also ihr findet Hinweise oder findet sie eben nicht. Ihr werdet immer darauf hingewiesen, wenn ihr einen Hinweis findet. Es kommt immer eine Einblendung, ein kurzes Geräusch. Ihr merkt also, ihr habt irgendwas Wichtiges für die Story gefunden. Es gibt natürlich auch Wissen, das nicht als Gegenstand ausgedrückt ist. Also ihr müsst auch die ganze Zeit trotzdem zuhören. Es kann halt sein, dass eine kleine Sache, also man hört eine Sache und die ist ganz wichtig für den Verlauf der ganzen Geschichte. Da bin ich sehr gut drin. Genauso wie letztes Mal. Ihr dürft euch frei bewegen, aber mit einem kleinen Kniff, den ihr im Abenteuer sehen werdet. Denn wir sind heute in London. Ich lese gleich den Prolog nochmal vor. Mhm. Aber zunächst stellt Eddie sich mal, also beziehungsweise seinen Charakter vor. Bonsoir. Bonsoir. Mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Sekunde, gerne schon Musik, liebe Regie. Wir starten jetzt so langsam ins Abenteuer. War das nicht letztes Mal wirklich so eine 10-minütige Vorstellung? Nicht reinreden hier.
Mal gucken, wie lange es diesmal geht. Ich wollte es nur besser machen. Bitte, ich mich bin komplett. Ich bin fassungslos, mon Dieu. Mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Meine Freunde nennen mich Doc. Ich würde sie alle Freunde nennen, aber dann würde ich lügen. Ich habe keine Freunde wirklich in meinem Leben. Meine Freunde sind die Wissenschaften. Ich bin Mediziner, ich bin Chirurg, ich habe diversen Menschen das Leben gerettet, ich bin wohlhabend. Ich interessiere mich nicht für Belanglosigkeiten, ich interessiere mich eigentlich nur dafür, die Wissenschaft voranzubringen, durch mein Wissen in eine neue Dimension der Erkenntnis zu gelangen. Ich habe Sachen erlebt mit diesen Gentlemen. Die haben mich grundauf verändert. Ich muss sagen, es war ein Hokuspokus. Ich hätte niemals gedacht, solche Sachen mit meinen eigenen Augen zu sehen. Aber ich muss sagen, ich habe sie gesehen. Also was soll ich machen? Ich habe deshalb auch die Wissenschaft hinterfragt und ich habe die gesamte Wissenschaft falsifiziert. Deshalb habe ich mich in den letzten 5 Monaten der Homöopathie gewidmet. Homöopathie ist ein Bauerschein. Das klingt sehr interessant. Es gibt keine Kügelchen zum Beispiel, wenn sie Kopfschmerzen haben. Du kannst so kleine Kügelchen nehmen, sie heißen Glöbeli. Und du nimmst deine Glöbeli. Und die Kopfschmerzen sind angeblich weg. Man muss daran glauben, das ist der Unterschied zur richtigen Medizin. Die funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Homöopathie, nur wenn man dran glaubt. Ich bin mittlerweile gläubig, auch wenn ich ein Gläubiger. Ich muss die ganze Zeit dran denken, es gibt ja manchmal so Meetings, ich weiß nicht, ob ihr das auch beruflich mal macht, wenn man so Teams-Meeting oder whatever, Slack oder was es da alles gibt, Skype, keine Ahnung. Und dann, wenn man mit anderen Leuten zusammen dieses Meeting hat, dann gibt's oftmals so eine Vorstellungsrunde. Ja, stellt euch doch mal vor. Und ich denke die ganze Zeit, das ist jetzt hier so ein Meeting und der Doc Tesserac redet einfach 20 Minuten über sein Leben, wer er so ist. Wenn das jeder so machen würde in diesem Meeting, wie lustig das eigentlich wäre. 5 Stunden nur vorstellen und am nächsten Tag geht's weiter mit dem eigentlichen Themen. Ich höre es so ein bisschen, einige Leute, nicht alle, haben so ein bisschen Bild-Tonschere. Ich weiß nur, Nikola ist im Hintergrund die ganze Zeit am Bauen. Ich gucke da gar nicht hin, irgendwas macht Nikola. Ich hoffe, das ist für die Leute, für die es nicht ganz so passt. Macht Nikola das passend. Weiter geht's. Ja, Atheist bin. Ich habe mich mit der Öko-Partie beschäftigt und ich glaube, sie kann uns viel helfen, mehr über uns alle zu lernen. Ich freue mich, ein bisschen diese anderen Männer wiederzutreffen und bin gespannt, was sie erlebt haben und wie sie die letzten, wie sie die Geschehnisse von Moriton Männer selber verarbeitet haben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, François Guillaume de Tesserac, vielen Dank. Merci. Gehen wir weiter zu Graf Mon, a.k.a. Simon. Mein lieber Doc, auch Sie werden erstaunt sein zu hören, was in meinem Leben alles Herausragendes passiert ist. Wirklich? Beeindruckende Dinge. Dinge, die ihren Schatten nur noch vorauswerfen. Er muss erst noch ankommen, der Schatten, so schnell ist das. Mein Name ist Graf Thaddeus Montgomery. Simon hat neulich in einem Almost Daily mal erzählt, dass er sich die Haare schwarz färbt, was ich seitdem auch sehe. Vorher habe ich das irgendwie nicht so wahrgenommen, weil ich ihm immer nur in die Augen gucke. Und jetzt frage ich mich gerade, sehe ich da so einen kleinen Grauen in seinem prächtigen Prachthaar, in seinem wollenden, wüsten, prächtigen Prachthaar, hier so einen leichten Schimmer von Grau auch, der mir zuvor nie aufgefallen war? Ha! Das ist es! Habe ich noch nie gesehen. Der ist ja auch schon ein bisschen grau. Habe ich noch nie gesehen. Kupp von Bohlen und Hambach zu Falkenberg. Meine Biografie habe ich bereits mehrere Male erklärt. Sie können sie auch nachlesen in meiner Biografie, wie Graf Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg den Moreton-Männerfall löste. Das ist ein herausragendes Buch, geschrieben von meinem Adjutanten, Kollegen und Butler. Ja, Entschuldigung, ich gucke anderen Leuten nicht ständig. Das ist doch, ich gucke Simon nur in die Augen und seine Augen sind nicht grau, seine Augen sind grau. Die Winston. Ich habe sehr viel mit meinem Geld versucht, die letzten Monate. Und ich glaube, ich habe eine Investitionsstrategie gefunden, die mich und meine Familie bis ins nächste Jahrtausend noch unterhalten wird, mit Geld und allem. Auch Sie, Lord. Ey, Leute,
Entschuldigung, dass ich Simon schon wieder. Entschuldigung, Simon, dass ich dich schon wieder unterbreche. Aber grau, schmau, weiß, heiß, das ist doch völlig egal, welche Farbe ihr habt. Vorhin habe ich meinen Bart ein bisschen gestutzt und dann klebte so, weil ich es mit so einem Rasierer so rumgestutzt, nicht in der Badewanne, und dann klebte so, so auf meinem Arm und so klebten so Reste von diesen Barthaaren und da waren so richtig viele so weiße, richtig weiße Haare dabei. Und da habe ich mir die so angeguckt und gedacht, ich habe, glaube ich, grau übersprungen. Ich glaube, ich habe im Bart grau übersprungen und bin instant zu weiß übergegangen. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich ist das doch geil. Ein weißer Bart. Ist doch eigentlich ganz cool. Und jetzt überlege ich, ob ich noch mich ein bisschen mehr Stress aussetzen soll, damit das noch schneller geht. Henry werden noch ganz schöne Augen machen. Es geht um Folgendes. Ein Projekt, das ich angestoßen habe. Ich habe mein gesamtes Geld hineingesteckt. Und zwar sind es, ich muss es ablesen, es ist so neu. Auktionszertifikate in Münzenform. Sogenannte Bitcoins. Bitcoins. Lass mich kurz einen Moment, auf den um Beat. Die Tragweite dieser Erfindung Bitcoins. Zu verstehen. Bitcoins. Ich glaube, das ist eine Blase. Es ist höchst spekulativ natürlich und gerade ist ein Bärenmarkt, ein kleiner Crash. Ach, das ist so. Da muss man halten. Halten, so wie ich festgehalten Odel, habe. Odel. 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 Sie kennen sich aus. Ich kenne mich ein bisschen aus. Odel, Odel. Das ist ja auch irgendwie zeitgeschichtlich ganz interessant. Ne? Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit pausiere. Ich werde es nachher ein bisschen weiterlaufen lassen. Aber man kann schon, okay, da warte mal, das ist jetzt 5 Jahre her und so. Und offensichtlich war der Bitcoin da gerade nicht so geil. Also es ist schon auch, man kann schon das auch so gut einordnen irgendwie, was, wenn man sich so alte Sachen anguckt. Man sieht es auch oft an den Augen. Sind es traurige Augen oder sind es glückliche Augen? Bitcoins. Ich habe ihn auch festgehalten, es hat sich bisher noch nicht ausgezahlt, aber ich gebe die Hoffnung dir aus, mein lieber Winston. Sie werden mich schon überraschen, ne? Mein Name ist Earl D. Wilson. Oder nach der Wahrheit, wie sie mir offenbarte, in dem eigentlich schönen Moment, als Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg fast verstorben war. Eigentlich bin ich der Graf. Vor 30 Jahren fiel eine relativ große Uhr auf meinen Kopf und ich erlitt einen Erinnerungsverlust. Und nun ist mein gesamtes Vermögen scheinbar in Bitcoins draufgegangen. Lieber Winston, das wird noch. Vertrauen Sie mir doch, das habe ich Ihnen doch mehrfach erklärt. Die vielen Abende, wo ich Ihnen das erkläre, immer und immer wieder. Graf Mon, aus Höflichkeit und Gewohnheit werde ich Sie weiterhin Graf Mon nennen, aber Sie und ich wissen ganz genau, dass ich eigentlich der Graf bin. Nun habe ich aber mein Wissen erlangt, dass ich eigentlich ein Adliger bin. Aber ich bin ein Adliger ohne Mittel. Denn meine Mittel sind im Keller verstaut, in ungefähr 4 Millionen Büchern der Biografie von meinem Butler. Ich lese Ihnen gerne mal vor, wie Graf Ich Thaddäus möchte dieses Buch nicht mehr lesen. Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg den Moreton-Männer-Fall löste. Da ist die erste, zweite und dritte Auflage noch in Ihrem Keller. Das ist korrekt. Mein Leben spielt keine Rolle mehr. Aber die Rolle, die sie spielt, muss ich an der Seite von Graf Mon verbringen. Denn er ist der einzige Mensch, den ich kenne und den ich habe und den ich hasse. Amen. Sehr schön. Vielen Dank. Nur, dass ich das richtig verstehe. Sie beide haben kein Geld mehr? Wie ich bereits gesagt habe, Spekulationsgeschäfte hoch. Ja, ich spekulative wollte, Spekulationsgeschäfte. Ist, ich wollte nur auch. Wissen. Da kann ich Ihnen gerne während der folgenden Sie müssen sich Zeit dafür nicht schämen. Man könnte sagen, erst wurden Sie zum Fall gebracht, dann wurden Sie zu Fall gebracht. Doch, man kann ja auch aufstehen, auch im höheren Alter noch, wenn man die nötige Hilfe besitzt. Und damit kommen wir jetzt zu mir. Mein Name ist Lord Henry. Ich bin offensichtlich der Vermögendste hier am Tisch. Die Konkurrenz hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Ich wohne in einem prächtigen Anwesen in London. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Meine Eltern haben das für mich übernommen, wobei ich auch nicht weiß, was meine Eltern jemals gearbeitet haben. Was hatten Sie vorhin gesagt? Ich habe mal gehört, dass Sie über zahlreiche Immobilien im Bereich London und Umgebung besitzen. Ja, das stimmt. Sie haben Immobilien-Scout24.de co.uk ganz genau, ja. Gegründet. Ja, das kann sein. Also wo das Geld hereinfließt, ist mir relativ egal. Ich habe zahlreiche Immobilien hier in der Stadt. Und vielleicht kann ich Ihnen beiden, ja, ach, habe ich ja schon. Können wir gleich drüber reden. Road BNB. Ja, danke nochmal. Ich bin eigentlich ein sehr zynischer Mensch, aber ich muss sagen, das letzte Abenteuer hat mich doch ein bisschen belehrt. Ich habe einen Jungen adoptiert, den Jungen Elliot.
Ich habe relativ schnell die Lust an ihm verloren. Ich erinnere mich, wie geht es dem kleinen Bengel? Ich weiß, ich habe ihn lange nicht mehr gefragt, ich habe keine Ahnung, aber... Lebt er noch bei Ihnen oder haben Sie... Mein Haus ist so groß, man läuft sich sehr selten über den Weg, aber ich habe neulich jemanden gesehen in seinem Alter, das könnte er gewesen sein. Ansonsten muss ich sagen, habe ich auch hier die Geschichte mit den drei Männern sehr nachhaltig geprägt. Ich habe mit meinem Geld zum Beispiel auch einen Film über sie drehen lassen. Über mich? Ja, natürlich. Star Wars Chirurg One, weil sie der erstbeste Chirurg sind. Über sie beide habe ich noch keinen Film gedreht. Das kann ja noch kommen. Habe ich Ihnen das von meinem Buch erzählt? Schön vielleicht. Seien Sie bitte ruhig, wenn ich rede. So. Aber ich bin jetzt auch Graf. Das sollten Sie doch nicht sagen. Sie wissen es. Niemand sonst darf diese Informationen haben. Aber wir vier sitzen im Bunde. Nach den Erlebnissen des letzten Falles Moriton. Sie sagen immer Moriton, richtig? Ich bin aber auch Franzose. Was ist Ihre Erklärung? Moriton. Meine Erklärung, ich bin verwirrt. Das kenne ich. Das kenne ich. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird nicht besser. Scheinbar muss man Graf sein, um verwirrt zu sein. Es wird Ihnen nur noch egaler. Nichts kann noch egaler sein als das. Nun, zurück zu mir. Ja. Ich freue mich sehr auf das Abenteuer. Man hat ja einen Mann meines Standes mit so viel Geld, dem wird er relativ schnell langweilig. Ich freue mich deswegen jetzt auf die nächste Runde, muss ich sagen. Wem sagen Sie das? Wem sagen Sie das? Apropos Geld. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Nein, im Ernst, wir machen eine ganz kurze Werbepause, denn das ist jetzt notwendig. Das gibt's doch nicht. Ausgelassen und ohne jede Störung in das Abenteuer starten. Lassen Sie mich raten, eines der Mikrofone funktioniert nicht richtig. Nein, wir müssen einfach nur Werbung machen. Oh. Nee. Aber es ist ein guter Tipp gewesen. Nein, wir müssen wirklich kurz in eine Werbeunterbrechung und danach sind wir wieder da und starten in das Abenteuer. The Funeral Moriton Manor Stories mit den vier Charakteren, die ihr gerade kennengelernt habt. Ich glaube, es wird so gut, wie ich befürchte. Bis gleich. Ich habe richtig Bock. Ich weiß wirklich nicht mehr, was passiert. Und ich will mich auch nicht erinnern. Ich will mich nicht erinnern. Ich will es erleben. Das heißt ja wahrscheinlich übrigens Moriton Manor Stories, weil Moriton Manor ist zwar jetzt das Franchise, aber nur der erste Teil spielte ja auf Moriton Manor. Und das war ja nicht unser Haus oder unsere Base oder irgendwas, sondern das war ja das Haus von diesem Mr. Manor halt, logischerweise. Manor Lord, Lord Manor. Und dadurch, dass die Abenteuer ja nicht ständig bei ihm im Haus spielen können, spielen sie halt woanders, aber der Name Moriton Manor ist natürlich noch da geblieben. So ist das halt, ne? Natürlich jetzt schwierig, aber auf jeden Fall deswegen Moriton Manor Stories. Hallo, herzlich willkommen zurück. Nach dieser kurzen kommerziellen Unterbrechung sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir starten können. Wir werden wahrscheinlich im Laufe des Abenteuers noch ein wenig mehr über euch erfahren. Ihr könnt das Haus doch kaufen, sagt Muck. Ey, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Wir können ja einfach sagen, ey, die sind doch eh alle tot, aber diese ganzen Moriton Manors, die Leute, die da gelebt haben, das ist doch eh alles komplett vor die Hunde und so. Wäre es denn, wenn wir einfach sagen, das ist eine super Idee, ist von mir, meine Idee, ich hatte gerade die Idee, zu sagen, ey, wenn wir das Haus kaufen und das zu unserer Base machen, so wie bei Ghostbusters, diese Feuerwache oder so, und jedes Mal, wenn wir ein Abenteuer erleben, treffen wir uns da. Das ist unser Büro. Und dann zack, kannst du es Moriton Manor nennen, oder? Ist doch geil, geil. Meine Idee ist doch geil. Ich sag zum Setting schon mal vorab, wir spielen im teilfiktiven London. Also es kann sein, dass Erfindungen, die eigentlich an der Schwelle zum Erfunden werden, noch nicht existieren oder schon existieren, weil es unserem Abenteuer zuträglich ist. Gibt es das Internet? Ja. Wie gut ist die Abdeckung? In 200 Jahren. Was? Okay. Wir beginnen. Ich lese euch den Prolog vor und danach werden wir wahrscheinlich auch schon ins Abenteuer starten. London im Jahre 1875. Bereits ein halbes Jahr sind die Geschehnisse auf Moriton Manor her und unsere vier unfreiwilligen Ermittler sind in ihre Leben zurückgekehrt. Allerdings nicht ohne ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit. Denn auch wenn dem Fall für die gängigen Zeitungen viel zu viel Abstruses innewohnte, so sprach sich ihr außergewöhnliches Abenteuer doch in den Straßen und Gassen des Molochs herum, den viele Londoner ihre Heimat nennen. Diesen Gerüchten haben es unsere Protagonisten wohl auch zu verdanken, dass gerade sie vier ein merkwürdiges Schreiben erhielten, welches sie alle zu einer Zusammenkunft im Singing Bar Inn lud.
Eine gewisse Melva Sly sprach darin von Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Tod ihres geliebten Gatten, die nur Männer vom Formate unserer vier ergründen könnten. In jenem Pub haben sich unsere Protagonisten also eingefunden und sitzen nun beisammen, unsicher über das, was sie hier erwarten wird. Wie heißt das Pub? Singing Bore Inn, also der singende Keiler quasi. Es ist ungefähr 13 der Uhr. Singende also Keiler. Singing Bore Inn. Ich sage euch jetzt den kompletten Titel dieses Abends. Aber ist das schon ein Wortwitz, oder? Boring? Bore Inn? Boring? Das war schon der Gag, oder? Von Hauke. Boring. Es ist Moreton Manor Stories The Strange Funeral of Winthorp Augustus Sly. Winthorp Augustus Sly. Wird nochmal auftauchen. Das so. Musst du nochmal The Strange Funeral. Es wird noch ein paar Mal auftauchen. The Strange Funeral of Winthorp Augustus Sly. Sly. Kurz The Funeral, wenn euch das hilft. Also wie die Frau hat uns eingeladen. S-L-Y? S-L-I-G-H. Achso. Ich habe auch. Achso. Wie die Abkürzung von Sylvester Stallone. So, ihr seid im Singing Ball Inn. Das ist so ein, ja, ist ein kleines, nicht unbedingt ärmliches Pub. Also es ist schon für Besserverdiener und Leute der neuen bürgerlichen und gehobeneren Schichten. Es ist noch recht früh am Tage, 13 Uhr ungefähr. Deswegen sind die meisten sitzen jetzt hier rum, lesen Zeitungen ganz entspannt, unterhalten sich. Also es ist noch kein Saufgelage im Gange. Wäre jetzt auch unangemessen für dieses Pub, sich hier so zu betrinken. Es stehen saubere Gläser in den Regalen, hinterm verzierten Eichentresen und ein herrlich mürrisch dreinblickender Barmann steht auch hinterm Tresen und poliert mit einer Hand Biergläser, während er mit der anderen in einer Zeitung blättert. Ihr sitzt nun also am Tisch. Möchtet ihr euch unterhalten? Ihr kannst du kurz erklären, warum sitzen wir? Treffen wir uns regelmäßig noch oder wie ist? Ihr seid wie noch, kommt dieses Zusammenkommen? So wie ich euch verstanden habe, seid ihr noch bekannt. Ihr wurdet hierher eingeladen. Ihr habt ein kurzes Telegramm erhalten, das euch eingeladen hat, euch hier zu treffen um 13 Uhr. In dem wurde euch auch schon gesagt, dass es um eine Art Fall geht und dass euch Geld in Aussicht gestellt wurde. Meine Herren, das ist eigentlich keine Motivation, ich darf die Tassen erheben. Ich freue mich sehr, Sie alle hier wieder zu sehen. Dieses mysteriöse Schreiben von Geld. Geld, das man kriegen soll, wenn man vorbeikommt. Finden Sie das nicht auch aufregend, nach all den Abenteuern, die wir bereits erlebt haben? Der Ausblick darauf, von Ihnen endlich die Miete zu bekommen, ist tatsächlich sehr erhellend. Exakt. Ich muss sagen, die Motivation meinerseits war jetzt nicht unbedingt das Finanzielle, wie Sie sich vorstellen können. Ich muss aber sagen, nach den ungeheuerlichen Erlebnissen, die wir gemeinsam alle bezeugen konnten, frage ich mich schon, was dieses Mal auf uns wartet. Ich habe fast das Gefühl, wir sind eine auserwählte Gruppe an Menschen, die man jetzt mit solchen besonderen Fällen beauftragen möchte. Was glauben Sie? Die ganze Stadt redet über uns, meine Herren. Ich glaube an gar nichts mehr, außer... Lord Henry, bitte geben Sie uns noch ein wenig Zeit, bis wir die Miete zahlen können. Naja gut, Sie könnten das ja in der Zwischenzeit damit überbrücken, dass Sie für mich ein paar Kunststücke aufführen. Das ist eine hervorragende Idee. Montgomery! Machen Sie! Seien Sie glücklich! Was Sie sind ein jetzt klatschen? Sie denn nicht? Ich hatte schon vergessen, wie sehr ich Sie vermisst habe. Montgomery, Sie sind nun... Es ist nun an Ihnen. Ich bin ein alter Mann. Ja. 78. Und Sie wollen, dass ich tanze für ein paar Kröten? Ich möchte dieses Abenteuer so schnell wie möglich beenden, um meine Miete zu bezahlen. Bitte, ich weise Sie nochmal darauf hin, dass wir alle eine Einladung erhalten haben. Was genau steht in dieser Einladung? Ich habe sie nicht gelesen. Tatsächlich nur ein kurzes Telegramm, aber während du darauf hinweist, kommt ein Junge in den Pub. Sehr ungewöhnlich, also ist eigentlich jetzt Kindern nicht gestattet. Er sieht aber auch suchend aus, guckt euch an, überlegt eine Sekunde und kommt dann zu euch hin. Die Gentlemen, ich habe einen Brief für Sie. Warum stotterst du denn so, Elliot? Ist das Ihr Sohn? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, Elliot. Ach so, Verzeihung. Aber hier der Brief. Er hält die Hand auf. Er möchte einen High Five. Ja, das ist schön. Das macht die Jugend heute so. Er schaut enttäuscht und geht raus. Das ist Geld, ich habe ihm Geld gegeben. Und geht. Ich habe ihm Geld gegeben. Ja, ach, du hast ihm Geld gegeben. Ja, natürlich. Ja, aber warum hast du ihm das Geld getan? Ich habe kein Geld bei mir, was soll ich machen? Warum geben Sie denn dem Jungen einfach Geld? Der hat doch schon den Brief bekommen. Du, das verstehen Sie nicht. So, und es ist ein armer Botenjunge. Ich finde es nicht verkehrt, ihm vielleicht ein paar Groschen in die Hand zu geben. Wo ist das Problem? Geben Sie mir ein paar Groschen in die Hand? Natürlich nicht. Ich weiß ja, was dabei passiert. Sie verbrennen es. Wie alles, was Sie anfassen. Meine Herren, sind Sie nun an dem Inhalt dieses Briefes interessiert? Selbstverständlich. Dann werde ich ihn jetzt vorlesen. Sehr geehrte Herren, ich
möchte mich korrigieren. Sehr verehrte Herren, ich habe von Ihnen gehört. Sie haben den Fall auf dem Anwesen Moritans gelöst. Da fehlen E-Punkte. Ich brauche Hilfe. Mein Mann ist tot. Doch es stimmt etwas nicht daran. Klammer auf, er ist nicht tot. Klammer zu, das habe ich hinzugefügt. Angeblich starb er im Club zu Herzversagen. Starb er im Club an Herzversagen? Doch, das glaube ich nicht. Der arme Windfohl. Doch, möchten Sie vielleicht lesen? Oh Gott, ey. Oh nein, es tut mir so leid. Aber ihr seht ja, die Schrift ist auch echt. Die Schrift ist wirklich katastrophal. Das ist ja wohl nicht meine Schuld. Wer schreibt denn so? Haben vielleicht auch ihre Eltern immer. Welches Schwein. Und auch das Gerede. Zu seiner Verteidigung, es ist absichtlich sehr unleserlich geschrieben. So sehen Sie das. Und auch das Gerede über eine Affäre, alles Unfug. Doch das Merkwürdige kommt erst jetzt. Seine Leiche. Die Männer vom Club haben sie uns nicht einmal sehen lassen. Und dann dieses eigenartige Testament. Es stimmt etwas nicht. Ich brauche Ihre Hilfe. Und werde dafür angemessen bezahlen. Kommen Sie bitte zu seiner Beerdigung. Bitte. Sie findet heute um 16 Uhr auf dem Brighton Friedhof statt. Brompton Friedhof statt. Gezeichnet. Melva. Soll ich nochmal lesen? Nein, das war. So, bevor ihr euch darüber unterhaltet, wir sehen einmal die Karte. Denn auf eurer Karte, die ihr eben ja auch schon mal gesehen habt, um euren Wohnsitz quasi festzulegen, ist hiermit der erste Ort. An dem seid ihr gerade. Ihr seid im Singing Bar Inn und euch wird der erste Ort offenbart. Das ist der Brompton Friedhof. Ihr seht jetzt schon, so funktioniert das Ganze. Die Orte, die ihr freischaltet, stehen euch dann als sinnvoller Besuchsort. Ihr dürft auch so in London herumlaufen. Allerdings ist nicht dann, also ihr wisst dann eben nicht, ob ihr einen richtigen Ort entdeckt oder eben nicht. An diesen Orten wisst ihr immer, ist irgendwas Relevantes für euch. Außerdem erfindet ihr den ersten Hinweis, den Brief. Darf ich den Brief mir einmal ansehen? Es ist eine gar grauenvolle Anschrift. Das könnte ein Arzt sein oder ein behindertes Kind. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sowas schon mal gesehen. Es ist offensichtlich eine schwere Körperschädigung. Es ist kein Blut, auch wenn die rote Schrift das vielleicht auf den ersten Blick vergeben sollte. Ansonsten fällt mir dazu nichts ein. Ich wusste nicht, dass Affäre so geschrieben wird. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das hat uns in diesem Fall wirklich weitergebracht. Ich versuche, was ich kann. Das ist sehr viel. Muss Ihnen ja nicht leid tun. Dann warten Sie mal drauf, bis Sie angeschossen werden. Dann werden Sie aber ganz schön. Haben Sie diesbezügliche Pläne? Erfahrung. Naja, wenn Sie der Schütze sind, mache ich nicht mehr allzu viel Sorgen. Das letzte Mal, als Sie versucht haben, jemanden zu erschießen, werden Sie fast gestorben. Exakt. Und wer hat mich zusammengeflickt? Der werte Herr Doktor. So, liebe Leute, da kommen ja die ganzen geilen Artworks rein. Brief, aus Twitter. Können wir ja schon mal die erste Umfrage einblenden. Denn die erste Umfrage lautet, wer spricht die Gruppe beim Singing Bar an? Das ist entweder ein betrunkener Landstreicher oder ein Barmann. Die Befehle sind wahrscheinlich Ausrufezeichen, ich kann es von hier nicht lesen. Ausrufezeichen PNP, Leerzeichen Landstreicher oder Ausrufezeichen PNP, Leerzeichen Barmann. Puh, gut geraten. Fragt mich nicht, ich weiß es auch nicht. Ja, ihr könnt abstimmen über den Chat. Am besten, ansonsten gar nicht, also am besten nur da. Und ihr könnt euch währenddessen schon mal weiter unterhalten. Ihr habt jetzt diesen Brief, wie gesagt, vorliegen. Alles, wie ihr schon richtig scheinbar erkannt habt, daran ist wichtig. Also es ist eine genau so geplante Requisite. Ich glaube, ich habe von diesem Fall in der Zeitung gelesen. Es war ein bisschen mysteriös. Es wundert mich, dass das jetzt an uns zugetragen wird. Aber ich bin ein bisschen neugierig, wie Sie vielleicht wissen. Deshalb würde ich sagen, wir gehen dort zu der Beerdigung und hören uns mal an, was die Frau Fräulein Sly so zu sagen hat. Spricht irgendwas dagegen? Ich meine, ich habe um 16.30 Uhr einen kleinen OP-Termin, aber den kann ich auch absagen. Ich glaube, der Typ hat sowieso keine Chance. Ich nehme alles, um meinen Tag zu strukturieren. Und ich habe ohnehin jeden Tag einen OP-Termin. Ein wichtiger Punkt, du kannst davon gehört haben, aber nicht in der...
OP-Termin oder wie ich sagen würde, ein Counter-Strike-Match. In der Zeitung gelesen. Das ist wichtig für die Story. Du hast nicht in der Zeitung davon gelesen. Ich habe davon natürlich gehört. Irgendwo. In einem der vielen Kanäle, die nicht die Zeitung sind. Sie haben gehört von der Straße, ne? Ich habe mein Ohr auf der Straße. Ich höre hier und da. Wissen Sie, in der Charité hört man so manche Story. Nicht alles davon stimmt, aber ich bin umso neugieriger, was jetzt daran ist, an diesem Brief. Ich schlage vor, diesem netten, freundlichen Menschen zu folgen. Es ist ein Dienst an der Gesellschaft, der auch noch in Klinge der Münze bezahlt werden soll. Wie ich nochmal erwähnen möchte. Ich weiß, Lord Henry, das ist nicht Ihrem Sinne, aber der Brief wird Sie doch sicher überzeugt haben. Nun, dieser Brief ist so voller Fehler, dass ich gerade überlegt habe, ob eventuell eine versteckte Botschaft hinter den Zeilen sein mag. Wollen Sie nicht mal dieses Schreiben untersuchen? Hat irgendjemand von euch Wissen über die bessere Gesellschaft oder sowas? Gesellschaftswissen? Bitte Sie, mein Herr, was sind denn das für Fragen? Atmet irgendjemand von Ihnen Luft? Ich wollte tatsächlich von nehmen, habe mich dann doch für Bestechen entschieden. Siehst du wohl? Ich habe Gesellschaftsform 20. Ja, Gesellschaftsform ist das für mich nicht. Das passt nicht. Kunst und Kultur. Nee, es müsste schon so ein bisschen Adelswissen irgendwie sowas sein. Man müsste sich jetzt in der Gesellschaft auslösen, um die Gesellschaft. Ich will halt. Hast Gesellschaft. Du das? Ja, das würde ich. Das ist der. Darauf darfst du. Mein Charakter hat 20 Punkte auf Gesellschaft. Würfel mal um. Das ist nicht so schwer. Um 30 erleichtert. Oh Gott. Das schaffst du. Also 50, zu viele Sachen werden 50 mir angeboten. Oder weniger musst du würfeln. Okay. Mit diesen Würfeln? Nee, den Sechser weg. Den Sechser weg und durch den anderen ersetzen. Das war ein Test. Du würfelst. Oh, Alter, 54. Ach, Simon. Leider nicht geschafft. Du weißt nicht, wer die Familie Sly ist. Da fällt dir nicht so ein, leider. Ja, es fällt mir leider gerade der Name, aber ich kenne sie irgendwie. Sie gehören irgendeinem Zirkel Londons an. Ich sagte ja, ich habe den Namen schon mal gehört. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber ich glaube, ich habe den Namen der Charité schon mal gehört. Ich kann es leider nicht genau sagen. Ist doch auch zweierlei. Wollen wir den Fall annehmen oder nicht? Aber dieser Brief, es ist wie ein, wie Sie sagten, ein versteckter Schrei. Nach Bildung vielleicht. So viele Fehler. Meine Herren, ich weise Sie nur noch einmal darauf hin, dass das Monster, das wir vor ungefähr fünf Monaten bekämpften, immer noch spurlos verschwunden ist. Seit den Geschehnissen in Morton Manor haben wir nie wieder etwas von dieser monströsen Figur. Er hat ihn auch adoptiert. Ich meine nicht, ich spreche nicht von dem Kind Elliot. Ach die so. Mutter, die... Ach, oder jetzt war nicht ich die das Mutter, so viel das Monster? Ich dachte, war einen kleinen Rotzlöffel, pardon. Die Mutter ist tot. Wir müssen klarer sprechen, es tut mir leid, ich weiß nicht, wen Sie sind wir wirklich ist. Bereit auf eine weitere Begegnung mit oder? Möglicherweise Dämonen? Mein Charakter greift in die Tasche, nimmt den kleinen Reiserevolver, hebt ihn hoch und sagt, haha! Ob wir bereit sind, ich bitte Sie, mein lieber Winston. Ein paar Leute am Nebentisch. Mein Charakter greift in meine Tasche und ich hole auch einen alten Reiserevolver raus und halte ihn in meinen Kopf. Da, somit ist es entschieden. Ich fühle mich kein bisschen sicherer, Sie. So, was wollt ihr also tun? Ich habe schon gesagt, ich werde um 16 Uhr mit einer Kutsche zum Friedhof in Brompton fahren, im Bromptoner Friedhof. Er ist bei mir um die Ecke, ich wohne nicht sehr weit davon entfernt, es ist ein schöner Friedhof. Selbst wenn Sie an diesem Fall nicht interessiert sind, kann ich die Landschaft des Friedhofes durchaus empfehlen. Wie praktisch, wenn Sie mal sterben, müssen Sie nicht so weit reisen. Wer laufen muss, müsste jetzt losgehen, um das es rechtzeitig zu schaffen. Das ist für mich recht interessant, ich komme mit. Was? Wer laufen muss, müsste jetzt losgehen, um es rechtzeitig zu schaffen. Wer läuft denn heutzutage? Ich weiß nur darauf hin, dass... Kennen Sie ja, Sie müssen ja heute laufen. Nein, ich nehme Ihre Kutsche. Das ist übrigens ein alter Chirurgenwitz, wenn ich das kurz sagen darf. Wenn man einen aufschneidet, dann sagt man auch einfach laufen lassen. Ja, der ist sehr gut, dieser Witz. Darf ich mir den aufschreiben, falls ich mal einen Witz brauche? Selbstverständlich, hier ist Ihr Stück. In Chirurgenkreisen. Ah. Na, dann lassen Sie uns los, meine Herren, oder? Haben Sie gegessen? Stecken Sie alles noch ein? Kann man vielleicht hier mitnehmen? Kann ich was anschreiben lassen auf Ihre Kosten? Ja, das ist ein Ja. Da bitte einmal die große Herrenpforte und ein Butlerbesteck. Wollen Sie auch etwas? Nein, danke. Ja, einen Croissant? Okay, wenn du das willst, bis auf das auf Croissant, das gibt's hier nicht. Aber die
Ich kein Croissant. Hier gibt's kein Croissant. Das ist ein Pub. Haben Sie nicht immer Croissants dabei? Natürlich, die habe ich immer im Baguette versteckt. Sehr lustig, wir lachen über den Franzosen am Tisch, wir ungehobelten Primaten. Können wir jetzt aufbrechen? Ich lasse uns sofort eine Kutsche. Also, möchtet ihr aufbrechen? Das ist mir in Erinnerung geblieben, mit dem, ich habe das im Baguette versteckt. Das, da hat, das, da, ja, ja. Ja. Zwei Ja's? Ja. Ein Ja, wir ja, ja. Wir könnten uns nochmal beim Barmann informieren. Nee? Über was genau möchten Sie sich beim Barmann informieren? Über den Grog? Über den Mann. Halte ich nicht für schlüssig. Ist Quatsch. Dann gehen wir. Also es wäre Game-Breaking, du würdest was nehmen, was du nicht weißt. Ja, ihr verlasst also den Singing Bar Inn. Als ihr das tut, kommen wir zum Ergebnis der Umfrage, denn der Landstreicher ist es geworden, wurde mir eben gesagt. Mit wie viel Prozent, liebe Regie, können wir es mal sehen? Oh, okay. Kann's nicht sehen. Mit ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, es wird der Bar, der Barmann. 64 geschätzt. Okay, 59% hat der Landstreicher gewonnen. Daran sieht man wieder, wie wenig ich noch als weiß. Als ihr das Pub verlasst, torkelt ein betrunkener Mann direkt auf euch zu und fällt vor euch auf die Straße. Er schlägt sehr doll auf, also wirklich komplett ohne sich abzufedern, mit dem Gesicht auf das Kopfsteinpflaster. Und stöhnt ganz erbärmlich dabei. Also er scheint sich irgendwie verletzt zu haben. Oh, mein Herr, passen Sie auf den ersten Blick. Was tut ihr? Passen Sie beim Herumgehen auf, dass Sie nichts auf die Schuhe kriegen. Nun, haben Sie nicht ein paar Glöbelis? Ich könnte es versuchen mit einem Glöbeli. Aber ich glaube, dieser Mann hat eine Fraktur. Es hat einen lauten Knacks gegeben. Außerdem läuft Blut auf dem... Mir gefällt das Bild so gut, dass Sie ihn in den Mund steckst. Außerdem sehe ich Blut auf dem Asphalt. Vermutlich kommen wir zu spät. Wir können es versuchen. Entschuldigen Sie bitte. Ich schubse den. Sind Sie noch am Leben, junger Mann? Sehr professionell. Offenbar nicht. Er lebt. Wir können es versuchen mit den Globuli. Sekunde. Jung würde ich ihn jetzt übrigens nicht nennen. Das weiß ich nicht. Ich habe das Gesicht nicht gesehen. Ihr habt nicht gefragt, wie er aussieht. Das ist der Grund. Das auch. Sekunde. Ich muss erst mal ihn suchen. Ich hätte ihn aber auch beschreiben können. Entschuldigung, ich muss ja kurz in die Beschreibung gucken. So. Was ist das hier für ein Artwork? Okay. Ah, das sieht alles immer so geil aus. Ja, also das ist echt unfassbar, wie viel geiler Scheiß da jedes Mal bei rumkommt und wie schnell dann noch teilweise. So. Einfach gekleidet, kräftig, aber sehr klein, hat eine sehr dicke Nase. Ihr würdet ihn irgendwo so um die Mitte 40... 50 schätzen, also in den Zeiten war es das schon fast für ihn. Gerade noch so auf den Beinen. Nee, aber im Ernst, ist so ein dickerer Typ, hat einen Schnauzbart und der seine viel zu große Nase ein wenig hält. Braune Haare, trägt aber gerade einen Hut. Sieht zivil gekleidet aus, auf jeden Fall. Und er hat einen leichten Bierbauch. Monsieur, wie geht es Ihnen? Ich drehe ihn so auf den Rücken. Können Sie sich bewegen? Fühlen Sie das? Aua, bin nicht auf das Ohr hauen. Fühlen Sie das? Können Sie das spüren? Dann geht es Ihnen gut. Möchtest du auf Medizin würfeln oder ist das die Untersuchung gewesen? Das ist die Untersuchung. Das ist das fachmännische Auge. Das ist okay, was macht ihr? Wollt ihr weitergehen oder noch irgendwie weiter untersuchen? Das würde irgendeinen Grund haben, dass der uns vor die Füße fällt. Ne? Na, ich könnte ihn auch ignorieren. Nun, können wir mal vielleicht in seinen Taschen nachgucken, damit dieser Mann... Oh, der lebt okay, noch! Ein ganz alter Frack. Sie dürfen alles, mein lieber Doc, ne? Sie dürfen alles, mein lieber Doc. Wo war ich? Wollen wir nicht in seinen Taschen nachgucken? Vielleicht hat er da seinen Ausweis... Sie können nicht einfach einen wildfremden Mann, der gestolpert ist, ausrauben. Sie müssen ausrauben. Ihre finanziellen Probleme selber auf die Reihe. Ich will auch nur wissen, wo glaube ich, dieser Mann, was ich haben Sie mit ihm gemacht? Ich möchte einmal dazu merken... Es ist auch ein Landstreicher, was erwartet er da an Reichtümern? Er ist bewusstlos, also wenn dann... Er ist nicht bewusstlos, er hört jedes Wort. Er ist nicht bewusstlos, er lebt, er atmet, er ist nicht bewusstlos. Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie bewusstlos? Sehen Sie, haben Sie schon einen Bewusstlosen sowas sagen hören? Herr Bitterhorn, ich würde gern einfach nur... Herr wer, was? Herr Bitterhorn? Meinen Sie mich? François Gillon de Tisserac. Meinen Sie natürlich. Bitteron? Hast du Bitteron gesagt? Bitteron. Ah. Woher kennen Sie meinen geheimen Namen? Nur der Chirac. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wäre es nicht eigentlich ganz lustig, diesen alten Herrn mit dem kaputten Rücken beim Bücken zu beobachten? Einfach nur mal für das Spektakel. Das wäre in der Tat sehr lustig. Ich glaube, ich habe Geld in seinen Taschen gesehen. Der Brief. In diesem Fall, wenn es mit Ihnen einverstanden ist und Sie mich nicht verpfeifen werden, werde ich nun schauen, was dieser Mann in den Taschen hat, es ihm später wiedergeben, nach einer kleinen Spekulationsphase. Vielleicht... Ja.
Nun bücken Sie sich doch endlich. Vielleicht finden wir auch seine Adresse. Wie bitte? Nun bücken Sie sich doch endlich. Na gut, dann bücke ich mich nun. Schauen Sie hier. Ich wollte gerade sagen, würfel mal auf Rücken. Oh, nun ist etwas passiert. Spüren Sie das? Ja, um ehrlich zu sein, spüre ich es nicht. Also deine neue Medizin Sorgen. Gefällt mir viel besser als die alte. Ich gehe rüber zu dem Graf Mon und biege ihn wieder zurück. Das können wir nur noch ein paar Mal machen. Ich glaube auch. Genau zweimal. So, ich... Du hast es jetzt selber... Sonst würde ich jetzt sagen, du musst würfeln, aber jetzt du kriegst jetzt keinen Schaden. Ich habe natürlich alles währenddessen... War das ein Gag oder hattest du den Namen einfach vergessen? Vermutlich beides. Vermutlich, ich weiß es nicht mehr. Vermutlich habe ich ihn vergessen, aber der... Also ich habe ja Mitterrand, ne? Der Gag war Mitterrand, weil es einfach ein französischer Präsident gewesen ist, den ihr alle nicht mehr kennt, weil ihr noch viel zu klein seid. Weiß ich nicht mehr, was ich da gedacht habe. Also, wenn ihr auf Rücken würfeln und es scheitert, würde ich dir in Zukunft immer Schaden geben. Ja, ich habe das nicht ganz durchdacht. Würfel auf Rücken. Ich habe nun etwas, hier gebe ich es Ihnen... Soll ich es auspacken? Hier, nehmen Sie doch, das sehen Sie, ich glaube, ich habe kein Interesse an Ihrer Edelware, du zeigen Sie doch mal, was das ist. Na gut, dann schaue ich mir dieses, was er da hatte, eben an. Ein Portemonnaie hat er in der Tasche. Ein Portemonnaie ist es. Da ist nichts drin. Außerdem ist hier eine Adresse. Hast du das eingesteckt, was da drin war? Was haben Sie, wer sind Sie überhaupt? Ich will das nur wissen. Ich will nur wissen. Wie Sie wissen, bin ich Kleptomane. Das wissen Sie alle. Ja, das schon lange. Das können Sie nicht gegen mich verwenden. Wollen wir uns nicht die Information, die diese Geldbörse preisgibt, einmal genauer anschauen? Aber das Geld verwirrt doch nur. Da schaut man da hin, dann will man das haben. Das lenkt nur ab. Gucken wir uns die Börse genauer an. Ich gucke die Börse genauer an. Was macht der DAX? Das ist eine ganz normale Geldbörse. Die ist gar nicht wichtig. Ne? Eher Mittelstand, würdest du jetzt sagen. Also es ist jetzt niemand, der besser Verdiener wäre, aber auch niemand, der gar keinen Job hat. Es ist ein ganz allgemeiner Pöbelianer. Es ist ein ganz normaler Mensch. Ja, man kann nicht viel über ihn sagen anhand seines... Portemonnaies. Ich seufze und gehe derweil wieder zurück in den Pub und hole einen Eimer Wasser. Okay. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Komme wieder. Ja. Sie haben auch Homöopathie studiert. Ja. Wirksam, nicht wahr? Ja. Okay, er scheint wieder ein bisschen zu sich zu kommen und versucht sich aufzurappeln. Sir, können Sie mich verstehen? Ich batsche ihm tatsächlich noch mal eine. Der hat eine blutende Kopfwunde. Und ihr schlagt ihm die ganze Zeit gegen den Kopf. Okay, dann, ich habe eine Serviette mitgebracht, drücke ihm. Alles klar, so. Jetzt geht's ihm besser. Ja. Du stichst ihn mit der Serviette. Ich habe eine Serviette. Ich stoppe die. Wedel doch. Hat vielleicht jemand Riechsalz? Oder sehr schlimme Socken? Ich habe so eine kleine eine Serviette. So, ich gehe auf die Knie und fange an, mit ihm zu reden. Der steht. Hier steht. Der liegt doch auf dem Boden, oder nicht? Ich fand das nur witzig, dass der steht. Ach so. Okay. Der richtet sich noch auf. Also okay. Er hockt immer noch so. Quasi, er hat sich so aufgerichtet. Ja. Ja, er kriegt's irgendwie... Also, Sir, wie ist Ihr Name? Also, das ist so eine Mischung aus besoffen und durchgedreht. Wie viele Finger zeige ich? Okay, Sie sind aufnahmefähig. Wie ist Ihr Name? Das ist die gleiche Frage. Ja, und wie war die Antwort? Dreirad. Mal los. Er versucht sich jetzt weiter aufzurichten, also er versucht aufzustehen. Winston, okay. Sie müssen ihn mit seiner Sprache reden. Also er steht da so ein bisschen torkelig, guckt euch an. Also mustert euch alle so ein bisschen. Und geht weiter in die Richtung. Das Blut läuft ihm hier so in die Serviette. Dieser Mann ist total betrunken. Es hat nichts mit dem Aufprall zu tun. Der hat es vielleicht ein bisschen verschlimmert, aber er ist nicht bei Sinnen. Ich glaube, es macht keinen weiteren Sinn, mit ihm zu reden. Wir werden aus ihm nichts herauskriegen. Ich könnte ihn rausschneiden, die Leber, und ausdringen und dann wieder einsetzen, aber haben wir die zwei Stunden? Wir müssen gleich auf der Beerdigung sein. Ja, also lasst ihn gehen. Ist legitim. Das ist wirklich nur eine Frage, weil ich wissen will, was er tut. Er ist jetzt dabei, so wegzutorken. Da kommt auch schon unsere Kutsche. Lord Henry. Ey, da kann doch nicht so ein Typ einfach... Den können wir doch jetzt nicht einfach, da muss doch noch was hinterstecken. Ja, Sie haben eine Kutsche bestellt, war korrekt, oder? Ich habe eine dreisitzige Kutsche bestellt, das ist korrekt. Es gibt keine dreisitzigen Kutschen. Ich habe eine bauen lassen. Extra froh. Haben Sie extra Gruppe. Einen Sitz ausbauen lassen? Jetzt, wo Sie es sagen, könnte das tatsächlich sein. Also, liebe Lords, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Betrunkene gerade möglicherweise... Man hört die Kutsche auch schon, sie kommt... ...etwas parat hält. Was soll er parat halten? Ein Cognac?
Wie wär's, 4,0 Promille. Wenn wir ihn bestechen würden mit ein wenig Alkohol. So, dass er noch mehr und dann vielleicht kriegen sie etwas aus ihm raus. Was aber wollen sie denn auch, wenn ich nicht weiß, was das sein soll. Sprachzentrum. Ah, nicht Powerplane, ne? Also woher kommt der Verdacht gerade, dass dieser Typ irgendwas weiß? Das ist einfach nur ein Betrunkener, der euch über den Weg getaumelt. Gut, dann nicht. Ja. Das ist das Problem. Dann nicht. Nun, ich steige jetzt in diese Kutsche. Sie können noch weiter mit diesem Betrunkenen ihren Tag verbringen oder mit mir zur Beerdigung kommen. Lord Henry, ich denke, Sie sind vernünftig. Steigen Sie gerne in meine Kutsche ein. Ich komme natürlich. Dafür habe ich Sie ja gebaut. Komm auch schon mal mit, ne? Dann nehmen Sie mich doch sicher mit. Montgomery. Nein, ich sitze. Wie? Auf den Kufen? Ja, selbstverständlich. Auf dem. Wollen Sie etwa neben dem Fahrer sitzen? Da wäre noch Platz, ja. Da neben dem Fahrer wäre noch Platz. Das war eine gute Idee von Ihnen. Sie und ich wissen ganz genau, wie sich unser Leben neu sortierte. Wissen Sie was? All die gute, frische Luft, die soll sehr gut sein für mein Rheuma. Ist das korrekt? Das kann ich so nicht bestätigen. Sie sehen es hier bestätigt? Deswegen glaube ich, habe ich die Idee, dass es viel besser wäre, wenn ich mich selbstständig da oben platzieren würde, neben dem Fahrer. Sehr wohl. Machen Sie, gehen Sie ruhig in Ihre reichen Kutsche. Trennen Sie sich von der Gesellschaft ab, wie Sie es schon immer vermochten, wie Ihre Eltern sich sicherlich auch von Ihnen abgetrennt haben. Ich sitze bei dem Pöbel. Nun. Hallo, wie heißen Sie? Der Kutscher möchte nicht mit Ihnen reden. So, steigt ihr in die Kutsche alle? Ja. Okay. Wo möchtet ihr hinfahren? Zum Brompton. Ich mag diese Dynamik zwischen Buddy und Simon. Weil ich wusste gar nicht mehr genau, wie sich das aufgelöst hatte, dass zur Erinnerung, Buddy ja dann eigentlich der Graf ist und Simon der Butler, und hatten sie ja Rollen getauscht vor ewigen Zeiten und so weiter. Und wie sie das dann im nächsten Teil ausgespielt haben, das wusste ich gar nicht mehr. Aber da funktioniert eigentlich ganz gut. Friedhof, bitte. Alle einig? Yes, Sir. Alles klar. Ja, ihr fahrt zum Brompton Friedhof. Ihr poltert über das Kopfsteinpflaster der Londoner Straßen. Ihr befindet euch noch in den besseren Bezirken auf jeden Fall. Also ab und zu kommen mal Bettler an den Wagen gelaufen und versuchen, irgendwas von euch zu ergaunern. Ihr kennt das aber alle, so jetzt nicht, ne? Wisst, dass man die Hand auf die Tasche hält im richtigen Moment. Es passiert nichts weiter Schlimmes und ihr kommt nach einer kurzen Reise am Brompton Friedhof an. Wir können die Karte ja nochmal sehen, dann wissen wir alle, wo der Brompton Friedhof ist. Dann sehen wir auch, dass die Fahrt nicht allzu lang war. Der Friedhof von Brompton ist nicht unbedingt die allerbeste Adresse Londons, aber bei weitem auch keine schlechte. Neben so manchem Seefahrer liegen hier seit einigen Jahren vor allem zu Lebzeiten reich gewordene Kaufleute und Händler. Eine gute Adresse für all jene, die keine Adresse mehr brauchen. Als ihr ankommt, seht ihr, dass schon so ein paar Trauergäste vor der Friedhofskapelle stehen und so Trauernde? Langsam reingehen. Nein, ein paar trauernde Menschen. Ja, was tut ihr? Die Kutsche hält an, ihr seid am Friedhof. Ja, ich steige aus und begebe mich zur Trauergesellschaft. Okay. Ja, was macht ihr? Wie viele Leute, also ich auch, aber ich gucke mich dabei um, kann man ungefähr einschätzen, wie viele Leute da sind? Es sind schon viele Leute, würde ich schätzen, es sind schon, also jetzt alleine draußen stehen bestimmt 30, 40 Leute. Krass. Das ist schon offensichtlich jemand, der beliebter war oder zumindest mehr Leute kannte. Ist jetzt keine unbekannte Person, die hier scheinbar beerdigt wird. Okay. Ja, hinterher. Okay, was macht ihr beiden? Winston, warten Sie doch ein wenig. Wollen Sie mir nicht helfen von der Kutsche? Na gut, dann mache ich es alleine. Au. Ich bin unten. Ich brauche Ihre Hilfe gar nicht mehr. Können Sie mir hochhelfen? Ja, ich helfe Ihnen hoch. Danke, lieber Will. Ich schließe mich auch. Okay, also ihr geht in Richtung Trauergemeinde. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist so ein kleines Vordach. Darunter sind jetzt die Leute, die eben an den Seiteneingang dieser Kapelle gehen. Am Eingang der Kapelle steht auch schon eine Frau, die die Leute begrüßt. Sie schaut traurig, aber stoisch und blickt dann in eure Richtung. Und was diese Frau von euch möchte, erfahren wir nach einer kurzen... Nein, schon wieder? Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Ah, da gibt's Merchandise. Gibt's bestimmt nicht mehr. Didelidi. Jetzt erhältlich auf Rocket Beans TV. Ich wage zu bezweifeln, dass das noch stimmt. Aber schaut schnell nach. Vielleicht habt ihr Glück. Ah!
Und da sind wir wieder auf der etwas merkwürdigen Beerdigung von Winthrop Augustus Sly angekommen. Wie drüber? Ihr habt eben einen wunderbaren Merch-Spot gesehen. Wenn ihr also sagt, ihr möchtet auch eure Liebe für euer Leben ausdrücken, dann sind das wahrscheinlich die richtigen Shirts für euch. Aber zurück zu den echten Charakteren. Ja, ihr seid auf der Beerdigung angekommen. Ihr mischt euch gerade so unter die Trauergemeinde, die in die Friedhofskapelle drückt. Also die so als Strom von Menschen da reingeht. Und kommt jetzt an einer Dame vorbei. Ich sage euch mal kurz, wie die aussieht. Ist eine ältere, aber sehr gepflegt aussehende Dame, leicht ergrautes, schwarzes Haar, trägt ein hochgeschlossenes, dunkles Kleid, also schwarz. Mhm. Die Nase ist etwas zu groß, wird aber durch sehr schmale, rosige Wangen und ein sehr formschönes Kinn ausgeglichen. Also durchaus eine attraktive Frau. Und sie sieht ja traurig, aber stoisch aus und hält euch die Hand hin, als sie an ihr vorbeigeht. Mademoiselle, Sie sind, wenn ich vermuten darf, mal was Lei. Ganz richtig. Nun, Sie haben uns fair eingeladen. Sie haben sicherlich von uns gehört. Wir haben den Fall auf Moriton Manor gelöst. Das sagt mir jetzt nichts, muss ich gestehen. Excusez-moi, aber wieso haben Sie dann uns angeschrieben? Sie haben uns doch eingeladen, um zu Ihrer Beerdigung zu kommen und den mysteriösen Mordfall Ihres Gatten aufzuklären. Mordfall? Mein Mann ist an einem Herzinfarkt gestorben. Entschuldigen Sie, das war ein freudscher Versprecher. Kennen Sie Sigmund Freud? Fantastischer Freund von mir. Egal. Natürlich meinte ich den Unfall im Club aus. Ja, ganz richtig. Sehr tragisch. Darf ich fragen, wie Sie auf uns gekommen sind, wenn Sie noch nie von Moriton Manor gehört haben? Inwiefern auf Sie gekommen? Sie sind Trauergäste, nehme ich an, Freunde meines Mannes. Jetzt geht das ja schon wieder los. Darf ich vielleicht ganz kurz mal mich vorstellen? Mein Name ist Lord Henry. Sie werden sicherlich von mir gehört haben. Dass ich halt die Hand immer so hin hatte und ihr schüttelt die. Ich habe hier diesen Brief. Ich habe mir direkt gedacht, dass er nicht von Ihnen sein kann, so schmuddelig wie er geschrieben ist. Wo ist eigentlich der Brief? Der Brief ist Schauen Sie doch mal hier, werte Dame. Ist das nicht Ihre Handschrift? Das ist nicht meine Handschrift und ich habe nun, weiß Gott, andere Sorgen, meine Herren. Darf ich Sie bitten, einfach eine Platz Frage stellen? Ja, bitte. Alter! Haben Sie einen Sohn? Nein. Dann gehe ich jetzt trauern. Madame Sly, mein Beileid. Danke. Ich möchte noch mal ganz kurz fragen. Ja. Ich weise dich nur darauf hin, ab jetzt ist es sozial unpassend, was du tust. Ich sag, warn dich. Ich möchte Ihnen gerne auch mein Mitleid ausdrücken. Ich bin Chirurg. Ich hätte Ihrem Mann sicherlich helfen können, wäre ich da gewesen. War ich nicht. Pech gehabt. Was ich eigentlich sagen möchte. Was ich eigentlich sagen möchte, ist. Wir sind doch nicht per Zufall hier. Wir sind keine Friedhof-Touristen. Wir kommen nicht einfach irgendwo hin. Um 16 Uhr kommen wir nicht hier hin und gucken einfach zu, wie Leute begraben werden. Du merkst jetzt auch schon, dass andere Leute gucken. Lieber Doc, warten Sie. Schauen Sie doch all das Aufhebens. Das ja, ich außer mir. Ich schwöre doch nicht einfach aber durch die Kälte. Das hat ja fast einen halben Schilling gekostet. Okay, sie hat es nichts gekostet. Aber theoretisch. Das ist doch Wahnsinn. Aber liebe Melva. Antworten Sie uns doch wenigstens eins. Ich möchte einmal eine Einladung bekommen und auch wirklich wissen, warum ich eingeladen werde. Wir werden ständig eingeladen und sind eigentlich nicht eingeladen. Frau ist auf der Beerdigung Ihres Mannes. Ist, sagen Sie uns doch bitte, ist dieser Brief von Ihnen? Nein. Okay. Ich verpuffe. ich verpuffe. Du steckst dich im Grab. Nee, ich verstecke mich tatsächlich, ja. Nun, okay. Ja, du kannst, wenn du willst, würfel mal auf Verstecken. Das könnte nämlich lustig werden, wenn das in die Hose geht. Ja, habe ich 80 drin. 74. Okay, ja, schaffst du. Du schaffst es so. Oh. Wir brauchen nur eine Minute, aber das ist gar kein Problem, das überbrücken wir. Wie hat's euch denn bislang gefallen? Kleine Fazitpause. Hey, wie hätte man aber denn richtig reagiert? Wenn der Brief nicht von ihr ist, müsste man ja einfach wieder gehen, weil man ja doch nicht eingeladen wurde und das Abenteuer wäre vorbei. Ja, du hast völlig recht, das geht natürlich nicht. Das konnten wir natürlich nicht machen, das war keine Option. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr und ich versuche mich so halb, also eigentlich will ich mich nicht erinnern, weil ich will ja so miträtseln und so. Aber sie ist mir sofort verdächtig, weil wenn uns jemand auf die Beerdigung holt und glaubt, dass der ermordet wurde und die Frau ist da nicht involviert, denke ich natürlich sofort, okay, die Frau hat irgendwie was damit zu tun, ne?
mit dem Ableben ihres Gatten. Weil sonst wäre sie ja irgendwie auch dran interessiert. Oder? Irgendwie zur Aufklärung beizutragen. Wir hören mal weiter rein. Wir werden die Auflösung sicherlich finden. Achtung. An die Seite zu gehen, dich hinter ein großes Bouquet so zu verstecken. Bist du Wiley Coyote oder was? Ja. Werte Frau Slide, ein letztes Mal möchte ich Ihnen nur mein Mitleid, mein Beileid aussprechen. Danke. Auch ich als alter Mann stehe auch mit einem Bein im Grab. Und wenn ich solch einem Mann vielleicht etwas sagen, wenn ich ihm... Nun gut, Sie leiden. Das können Sie sich jetzt bitte setzen. Schon gut, Mademoiselle, wir gehen. Nun, geht ihr rein oder ich hätte raus? Noch eine Frage. Oh ja. Hat man Ihnen die Gnade des letzten Blickes zukommen lassen? Sie sind sicherlich mit diesem christlichen Brauch vertraut, dass man seinen verstorbenen Gatten noch einmal vis-à-vis in Augenschein nehmen darf. Ich muss gestehen, nein. Oh nein, leider konnte ich meinen Mann nicht einmal das tut einen mir letzten leid. Blick wie lange, wissen Sie was? Eine trauernde Frau wie Sie hat das nicht verdient. Das kommt ganz drauf an, Monsieur, da muss ich kurz widersprechen. Ich habe Leichen gesehen. Oh Mann, ey. Da kann man nur froh sein, dass man sie nicht gesehen hat. Ich hatte einmal einen Mann, es war ein junger Mann, er hatte eine Schusswunde direkt im Gesicht, es war furchtbar. Der Mann neben mir macht du. Seine Mutter hatte ihn gesehen, sie ist bis heute hat sie ein Trauma. Ich kann es nicht immer empfehlen, im Fall ihres Mannes wissen wir nicht genau, woran er gestorben ist, aber es könnte grässlich gewesen sein für ihn. Würfel mal auf Menschenkenntnis, wenn ihr irgendwas in der Richtung habt. Ich habe Menschenkenntnis. Ja, 85. Ja, würfel mal drauf. Du weißt, worauf ich hinaus wollte, wahrscheinlich. Ja. Du merkst, dass jetzt definitiv eine Geschmacksgrenze überschritten ist. Also sie ist jetzt wirklich angefasst durch euer Verhalten und es ist kurz vor, ihr fliegt raus. Pass auf. Was soll passieren? Ich wandere rein. Ich wollte nur mal schauen, wie diese automatisch generierten Untertitel funktionieren. Ich nehme in die Kapelle. Das ich möchte schon nicht öffentlich. Ich sehe, wie unwohl Ihnen zumute ist. Kommen Sie, lassen Sie einen Gentleman Sie zum Grabe begleiten. So eine trauernde Frau wie Sie sollte hier ihre Nerven nicht strapazieren. Okay, ich sag's mal, nicht zum Grabe, weil noch ist er der Sarg steht noch drin. Der Sarg ist da aufgebahrt quasi. Ist der offen? Nein, der ist verschlossen. So, ja. Und du kannst sie aber reinführen, wenn ja, du das Ja, das möchte ich nicht machen. Okay, hast du irgendwas, das dazu beiträgt, Charme oder irgendwas, das Geld. Irgendein Interaktions- Manipulieren. Nee. Führen. Zu Grabe. Komm. Das ist so lustig gerade, das ist fast. Aber was hast du noch? Hast du nicht irgendwas noch Besseres? Ich kann sie einschüchtern. Aber du hast da viel. Würfel mal auf deinen allgemeinen Wert. Ey, führen ist doch super. Das ist doch perfekt. Sich ohne Erschwernis. Ja, du hast da so hohe Talente, da kannst du auf den allgemeinen Wert würfeln. Ja. Hast du geschafft? 39. Okay, es gelingt dir. Mhm. Ja, danke. Sie nimmt deinen Arm. Ja. Wissen Sie, Sie sind doch sicherlich auch aus einer christlichen Familie, nehme ich an. In der Tat. Wissen Sie was? Einer verdienten Frau wie Ihnen sollte man wirklich nicht das Recht des letzten Blickes nehmen. Was halten Sie davon, wenn wir beide in aller Ruhe Abschied nehmen von Ihrem Gatten und ich passe auf, dass Sie ungestört bleiben? Ja, doch, könnt ihr machen. Ja, auch wenn das Schreiben, das ich erhalten habe, ganz klar etwas anderes sagt. Was sagt denn dieses Schreiben? Nun, ich bin keine Medizinerin und habe das Schreiben nicht bei mir, aber es ging klar darauf... Aber es ging klar daraus hervor, dass mein armer Winthorpe wohl ansteckend oder anderweitig gefährlich sein könnte. Mhm. Ich dachte, er ist an einem Herzversagen im Club gestorben. Nun, auch mir als Laie mag das eigenartig vorkommen, aber es ging aus dem Schreiben hervor. Ich gebe zu, ich verstand auch nicht alles, was darin steht. Gute Frau, das sind schwierige, verwirrende Zeiten für Sie. Lassen Sie uns jetzt einen letzten Abschiedsblick zu Ihrem Gatten hinunterwerfen. Okay. Ihr geht, also das ist ein größerer Raum und dann ist da so ein kleiner Torbogen und dann ist nochmal wie so ein extra Separé, in dem ist der Sarg aufgebahrt. Ja, was möchtest du? Ich hatte mich aus meinem Versteck
kämpfe ich mich nach vorne, sodass ich kämpfe ich mich nach der Beerdigung. Ja, ich verstecke mich aber so, dass ich einen guten Blick auf die anderen Leute habe. Pass auf, der Busch bewegt sich. Das ist halt ein offener Raum, ne? Also wenn du dich versteckst, dann wirkt das einfach nur albern für die meisten. Weil du stehst jetzt halt hinter einer Topfpflanze. Also verstecken würde jetzt heißen, du machst irgendwie eine Rolle über den Boden und versteckst dich hinter dem nächsten Stuhl. Also das ist ein heller Raum mit voller Leute. Ja, ja, aber hast du ihn schon mal gesehen? Ich würde dir einen Wurf gestatten, aber ich würde ihn stark erschweren. Wenn du sagst, ich will wirklich nicht gesehen werden. Die zwei Augen. Okay, dann hat sich meine Situation geändert. Wenn das okay. Wirklich, ja, dann, da sind halt wirklich aber viele Leute. Ich achte auf die anderen Leute sozusagen. Ja. Das möchte ich sagen. Okay. Okay, danke. Das kriegst Bitte. Du hin, ja. Eine wichtige Ergänzung. Was wollt ihr beiden tun? Ja, ich würde sagen, ihr müsst das Kammerspiel jetzt erstmal fertig machen, oder? Ja, es kann ja sein, dass ihr sagt, ich möchte in der Zwischenzeit irgendwas Wichtiges tun oder so. Möchten Sie noch diskutieren? Okay. Nein, ich guck mich um, guck mir die Gesellschaft an. Kommt mir da jemand bekannt vor? Irgendwas auffällig? Auffällig nicht. Das sind alle sehr gut gekleidet, das fällt dir halt auf. Also es ist schon gehobenere Gesellschaft. Also es ist jetzt scheint niemand zu sein, der sich hochgearbeitet hat oder so, sondern das ist schon ganz klar irgendwie so Aristokratie in die Richtung. Es sind Leute, die einfach zur Oberschicht gehören. Ansonsten, Sekunde. Nee, ich versuche mich jetzt nichts auf, was jetzt total ungewöhnlich wäre. Ich versuche mich ebenfalls ein wenig unter die Gesellschaft zu mischen und den das Tombre, den Duft der oberen Elite zu schnuppern. Ein letztes Mal vielleicht nur noch. Oh. Ich gehe mit. Das hört sich gut an. Ich leiste ihm Gesellschaft. Ich nehme, was er hatte. Ja, das kriegt ihr hin. Okay, ihr geht zu dem Sarg. Die Person, die eben noch in dem Raum war, verlässt ihn jetzt. Es ist halt wie so ein kleiner Extra-Raum und ihr könnt reingehen, wenn du möchtest. Mhm. Gut. So. Ich habe etwas in den höheren Kreisen munkeln hören, dass etwas mit dem Testament ganz außergewöhnlich sein soll, werte Dame. Nun ja, das besprechen Sie am besten mit meinem Anwalt. Auch er ist auf dieser Beerdigung. Ja, wie heißt denn Ihr Anwalt? James Pickersworth. Pickersworth. Gleich da vorne steht er. Sie zeigt auf einen sehr, also ein dicklicher Mann, ziemlich klein. Ja. Zu kleine Augen und auch zu wenig Hals. Das ist ein guter Mann. Ich habe bereits von seinem Renommee vernommen. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Sie sind in guten Händen. Jetzt gerade macht er mir das Leben wirklich leichter. Ja, das ist wichtig in solchen Zeiten. Ich muss kotzen. Nun, war Ihr Mann in letzter Zeit denn häufiger mal unterwegs? Ich kann mir schon denken, dass Sie auf die Gerüchte um ihn und dieses Dienstmädchen anspielen. Und in der Tat war mein Mann nicht allzu oft daheim. Und wenn, dann nur in seinem Arbeitszimmer. Gott weiß, was wir in diesem Arbeitszimmer finden, wenn die Tür sich dann Gott weiß, was hier eines Tages öffnen mag. Die Tür ist verschlossen? In der Tat, ja. Warum bekommen Sie diese Tür denn nicht auf? Nun ja, der Schlüssel fehlt seit dem Verscheiden meines Mannes vor 4 Tagen. Oh, ich verstehe. Und diese Dienstmagd, mit der er sich angeblich eingelassen hat, was ich natürlich überhaupt nicht glauben mag, wie heißt denn die? Cynthia Barb. Entschuldigung, ich muss nochmal nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin den Nachnamen gerade nicht ganz sicher. Ah, doch, das ist richtig. Cynthia Barker. Ist sie schön? Nun, ich möchte diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Das war nur Schatz. Also wenn du eine Antwort willst, kannst du auch ein Step werfen. Okay. Nun, sollen wir denn jetzt einen Blick auf ihren Mann werfen, auf dass wir uns in Frieden von ihm verabschieden können? Sehr gerne. Dann gehen wir zum Sarg und machen ihn auf. Also, du willst welches Ende öffnen? Das ist das Fußende oder was? Hinten oder vorne aufmachen. Beide. Gleichzeitig. Okay, das kannst du machen. Das wirkt nur auf mich ein bisschen ungewöhnlich. Angebannt. Okay. Wie weird wäre das, wenn ich nur das Fußende aufmache? Wir gucken uns irgendwelche Schuhe an. Gut, du öffnest den Sarg. Und darin liegen nur ein paar Laken. Laken? Ja, gewickelt scheinbar in der Form eines Menschen und darin sind irgendwelche Gewichte. Und hier findet ihr den nächsten Hinweis. Ein leerer Sarg. Sorgt das doch gleich. So. Du siehst eindeutig, dass auch Melva irritiert ist. Sie sieht jetzt diese Laken. Noch könnte man denken, da liegt jemand drin. Also es ist wie so ein Mensch geknäuelt. Aber das ist ja ungeheuerlich. Ihr Mann liegt gar nicht in diesem Sarg. Was sagen Sie da? Also ich habe langsam das Gefühl, das Einzige, was hier zu Grabe getragen wird, ist die Wahrheit.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte auf Menschenkenntnis würfeln, ob sie das wusste oder ob sie ehrlich überrascht ist. Okay, mach mal. 75, du hast 85, ne? Mhm. Wirklich? Ja. Okay, du hast eine Sekunde so... Ja. Doch, du glaubst, die ist... Das ist echt. Also sie weiß scheinbar wirklich nicht, was hier vor sich geht. Sie dachte, da liegt ihr Mann in diesem Sarg. Nach deiner Einschätzung. Frau... Sly, ne? Sly, ja. Frau Sly. Melva Sly, ja. Frau Sly, das muss ja jetzt ein ganz fürchterlicher Mrs. Moment... Mrs. Sly, es muss ein ganz fürchterlicher Moment für Sie sein. Darf ich Ihnen meine Hilfe anbieten? Ich bin Teil einer Detektei. Meine Freunde, Mr. Monsieur Schmisseron, Wilson... Schmisseron. Mon. Schmilzen und... Und Schmilzen und der Graf und meine Wenigkeit... Wir haben bereits in einem schwierigen Fall unsere Spürnase unter Beweis stellen können und wir würden in diesem ganz, ganz furchtbaren Fall gerne für Sie ermitteln, aus Freundschaft. In der Tat scheint es mir so, als bräuchte ich die Hilfe einiger intelligenter Männer, die diesen Männer dieser Ungeheuerlichkeit auf die Spur gehen. Doch anhand der Umstände ist es wohl das Beste, wenn ich Ihnen meine Adresse gebe. Das hätte und sie sich schreiben und vielleicht sogar Arbeitszimmer selbst ansehen. Das werden wir selbstverständlich für Sie tun. Damit entdeckt ihr den nächsten Ort auf der Karte. Wir sehen die Karte. Ihr entdeckt das Haus der Familie Sly. Ach, das ist ja ganz schön weit weg von mir. Nee. Okay, praktisch, ja, das ist Slys Haus. Okay. Sind Sie denn auch dort zugegen oder wo werden Sie nun verweilt? Nun, ich werde auf dieser Beerdigung bleiben, wenn man das denn so nennen mag, bis geklärt ist, wo der Leichnam meines Mannes sich befindet. Sollen wir diese Sache vertraulich behandeln? Das wäre mir sehr lieb, ja. Selbstverständlich, ich habe weiß Gott genug Gerüchte, was unsere Ehe betrifft im Umlauf. Noch weitere? Ja, das mit dem Dienstmädchen, ist das nicht genug? Selbstverständlich ist das genug, nur darüber hatten wir ja kurz gesprochen. Ich dachte, da wäre vielleicht noch etwas Erwähnenswertes. Dann wissen Sie was, Frau Sly? Wenn wir nun für Sie ermitteln, dann wäre es wirklich wichtig, dass Sie uns alles sagen, was Sie wissen zu diesem Thema, was irgendwie von Interesse sein könnte. Ich habe Ihnen alles erzählt. Frau Slider, möchte ich Sie jetzt nicht länger beherrschen und werde zurück zu meinen Freunden gehen. Ich danke Ihnen. Ich werde alles, was in unserer Macht tut, stehen tut, tun, um Ihnen zu helfen. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich gehe zurück zu meinen Boys. Ja, okay. Möchtest du ihnen berichten, was gerade vorgefallen ist? Ja. Okay. Tu das. Nun, die Herren, das war ein sehr interessantes Gespräch mit der Frau. Ich habe einiges herausgefunden. Findest du es eigentlich seltsam, dich selber zu hören, sehen oder gewöhnt man sich irgendwann dran? Also, man gewöhnt sich irgendwann natürlich dran im Laufe der Zeit, aber es ist immer noch schon noch ein bisschen strange. Tatsächlich. Aber man gewöhnt sich an alles und auch daran. Früher war das noch schlimmer. Es geht einigermaßen. Jetzt so ein langer Part, wo die ganze Zeit ich nur quassel, das ist. Da sage ich auch nicht so viel zu. Irgendwie, ich warte, bis es vorbei ist und dann, wenn die anderen wieder dran sind, das ist irgendwie komisch. Ich behandle mich selbst anders als die anderen. Ich glaube, das. Zur eigenen geistigen Gesundheit mache ich das. Zum Ersten, dass Sie interessieren, in diesem Sarg liegt kein Mensch. Das habe ich mir gedacht. Warum haben Sie sich das gedacht? Weil ich Arzt bin, der von Homöopathie sehr viel Ahnung hat. Diesen Zusammenhang müssen Sie mir mal... Würden Sie nicht verstehen, wenn ich es Ihnen 2 Stunden lang erklären würde. Gut, das akzeptiere ich so. Schließlich haben Sie bisher mich noch nie angelogen. In diesem Sarg lag, wie soll ich das sagen, eine Puppe. Mit Gewichten beschwert, damit die Träger des Sarges nicht vermuten, es wäre keine Leiche da drin. Ein Täuschungsmanöver. Als Täuschungsmanöver. Eingewickelt in Laken. Sie sind ja ein Genie. Oder haben Sie mit dieser Sache was zu tun? Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich mit meiner Menschenkenntnis direkt überprüft, ob die arme Witwe vielleicht in diese Sache verwickelt ist. Doch ich kann Sie beruhigen, sie ist genauso überrascht gewesen wie ich. Ferner habe ich herausbekommen, dass ihr Gatte eine Affäre mit einer Dienstmagd namens Cynthia Barker gehabt hat. Das ist interessant. Konnten Sie herausfinden, ob Cynthia gut aussieht?
Selbstverständlich, das habe ich gefragt. Gut, aber die Witwe wollte mir nicht antworten. Ich gehe davon aus, dass sie für ihre Verhältnisse wahrscheinlich sehr attraktiv ist. Wenn eine Frau auf diese Frage nicht antwortet, dann wissen Sie doch, was das bedeutet. Natürlich ist sie sehr attraktiv. Sie ist sehr attraktiv. Der Gattin natürlich. Nicht, dass es darauf ankommt, ob sie attraktiv ist oder nicht. Letztendlich ist es egal. Aber es ist eine wichtige Information, die ich mir mal notieren werde. Bitte schön. Außerdem, und jetzt kommt's, ich habe einen neuen Fall für uns. Die Witwe hat mir das Mandat erteilt, in ihrem Sinne zu ermitteln. Wir haben völlige Freiheiten. Wir werden als nächstes ihr Haus aufsuchen können und dort das Arbeitszimmer unter Augenschein nehmen, wo ihr Mann in letzter Zeit viel Zeit verbrachte. Und jetzt kommt's, dieses Arbeitszimmer ist verschlossen. Na, das kommt mir ja bekannt vor. Oder? Ich habe ihr Zuhause schon mal markiert auf der Karte. Ist es in etwa hier? Sie sind ein Genie. Das habe ich mir gedacht. London ist klein, wissen Sie? Ja. So, das habe ich herausgefunden. Was haben Sie gemacht? Haben Sie sich vielleicht versteckt in der Zwischenzeit? Lord Henry, ich habe mich erfolgreich versteckt, aber eine Frage habe ich noch an Sie. Ja, bitte. Was passiert mit dieser Veranstaltung? Denn es wäre sinnvoll, wenn die Frau Slay. Ja, Sly. In a one horse open Sly. Slay. Wenn Frau Slay so tun würde, als ob der Leichnam in dem Sarg wäre. Ansonsten würden wir eventuell Spuren. Das würde eventuell unsere Ermittlungen stören. Das ist eine sehr gute Idee, aber die Frau ist keine Schauspielerin. Denken Sie daran, die ist verzweifelt. Sie ist von emotional aufgestemmt. Diese Frau wird garantiert diese Täuschung nicht aufrechterhalten können. Das sage ich Ihnen. Nun, ich habe mit ihr bereits gesprochen und sie wird diese Täuschung aufrechterhalten. Das sage ich Ihnen, das wird funktionieren. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Simon ist sehr anpassungsfähig. Der war ein Genie. Sag ich doch. Was möchtet ihr also tun? Was wollen wir tun, Lord Henry? Nun, mein Vorschlag war, dass wir dieses Haus aufsuchen und die Untersuchung aufnehmen. Ich beobachte jetzt mal, was macht die jetzt gerade, also man sieht das ja jetzt, nachdem sie das quasi, was er gerade erzählt hat, erlebt hat, kann ich ja sehen, was sie macht. Was macht sie da? Sie hat den Sarg geschlossen offensichtlich wieder, steht da und ist offensichtlich noch immer angefasst. Es kommen halt Leute zu ihr jetzt auch wieder und sie scheint zumindest mit denen zu reden und es wirkt jetzt nicht so, als ob sie denen gerade irgendwas offenbart. Wir können auch noch hier bleiben für die Dauer des Gottesdienstes. Und es gibt noch Kanapé. Es ist natürlich gesellschaftlich nicht schön, eine Beerdigung mitten noch vor dem Aufgebot zu verlassen. Und vor dem Frühstück und dem Essen. Vor dem Show-Act. Ich habe gehört, da soll ein ganz toller Zauberer heute kommen. Was halten Sie denn davon? Wir sind jetzt ja offiziell Detektive. Wir werden einfach jetzt unsere Augen offen halten. Und mal schauen, wie sich die Gäste hier versammeln. Denn ich vermute Folgendes. Bei der Beerdigung ist auch immer der Täter anwesend. Dann hören wir uns mal um. Oder? Wollen wir uns aufteilen? Wollen wir zusammen agieren wie ein Team? Nein, aufteilen ist bei mir erst um 16.30 Uhr in der OP. Das würde ich sagen. Bleiben wir doch zusammen und fahren doch einfach zu Frau Sly. Dort können wir uns vielleicht auch einen Tee machen. Und, ich dachte, wir bleiben jetzt noch hier und beobachten den Vorgang der weiteren Beerdigung, um vielleicht noch einige Hinweise zu entdecken. Was die Menschen hier so zu sagen haben. Ne? Na, wenn sie Beerdigungen so mögen, ich habe ungefähr 300 Stück im Jahr, aber gut, wir können auch gerne noch bleiben. Ich sage Ihnen, es ist nicht so spektakulär, wie Sie glauben mögen. Liebe Lords, eine kleine Frage. Sie haben aber nicht zufällig Zugang zu dem Haus der Familie Slay bekommen. Selbstverständlich, sie hat mir den Zugang gestattet. Ich gehe davon aus, dass ich da jetzt reinkomme. Es wäre vielleicht sogar ein Vorteil, nun, wo die gesamte Familie Slay hier anwesend ist, alleine in das Anwesen zu gehen und detektivisch zu agieren. Vielleicht kommen wir aber trotzdem in dieses Haus rein. Ja, nun, ich muss sagen, da haben Sie einen guten Punkt. Wenn wir uns jetzt beeilen, könnten wir dort das Haus durchsuchen, bevor noch viel womöglich. Das ist wahrscheinlich Gäste auch die spannendere Location jetzt, ne? Mit der Trauernden Zeit verbringen möchten. Hat die Dame denn gesagt, wann sie wieder zu Hause ist? Wie kommen wir denn überhaupt hinein? Hat sie ihren Bediensteten Bescheid gesagt? Ich möchte in die Entscheidungsfindung noch mal mit einfließen lassen, dass ich das offizielle Mandat der Besitzerin dieses Hauses habe, dass wir dort exklusiv Ermittlungen anstellen dürfen. Wir sollten nicht auf Hindernisse treffen. Aber wir können meinetwegen auch jetzt los. Ich wollte lediglich betonen, dass es genauso gut sein kann, dass es hier noch etwas Interessantes zu beobachten gibt. Da beobachten wir. Ich verstecke mich. Lassen Sie uns doch für ein halbes Stündchen noch unter die Gesellschaft mischen, mit dieser neuen, aufregenden Mission versehen
und mit den Leuten reden, ihnen vielleicht auch diverse Finanzierungskonzepte, von denen sie noch nie gehört haben, anbieten. Aber primär ist es ganz wichtig, vor allem Sie, Winston, passen Sie auf, Geheimnisse entlocken, die vielleicht zur Aufschlüsselung dieses Falles eine Stunde später dann benutzt werden können. Alles, um diesen Fall schleunigst zu lösen, ist in meinem Sinne. Gut, also ja. Ihr möchtet auf der Beerdigung bleiben und noch ein wenig euch unter die Leute mischen und Gespräche suchen, richtig? Ja. Oder nur beobachten. Okay. Ja, ihr seid auf der Beerdigung und ja, ihr schnappt halt so ein bisschen Klatsch und Tratsch auf über dieses angebliche Verhältnis mit diesem Hausmädchen. Er sei wohl auch häufiger mal in ihrem Zimmer gewesen und sie in seinem Arbeitszimmer. Ist schwer auszumachen, was davon jetzt Tratsch ist und was davon der Wahrheit, aber das ist sowas, was immer wieder auftaucht. Dann, dass die Familie sehr wohlhabend ist. Also ihr hört nichts, was in eine andere Richtung deutet in irgendeiner Form. Er ist Kaufmann offensichtlich. Auch in sehr guter Gesellschaft, also beliebter Mann. Die meisten Leute sprechen gut über ihn, die da anwesend sind. Sogar in hohen Tönen manche. Also er scheint ein beliebter Typ gewesen zu sein. Hat er den Anwalt das uns allen gegenüber erwähnt oder weil er hat es jetzt nicht gemacht? Nee, das wollte ich gerade noch machen. Deshalb, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe zum Anwalt, wenn also, er es nicht erwähnt ich hab, ich aber glaub, ich lass jetzt mal gehen, weil er hat im gleichen Moment ich habe so im gleichen Moment da gemacht, weil ich habe gerade noch mal gelesen, was ich mir aufgeschrieben habe und da kam mir gerade der Name James Pickard. Ja, sonst hätte ich jetzt gesagt, geht nicht, aber du hast in dem Moment so gemacht, genau, jetzt so davon aus. Ich habe doch einen weiteren interessanten Gast. James Pickersworth ist der Anwalt. Der Anwalt und Testamentsverwalter von Frau Slay. Ich würde gerne mal mit ihm sprechen, Sly. Denn er hat Informationen über das Testament. Und so wie mir zu Ohren gekommen ist, gibt es dort einige kuriose Passagen. Kommen Sie doch mit mir mit, wenn Sie mögen. Selbstverständlich, ich brauche ohnehin bald einen guten Anwalt und auch einen Arzt. Bezüglich Testamente und ähnlichem, dem Wert Winston geht es nicht Chat mehr geht so übrigens gut. Durch, jetzt wo ihr den Anwalt wieder angesprochen habt. Wie bitte? Ja, wir haben alle einen Anwalt! So. Selbstverständlich gehen wir da hin. Ja, gut, dann gehen wir da jetzt hin. Gut, ja. Das war knapp, ne? Ich hätte es jetzt original schon wieder vergessen, tatsächlich. Ich habe ihn euch ja schon so ein bisschen beschrieben, also ist ein plumper, dicklicher Mann, so kleine Augen, zu wenig Hals. Er spricht etwas näselig wirklich, aber jetzt wird sehr hochgestochen. Seine Kleidung ist teuer, aber wenig geschmackvoll und die Hosen hängen ein bisschen zu weit an den kurzen Beinen. Die Herren, hoch erfreut. James Jebediah Pickersworth, mein Name. Und steckt euch sofort, also wirklich mit beeindruckender Schnelligkeit allen eine Karte zu, die in eurem Revers verschwindet, bevor ihr die Hand ausstecken könnt. Mr. Pickersworth, Ihre Karte wäre nicht nötig gewesen. Ihre Reputation eilt Ihnen voraus. Oh, Sie schmeicheln mir. Wie ich hörte, Mr. Pickersworth, haben Sie die verantwortungsvolle Aufgabe, sich um Frau Slice? Um Frau Slice testamentarische Angelegenheiten ganz zu recht, verwenden. Ganz recht. Eine Wicht. Aber wie Hauke den auch so richtig geil arrogant spielt. Oder wie seine ganze Mimik sich so richtig so diesen Charakter so annimmt. Und zugleich verantwortungsvolle Aufgabe, wie ich meinen möchte. Ja, ich möchte Ihnen bitte meine Kollegen vorstellen, denn wir sind eine Detektei und wir ermitteln im Auftrage Ihrer Klientin. Wir sind sozusagen Kollegen. Und das ist mein werter Chirurgenkollege François. Auch ich bin arrogant. Oh, Chirurge. Hörerfreund, steckt dir noch eine Karte zu. Ja. Herr Pisseron. Wir haben meinen Kollegen Herr Krupp von Bohlen. Haha. Und. No, hoher Adel im Hause. Hoch erfreut. Ja, sein Knicks wird immer tiefer, also sein Bauch hindert ihn daran, ihn noch tiefer auszuführen. Und das ist sein Butler Winston. Freut mich. Winston. Und ich verabscheue diese Männer. Das ist korrekt. Oh, wie ungehobelt. Und mein Name ist, ja, er ist auch nur... Ein bisschen auszutreiben. Wir kriegen ihn nicht mehr weg. Lassen Sie sich darüber reden. Mein Name ist Lord Henry. Was hatte ich auch einmal, das juckt. Ja. Was ist Ihnen denn mit dem Fall, Frau Sly, aufgefallen? Nun, nicht weiter ungewöhnliches, ein übliches Testament. Recht plötzlicher Todesfall, möchte man meinen. Darf ich fragen, was im Testament vermerkt ist, was die Todesursache betrifft? Natürlich nicht, wie privat. Nun, Herr Pickersworth, ist Ihnen schon bekannt, dass wir im Auftrage von Frau Sly ermitteln. Wir haben also ein Mandat, diese Information zu erfahren. Das wäre mir neu, die Herren. Sie können natürlich jetzt gerne zu Frau Sly gehen in ihrer
hohen Trauerphase und das nochmal von ihr bestätigen lassen, wenn sie glauben, dass das für zukünftige Aufträge für sie von Bedeutung ist. Nun, es ist kein Problem für mich. Ich brauche nur eine Taxikutsche zur Charité nehmen und dann kann ich in die Akten gucken und dann werde ich alles erfahren. Sie können es mir also auch einfach sagen. Hier ist meine Karte. Ich bin übrigens François Guillaume de Tesserac. Sie haben sicherlich einige meiner Bücher gelesen. Hast du irgendwas Soziales, was das gerechtfertigt? Redegewandt 50. Ja, dann würfel mal auf Redegewandt halt. Das haben wir um 10 erleichtert. Nein. Das hat leider nicht geklappt. Du hast aber erst das 10 erleichtert. Ja, trotzdem hast du es nicht geschafft. Ich muss es mir visualisieren. Okay. Ich muss es mir visualisieren. Eine 87 gewürfelt, eine 60 hätte es sein müssen. Nein, tut mir leid, die Herren, das sind Informationen. Wo wäre denn meine berufliche Reputation, wenn ich das nun preisgebe? Aber eine Frage, wo bleibt Ihre Reputation, wenn Sie den Anforderungen Ihrer Kunden, in diesem Falle Frau Slide, nicht Slide, Folge leisten? Ich erspreche im vollstem Umfange meinem anwältlichen Recht zu schweigen und meiner Pflicht der Geheimhaltung und Pietät, meine Herren. Ich möchte Sie nun bitten, mich nicht weiter zu belästigen, wenn es um die privaten Angelegenheiten der Familie Sly und des kürzlich verschiedenen, Gott habe ihn selig, Winthorpe Sly geht. Das verstehen wir natürlich, wir drehen uns ein bisschen um. Ich nehme dich zur Seite und flüstere die Reihen. Ich widme mich nun wieder den Kanapés, meine Herren. Die sind übrigens sehr gut, kann ich empfehlen. Geht weg in Richtung Buffet. Wollen wir vielleicht nicht die Geldbörse ein wenig sprechen lassen, Lord Henry? Sie haben doch ungedeckte Schecks en masse. Das ist ein sehr guter Vorschlag von Ihnen. Wenn es um mein Geld geht, kennen Sie sich ja offensichtlich sehr gut aus. Zumindest wenn es ums Ausgeben dieses geht. Ich habe aber noch einen weiteren Vorschlag zu machen. Wir sind ja nun keine Gauner. Ich habe bereits mit Frostler ein Abkommen getroffen. Wenn wir uns jetzt Ihre Unterschrift unter eine Urkunde, die wir jetzt erstellen können, holen, dann wird dieser Schmierfink von Anwalt uns auch nicht mehr abweisen können. Ich bin mir nicht so sicher, ob es klappt. Er windet sich wie ein schleimiger Aal, aber dann können wir es versuchen. Aber dann wissen wir zumindest, woran wir sind, ne? Wenn er nicht will. Warum sprechen Sie jetzt Französisch? Gut, also das hat er so nee, ich möchte von der Frostlei einfach noch. Wir ermitteln. Okay, ja. Ja. Also okay. Wir schreiben jetzt auf. Ich schreibe jetzt auf. Ja. Bitten Sie mich hier hin. Unterschreibt sie dir. Also nur dafür, dass du Informationen vom Anwalt kriegst. Dass wir ermitteln den Fall und unseren Einblick haben und so weiter. Ja, unterschreibt sie dir. Was steht da? Dr. François Guillaume de Tesserac präsentiert die wunderbaren, fantastischen Globuli. In ein homöopathisches Wundermittel gegen Rücken, Trunkenheit, Fußpilz, Tod, Schädelbruch, Schusswunden. Was? Schizzi? Und Besessenheit durch Dämonen. Sehr gut. Mr. Pinkerthworth. Ja. Sehen Sie hier bitte diese unterzeichnete Beglaubigung, dass wir im Anliegen von Frostlei ermitteln. Dürfte ich Sie nun bitten, in vollumfängliche Informationen zum Inhalt des Testaments preiszugeben? Nun, in der Tat, das ändert einiges. In diesem Falle möchte ich Sie doch in Kenntnis setzen. Und er geht ein bisschen runter und senkt die Stimme ein wenig. Nun, es gab eine recht überraschende Änderung des Testaments vor nicht einmal 4 Tagen. Recht kurz vor dem Bekanntwerden des Todes von Winthorpe Augustus Sly änderte er sein Testament zugunsten eines gewissen Thomas Bixby. Oh, Bixby, die Identität und der Verbleib dieses Mannes bleibt mir bisher allerdings verborgen. Aber wie können Sie ihm denn das Geld überweisen, ohne seine genauen Daten zu haben? Eben mein Problem. Sollten Sie also im Rahmen Ihrer Ermittlungen diesen Mr. Bixby finden, Thomas ihn Bixby. Sehr verborgen, wenn Sie mir seine Identität offenbaren könnten. Ganz einfach, geben Sie uns das Geld, ich gebe es ihm. Wenn ich ihn sehe, wir finden ihn. Na, ich bin es, ich bin Graf Montgomery, Thaddeus von Krupp und Bohlen und Halbach. Nun nochmal auf die Todesursache. Er interpretiert es weiterhin als einen kleinen Scherz. Können Sie mir jetzt bitte sagen, was die Todesursache ist? Nun, ich bin kein Arzt. Meines Wissens nach ein Herzinfarkt. Dankeschön. Gibt es sonst noch interessante Dinge, die in diesem Fall helfen würden? Nicht, dass ich wüsste. Der reguläre Schmutz, den man so hört über den armen Winthorpe. Aber von sowas distanziere ich mich als professionell agierender Mann natürlich. Ich habe eine Frage an Sie, vielleicht können Sie mir die beantworten. Wir haben gehört, dass es da ein gewisses Verhältnis gab zwischen einer Magd, wir nennen jetzt nicht ihren Namen, und einer... Ich weiß sehr wohl, worauf Sie anspielen, doch dazu möchte ich hier nichts sagen. Das geht gegen meine Ehre.
Wir reden natürlich von Cynthia. Können Sie uns sagen, ob sie attraktiv war? Oder sowas? Ob ich was? Hast du Menschenkenntnis oder sowas? Also ich habe einschüchtern Lügen, Smalltalk, Menschenkenntnis habe ich leider nicht. Ich habe 85 Menschenkenntnis, wenn du willst. Ich höre das ja auch. Ja, nee, aber... Ja, ja, in dem Fall musst du es natürlich dann nicht. Er möchte dann nicht drüber reden. Okay, darf ich noch einmal versuchen? Sie können eventuell einfach nur in eine Richtung gucken. Wenn Sie da einen Schwanz sehen, links zum Beispiel, da gucken Sie natürlich hin. Da können Sie ja nichts gegen tun. Ne? So weit sind wir uns einig. Dann warten Sie doch kurz. Dieser Thomas Bixby, könnte er unter Umständen, und dann schauen Sie doch einfach kurz nach links, wenn das stimmt, der Sohn sein dieser unmoralischen, verbotenen Beziehung und vielleicht der Empfänger des Geldes aus genau diesem Grund? Ich muss mich wundern, welch scharfer Verstand ja. plötzlich in Sie gefahren sind. Sie sind besessen. Ich glaube, ich würde Sie deine Glöbel geben, um diesen Teufel auszutreiben. Haben Sie nicht gehört, es geht um Geld? Das ist das Schlauste, was Sie jemals gesagt haben, Graf. Und Nein. ich bin begeistert. Das leider war, entzieht sich die wahre Identität von Thomas Bixby weiterhin meiner Kenntnis. Daran wird auch ein Blick nach rechts, links, oben oder unten nichts ändern. Ich werde mich nun also umdrehen, nach hinten sehen, in Richtung Kanapé und mich wieder diesem vorzüglichen Buffet widmen. Eine Frage und der Trauerfeier. Nein, keine Frage mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Ermittlungen. Er dreht sich weg, ist nun sichtlich genervt von euch. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das die letzte Chance ist. Lass uns schnell ihn überholen und alle Kanapés klauen. Bin dabei. Ich weiß nicht, was du bringt, aber... Ich versuche... Ihr könnt euch gerne neben ihn stellen und sehr viele Kanapés essen. Also, schlimmer könnt ihr eh nicht mehr auffallen. Ach, scheiße. Nee, gut. Aber du hast doch eigentlich, du kannst doch gut überzeugen. Gut, was möchtet ihr einmal mit Nils reden lassen? Nee, ihr habt ihn jetzt zweimal angesprochen. Ihr könnt ihn gerne nochmal ansprechen, aber ich war. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur wissen, ob der Typ eine große Nase hatte. Weil Hauke hat vorhin gesagt, okay. Ja, weil diese große Nase ist mir so hängen geblieben, weil die Frau hat auch eine große Nase. Und wenn jetzt der Verstorbene. Der ja. Verstorbene auch eine große Nase hatte und der Typ, der vor der Kneipe zusammengewohnt ist, auch eine große Nase. Da habe ich gedacht, ey, fuck, die können nicht alle große Nasen haben, das müssen die Gene sein. Sie hatte eine große Nase. Aber hat er auch eine große Nase? Wer? Der Tom, der Mann. Der Penner am Anfang. Nein, der Penner am Anfang. Der Penner hatte eine große Nase. Der hat eine riesige Nase. Und die Frau hat auch eine große Nase. Sie hatte eine dicke Nase. Sie hat eine große Nase. Naja, Nasen kommen in allen Größen. Sagen wir mal. Vergangenheits-Nils ist schlauer als Gegenwarts-Nils. Das gefällt mir nicht. Das wäre mir nicht aufgefallen. Das sind einfach Nasen. Mm. Worüber reden wir hier? Über Nasen. Wird noch so gut werden. Okay, gut. Was möchtet ihr als nächstes tun? Ich würde vorschlagen, ich finde Ihre Theorie, dass er vielleicht ein uneheliches Kind geboren wurde oder so, das ist durchaus möglich. Aber um wirklich sicher zu gehen, müssen wir die Todesursache finden. Möglicherweise, wir fallen ja nicht zweimal auf die gleiche Sache ein. Möglicherweise ist er überhaupt nicht tot. Haben Sie das schon mal bedacht, meine Damen und Herren? Hauptsächlich Herren. Das ist eine beeindruckende Theorie. Nun wissen Sie, als ich in den Sarg blickte und die Leiche fehlte, da kam mir der gleiche Gedanke, dass eventuell jemand tot ist in diesem Sarg. Mein Leben. Ne, aber vielleicht, nein. Ich glaube, was der junge Mann hier sagt, ist, vielleicht ist die Leiche gar keine Leiche, sondern ein noch Lebender. Wenn die Leiche weg ist, dann ist die Frage, warum ist sie weg? Ist sie vielleicht weg, weil der Kopf fehlt und das gegen einen Herzanfall spricht? Aber wenn die Leiche noch lebt... Ich weiß euch nochmal... Naja, es gibt einen Grund, die Leiche zu verbergen, aber es gibt auch einen Grund, so zu tun, als wäre eine Leiche... Es gibt zwei Gründe, verdammt nochmal. Ja, das stimmt, ich hab dich verstanden. Sie hat übrigens, nur dass ihr es nicht vergessen habt, einen Obduktionsbericht. Er hat ja recht. Bei ihr zu Hause liegt. Trotzdem, meine Arme. Aber er hat ja recht. Er hat ja völlig recht. Er hat ja die Leiche, die Todesursache der Leiche soll verschleiert werden. Oder er lebt noch. Wir müssen herausfinden. Da haben Sie einmal was Schlaues gesagt. Da müssen Sie ja weiterreden, Graf Mon. Es ist unglaublich. Wir müssen herausfinden, ob die Leiche wirklich, tot ist. Ich schlage vor, wir gehen. Das dauert nur noch ein wenig an. Oder ob die Leiche vielleicht verlegt wurde? Ja. Nun, ich bin bei mit Herrn Tesserak. Tesserak. Und würde vorschlagen, wir gehen jetzt zum Haus, oder? Ich würde sagen, wir nehmen die Kutsche. Haben Sie mal geguckt, wie weit das ist? Ja, das ist ein Stück. Gut. Wollt ihr alle in die Kutsche oder wollt ihr hier noch irgendwas machen? Er ist jetzt auch was. Die essen da die ganze Zeit. Ich denke, wir haben alles. Okay. Du hättest uns schon. Alles. Wir haben es versucht. Aber nur mal ganz kurz. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Er kann seinen Tod vorgetäuscht haben oder er kann auf eine andere Art gestorben sein, als alle denken. Dann kannst du nämlich auch keinen offenen Sarg machen. Ja. Mhm. So.
Aus. Wir diskutieren das weiter während der Kutschfahrt, denn wir gehen wieder in eine kurze Pause, während unsere Ermittler mit den neuen Erkenntnissen in Richtung des Hauses der Familie Sly fahren und dort hoffentlich weitere Erkenntnisse sammeln können. Bis gleich. Bis gleich. Spannend. Ist spannend. Aber wir kamen, glaube ich, ganz gut voran. Ein paar Informationen gesammelt. Ja, Lady, die sind auf. Die Almdudler Naschis vom Community-Treffen sind schon aufgegessen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück im Abenteuer, denn ihr seid jetzt gerade von der Beerdigung weggefahren, auf der ihr eine ganze Menge Hinweise gesammelt habt. Ihr habt eine Menge über die Familie erfahren. Ihr wollt also mit der Kutsche zum Haus der Familie Sly fahren, richtig? Mhm. Yes. Okay, Sekunde. Es wird übrigens jetzt so langsam Abend, also es wird langsam dunkel auf den Straßen. Die Straßenlaternen werden schon angemacht. So wie bei uns. Gut, ne? Mhm. Ja, ihr fahrt also zum Haus der Familie. Wir schauen mal auf die Karte, damit alle nochmal wissen, wo genau das ist. Er tapert also über die Londoner Kopfsteinpflaster, überquert auch die Themse. Und ich stelle schon mal an die Regie, bitte Regie, die zweite Umfrage vorbereiten. Was geschieht am Haus der Familie Sly? Ist das erstens, jemand steigt in ein Taxi oder zweitens, jemand steigt aus einem Fenster? Und ich gehe mal davon aus, so wie ich unsere Regie kenne, dass es Ausrufezeichen PNP Taxi oder Ausrufezeichen PNP Fenster ist. Nee, ist komplett falsch, was du sagst. Das ist garantiert, oder? Geil. So, ja, lieber Chat, ihr seid wieder zum Abstimmen aufgefordert. Im Chat einfach über den Chatbefehl Ausrufezeichen PNP Leerzeichen und Taxi oder Fenster, je nachdem, wie es für euch weitergehen soll. Ihr könnt natürlich jetzt noch mit abstimmen, ne? Ausrufezeichen PNP Fenster für Fenster, Ausrufezeichen PNP Taxi für ein Taxi. Ihr könnt jetzt abstimmen. Also, das Haus der Familie Sly liegt schon in einem der besseren Viertel der Stadt. Du wohnst ja zum Beispiel in der Nähe ungefähr, hatte ich, glaube ich, gesehen, ne? Also, du hast dein Haus. Viertel der Stadt. Dann ist es das beste Viertel der Stadt. Nee, es ist aber schon ein sehr gutes Viertel der Stadt, auf jeden Fall. Ja. Zeitungsjungen und Bedienstete treten sich in den Straßen gerade gegenseitig auf die Füße, denn überall ist jetzt Feierabend in vielen Haushalten angesagt, wenn nicht gerade die Hausdamen, die dann eben noch länger bleiben. Es flanieren einige Damen und die sonstige feine Gesellschaft über die frisch gepflasterten Straßen. Also alles ist sehr gepflegt, eine sehr positive Stimmung in der Stadt allgemein hier. Gerade als ihr vorm Haus der Familie Sly ankommt, geschieht etwas doch Ungewöhnlicheres. Ihr habt nochmal einen Moment, euch zu unterhalten, denn ich möchte der Umfrage ein bisschen mehr Raum geben. Wart ihr noch fleißig am Diskutieren, was es damit auf sich haben könnte, was ihr alles erfahren habt über angebliche Söhne aus irgendwelchen Beziehungen und Testamente? Nun, also, ich gehe Status quo davon aus, dass zum Beispiel dieser Brief hier, der ist ja nicht von Miss Sly geschrieben worden, ja. Dass er vielleicht von der Cynthia Barker stammt, der vermeintlichen Liebhaberin. Ich würde vorschlagen, nachdem wir das Haus durchsucht haben, würden wir ihr auch einen Besuch abstatten. Lord Henry, Ihre Auffassungsgabe ist wieder einmal blitzgescheit und dennoch habe ich eine kleine Idee, Schrägstrich Korrektur. Cynthia Barker. Was wäre, wenn dieser Brief mit all seinen orthografischen Fehlern, wie Sie selbst sagten, die Schrift eines Kindes, wenn dies der Brief von Thomas Bixby selbst geschrieben worden wäre? Auch das ist eine interessante Theorie. Niemand kannte uns auf diesem Friedhof. Wer auch immer uns kannte, hat uns eingeladen, um an diesem Mysterium teilzuhaben. Und diese Person ist eventuell Thomas Bixby höchstpersönlich. Es könnte sein, es könnte genauso gut auch alles andere sein. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es könnte alles sein. Es könnte ein Kind, ein Dinosaurier könnte diesen Brief geschrieben haben, anhand der Klaue. Das weiß man nicht. Das ist besser, als er es gewollt hat, glaube ich. Ich glaube, er ist sich. Ich meine, ey. Ihm ist es absolut zuzutrauen. Vielleicht wollte er das auch. Aber ich glaube, er hat das gar nicht gecheckt, wie brillant das gerade ist, was er gesagt hat. Es könnte auch ein Dinosaurier sein, anhand der Klaue. Es ist brillant. Quatsch, was Sie meinen sagen. Wegen Klaue, ne?
Tut mir leid. Entschuldigung. Vergangenheits-Nils. So, wir schauen mal, was die Umfrage ergeben hat. Na gut. Aber. Aber die Antwort ist, er hat es wirklich, glaube ich, nicht. Oh, fuck off. Ja. Wenn ich das richtig sehe, ist das Fenster geworden, oder? Ja, yep, Fenster, 74%. Okay, 74% von euch möchten wissen, was geschieht, wenn jemand aus dem Fenster steigt. Ihr fahrt also vor dem Haus der Familie Sly vor und bemerkt, dass an der Seite des Hauses jemand aus einem Fenster klettert. Es ist ein junger Mann. Und der kommt euch bekannt vor. Es scheint der Junge zu sein, der euch das Schreiben übergeben hat. Ah, also diesen Brief, über den ich gerade zum Glück habe ich ihn bezahlt. Ah, da ist doch der kleine Schlingel, der uns den Brief gegeben hat, in der Püpp. In der Püpp. Oh, eine El in die Püpp. Aret, komm mal her, du kleiner Lümmel, du. Komm mal her, kleiner. Der Junge heißt Aret. Aret heißt... Er guckt dich an und ist erschrocken, weil er sich ertappt fühlt. Ja. Da komm ich her. Dann komm mal kurz her. Komm her. Der Opa hat auch was für dich. Hat irgendjemand irgendwie führen? Hat irgendjemand? Ja, ne? Ich hab führen, ja. 60. Ja, würfel mal auf führen. Ja, doch, würfel du mal auf führen. Oder habt ihr irgendwas, was besser passt? Nachtsicht. Weil ihr beide habt ja eigentlich. Nee, wieso, was hast du denn davor? Also, dass er kommt, meinst du jetzt? Ja, ob er jetzt herkommt oder wegläuft, ne? Gewandt, halt. Ich mich gut verstehe. Nee, mach mal führen. Würfel mal auf führen. Irrige. Aber er kennt uns doch wieder, er hat uns doch den Brief gegeben. Ja, aber er ist halt auch gerade bei, das ist ja nicht legal, was er da macht, ne? Er klettert halt gerade bei irgendeinem Haus aus dem Fenster raus. Das wissen wir. Ja, führen hat nicht funktioniert. Er läuft weg. Ich... Halt, Junge, ich schieße! Ja, und... Ja, ist ein legitimer Versuch. Ja. Ach, halt, Junge, bleib warte, mal, warte mal, lass mal... Entschuldigung, ja, tut mir leid. Junge, wir wissen exakt, wie du aussiehst. So, bleib so verstehen oder wir melden dich der Polizei. Hast du irgendeinen sozialen Skill, der dazu passt? Die Idee ist gut. Verstecken. Lügen? Ja, du willst ja nicht lügen, du sagst ja die Wahrheit. Ehrlich sein, hast du den? Menschenkenntnis? Ja, ich überlege gerade, ob du überhaupt würfeln musst, weil es ist schon eine gute Idee. Das ist ein Junge, er ist eingeschüchtert. Ja, du hast schon recht, ja, es haut schon hin. Ja. Gut. Ja, okay, er bleibt stehen. Okay, ich gehe langsam auf ihn zu. Ja, okay, so, er bleibt stehen offensichtlich. Okay. Ist sehr erschrocken, es schaut auch beschämt zum Boden so. Also er hat jetzt wirklich Angst, dass er ihn verpfeift. Okay. Dieser kleine Filou, das ist doch, du hast uns doch den Brief gegeben. Der Junge heißt Filou? Sie haben wirklich ihr ganzes Leben nur in einem Kinderzimmer gelebt, kann das sein? Winston, brauchen Sie Hilfe bei dem Jungen? Ich habe immer noch meine Waffe. Winston, nein, vor euch steht übrigens Junge. Ein kleiner Junge, ihr schätzt den so auf ungefähr 12 Jahre. Ich dachte, der steht weiter vorne mit ihm. Ja, ja, also, ne, so der mit ihm. Stehen wir zusammen oder ist Woody allein? Er ist jetzt nur hingegangen, genau. Nicht gesagt, er geht hin. Das sagt ihr, wie er aussieht, dass er immer ein bisschen wieder aussieht. Das ist ein kleiner Junge, trägt so eine Mütze mit so einem kleinen Schirm. Seine Kleidung ist so ein bisschen zerlumpt, dreckiges Gesicht. So, ich schätze ihn so auf 12 Jahre alt. So braunes Haar, so ein bisschen Straßenköter, braunblond. Mhm. Ja. Okay, dann spreche ich ihn an. Ja, okay. Junge, wir haben exakt gesehen, wie du gerade aus dem Anwesen der Familie Sly hinausgeklettert bist. Und du hast uns einen Brief überreicht. Du musst jetzt bitte... Ist das Thomas Bixby jetzt, der Junge? Und hat der den Brief geschrieben auch? Man weiß es nicht, ne? Ganz ehrlich uns Antwort bieten, ansonsten melden wir dich der Polizei. Sir, ja, Sir, es tut mir leid. Was genau hast du in dem Anwesen getan? Nun ja, die Mrs. hat mir doch diesen Brief und ich dachte, vielleicht gibt's was zu holen. Welche Mrs. hat dir diesen Brief gegeben? Mrs. Sly hat sie sich genannt. War Mrs. Sly soeben im Anwesen, als du gerade eben drin warst? Nicht, dass ich wüsste. Ich war auch nur im Zimmer. Warum warst du in dem Zimmer? Naja, die sah aus wie ein Dienstmädchen und ich wusste, dass sie nicht zu Hause ist. Mhm. Warum wusstest du, dass sie nicht zu Hause ist? Naja, sie hat bei uns ein Schreiben in Auftrag gegeben und hat gesagt, sie müsste die Stadt verlassen. Was heißt uns? Naja, Madame Garoul und mir. Wer ist Madame Gargoul? Madame Gargoul kümmert sich um mich, wenn ich Hunger habe. Ist Madame... Bist du ein Waise? Ist Madame... Leitet Madame Gargoul das Waisenhaus? Sir, meine Eltern sind nicht mehr, Sir. Verrate mir deinen Namen, Junge. Kannst du mir die Todesursache nennen? Ich heiße Frederick. Frederick. Ich muss ihn nur kurz angucken. Okay. Frederick, ist dir der Inhalt des Briefes bewusst gewesen, den du uns heute Mittag überreicht hast? Ich kann nicht lesen. Das ist nicht schlimm, Frederick. Danke, Sir. Okay. Vielleicht adoptiere ich ihn. Die Dame, also kurz.
Du könntest mal wieder ein Hobby gebrauchen. Das weiche Herz meldet sich. Das heißt, Frederick hat die Frau, die aussah wie ein Dienstmädchen, ist verreist, war richtig, ne? Ja, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, sie verlässt die Stadt, hat er gesagt. Hätte sie zu ihm gesagt. Okay, gut. Ja, Budi, könnte es sein, vielleicht kannst du jetzt nochmal nachfragen. Kann es nicht sein, also der Brief von dieser angeblichen Miss Sly, das war doch dann die Magd, oder? Die Magd hat ihm den Brief gegeben. Das ist ja das, was Lord Henry gesagt hat. Ja, aber da kannst du mal, da hakt er doch nochmal nach, ne? Ja, mach ich. Okay, ja. Ja. Frederick, hast du etwas mitgehen lassen? Mach die Taschen leer. Das weiß doch der Junge nicht, dass er reingelegt wurde. Das wissen wir doch. Er hat was mitgehen lassen. Aha. Ihr findet einen Parfümflakon leer. Aha. Frederick, den hier nehme ich und bringe ihn wieder zurück. Hier hast du... Ich habe nichts. Tschüss. Ey, warte mal, war da nicht irgendwas mit... Ist Eddie nicht im zweiten Abenteuer krank? Ist es, ich weiß nicht, ob das der zweite Teil ist. Von The Funeral oder ein anderer Teil. Aber irgendwann ist er krank. Und dann ist seine Essenz auch irgendwie in so einer Flasche, in so einer Fiole oder sowas. Jetzt frage ich mich gerade, ob das diese Parfümflasche ist. Danke, Sir. Und er läuft schnell weg. Ja? Was hat er denn überhaupt gegen den Laufen gelassen jetzt? Ich komme zurück und erzähle alles in Lichtgeschwindigkeit. Ja, okay. Das wäre mal ganz gut, dass wir da drüber reden. Ja, wir haben das ja gehört. Wir waren ja nicht weit dabei. Weg. Waren wir? Also, ja, wir sind ja mehr oder weniger da überspringen. Mr. Tesseract. Tesseract. Verzeihen Sie bitte. Ist es mit Ihrer Expertise möglich, dass Sie diese Flakon auf Inhaltsstoffe untersuchen? Das Flakon. Könnten Sie mich bitte mal untersuchen? Flakon! Ich glaube, ich habe eine Tesseractophobie. Was soll ich mit dem Flakon machen? Können Sie Inhaltsstufe herausfiltern? So, ich meine, ein Giftstoff, ein Betäubungsmittel. Kann ich? Ich würfel auf Gifte. Ich habe 15. Gut, Werden Sie diskutieren. Sagen mal, ihr guckt euch das Ding mal an. Da ist gar nichts drin. Der ist komplett leer. Der wirkt, als sei nie eine Flüssigkeit in diesem Flakon gewesen. Der ist leer. Es wirkt so, als ob da nie eine Flüssigkeit drin gewesen wäre. Ich kann das bestätigen. Gut. Sollen wir nun in das Anwesen hinein? Nein, lassen Sie uns wieder zur Beerdigung fahren. Natürlich gehen wir jetzt in das Anwesen rein. Warum sind wir wohl hierher gekommen? Was für eine bescheuerte Frage. Während wir zur Pforte gehen, möchte ich noch Ihre Theorie bestätigen. Ich mag den Empörungs-Eddie. Aber ich glaube, es ist auch eine Rolle, die ist ihm auf den Leib geschneidert. Wissen. Sie glauben, dass die Dienstmagd diesen Brief erfasst hat, weil dort Fehler aufzuweisen sind. Nun, ich habe mich ja mit der Frau Sly unterhalten und Sie werden das alle vielleicht nicht wissen, aber bei uns in den höheren Kreisen ist die Bildung extrem gut. Wir haben Privatlehrer. Rechtschreibfehler von dieser Größenordnung sieht man sehr selten in unseren Kreisen und wenn, dann ist es krankhaft. Und ich meine, dieses Schreiben ist nicht von Frau Sly. Bestätigend kann ich hinzufügen, dass sie selbst gesagt hat, es wäre nicht von ihr. Okay. Ihre Kreise sind voller Krankheiten, aber immerhin können Sie schreiben. Zumindest sind meine Kreise nicht voller Kreise. Sie gewinnen. Okay. Gut, was wollt ihr jetzt nicht dazu? Wir gehen sofort. Ja, könnt ihr machen. Also ihr seid ja eh schon so, ne, nah am Grundstück. Das hat, ist so ein kleines Gartentor, man kann einfach auf das Grundstück gehen. Ich klingel. Okay, es ist so ein Türklopfer. Ich klopfe. Okay. Ich gehe zu dem Fenster, wo der Frederick ist und gehe da rein. Okay. Ich stehe rum. Hast du Klettern oder Schleichen oder irgendwas? Verstecken. Du hast doch Unmengen körperliche Handeln-Talente. Ja, hab ich. Bei, warum möchten Sie einbrechen? Wir haben eine Genehmigung der Hausbesitzerin. Lassen Sie Witz doch seine dann Talente auf deinen allgemeinen Wert. Um 10 erleichtert ist jetzt nicht schwer. 75. Oh. Nicht geschafft. Er kann nicht mal durch ein Fenster klettern. Wofür haben wir das schafft dabei? Er schon, aber es poltert. Aber kann er rauslegen? Okay. Also es ist halt nicht leise. Du kommst aber rein. Okay. Ich mach nur erst mal einen da können so viele Sachen drauf sein, wie Sie wollen. Können Sie alles bestellen? Er kann das alles auf einem Tablett balancieren. Sonst sagen Sie mal, das ist kein Talent. Also ihr klopft und ihr hört auch drin ein Poltern, aber erstmal kommt noch niemand. Ich klopfe nochmal. Dann kommt. Ich dachte, das ist massiv. Dann hört ihr, dass jemand auf die Tür zukommt. Ich dachte, es ist massiv. Naja, du hebst es so, es ist ganz leicht. Die Tür wird geöffnet. Vor euch steht eine etwas
pummelige, streng, aber doch euch zumindest mit der nötigen Höflichkeit und Respekt anblickende Frau. Winston, blondes, sie langes Haar, die Tür geöffnet, zu einem ordentlichen Zopf gebunden. Warum eigentlich nicht? Was wünschen die Herren? Nun, guten Tag. Guten Tag. Wir sind Detektive. Und ich bin Hausdame. Ich bin Arzt. Erst ein Arzt ist auf der Suche nach Heilung. Ein Detektiv ist auf der Suche nach Wahrheit. Das ist doch egal jetzt. Was ich Ihnen sagen wollte ist... Wollen die Herren vielleicht einen Tee zu Ihrem gemeinsamen Gespräch oder kann ich teilhaben? Ja, bitte machen Sie uns einen Tee. Und das hier ist ein Schreiben von Frau Sly. Wir ermitteln in Ihrem Sinne. Sie hat uns erlaubt, Eintritt in Ihre Gemächer zu nehmen und wir würden gerne Untersuchungen beginnen. Nun... Würfel mal auf Menschenkenntnis. 17, okay, ist geschafft. Die kann ich lesen, das merkst du. Eindeutig. Das ist ein kritischer Erfolg. Sie überfliegt das so. Nun dann, das scheint ja alles seine Richtigkeit zu haben. Ja. Wenn Sie hereinkommen wollen, ich muss diesen Gepolter auf die Spur gehen. Da, ich habe beinahe das Gefühl, hier ist jemand im Haus. Und sie geht wieder rein. Kommen Sie ruhig herein, kommen Sie ruhig herein. Was tut ihr? Ja, wir gehen rein. Kommst bist du auch? Ja, ich bin die ganze Zeit bei euch. Gut, ja, dann mach ich dann kurz. Dann beschreib doch mal, wie es da aussieht. Ich mach kurz bei Woody weiter, wo okay. Er im Haus ist. In dem Zimmer? Ja. Okay. Würfel auf Verstecken. 72 geschafft. Hast geschafft? Ja. Oh, Alter. Okay, du krabbelst, wo willst du dich verstecken? Wie sieht das Zimmer aus? Es ist ein relativ ärmliches Zimmer. Da steht eine kleine Kommode, da ist ein Bett, da ist das Bett ist gedeckt. Dann Schublade. Vorhänge gibt's auch, weil es vorne am Haus ist. So, dass die Frau mich nicht sieht, unterm Bett. Unterm Bett, okay. Gut, ja. Gut, dass du so gutes Verstecken hast. Ab und das Bett. Ich wollte gerade sagen. Aber gut, du versteckst dich unterm Bett, ja. Alles klar, dann ja. Ihr kommt in den Flur eines Sekunde. Ich muss mal eben in das Ding springen. Sich unter einem Bett zu verstecken, ne? Das muss so das Unangenehmste überhaupt sein, wenn man dann entdeckt wird. Weil, stell euch mal vor, ihr liegt da so unterm Bett. Und dann bückt sich jemand. Und in den meisten Fällen, wenn man sich das so vorstellt, denkt man ja immer an einen Horrorfilm. Dass das irgendein Mörder ist oder ein Monster oder was auch immer. Und in aller Regel gibt es dann einen Schnitt oder was auch immer. Aber stellt euch die Situation vor, jetzt in der Buddy ist, ihr versteckt euch unter einem Bett. Und jemand guckt da so drunter und guckt euch an, guckt euch in die Augen. Und ihr liegt da unter dem Bett. Wie unangenehm. Ihr könnt, und dann müsst ihr so ganz peinlich berührt da so oder wieder unter dem Bett hervorkriechen und so aufstehen und sich so den Staub von der Kleidung, ach ja, Entschuldigung, was für eine unangenehme Situation ist eigentlich, die ist ja null bedrohlich, die ist einfach nur peinlich. Das Haus der Slice ist zwar so ein bisschen modisch und sehr strikt eingerichtet, aber dennoch sehr stilvoll, also schon geschmackvoll eingerichtet. Ja, die Möbel strahlen aus, dass hier jemand lebt, der Geld hat und auch sonst viel Eiche, ein schöner Holzfußboden, das ist schon ein sehr gutes und auch sehr gut gepflegtes Haus, das merkt man. Ja, ihr steht also jetzt in so einem... Aber sie steht jetzt alleine da, die ist weg. Genau, sie läuft jetzt vor euch sozusagen weg. Ist links von euch scheint so eine Art Salon... Hat sie ihren Namen gesagt? Nein. Links von euch scheint so eine Art Salon zu sein. Ihr geht quasi weiter geradeaus. Also da geht sie jetzt weiterhin geradeaus. Der Flur verläuft sich da so ein bisschen. Also sie geht nach hinten links, da scheint eine Küche zu sein. Das sieht man schon so ein bisschen um die Ecke. Dann geht nach einer Weile rechts noch ein Flur lang. Und rechts war auch das Fenster. Also das vermutet ihr jetzt einfach mal nach logischem Verständnis. Da ist irgendwo der Eingang zu dem Raum, in den er eingebrochen ist. Und dann sind da noch mehrere Türen auf dem rechten Flur. Das Haus ist nicht sehr groß. Welches war das Zimmer, wo... Arbeitszimmer. Aber das ist nur... Gibt es mehrere Stockwerke? Nee, es gibt tatsächlich nur ein Stockwerk. Auch ein bisschen untypisch für die Gegend, aber... Ja, dann gehen wir... Ich würde sagen, wir machen uns sofort auf die Suche nach diesem mysteriösen Arbeitszimmer und gucken mal, was sich hinter diesen Türen verbirgt. Sir Henry, kommen Sie kurz mit? Kommen Sie, Kommissar? Als wenn ich so eine Einladung jemals ausschlagen würde. Nun, dann folgen Sie mir. Da vorne ist direkt eine Tür. Sie sieht verdächtig aus. Ich weiß nicht, warum. Sie sieht verdächtig aus. Eine Tür. Möglicherweise ist es auch nur eine ganz gewöhnliche Tür. Nein, also wissen Sie, ich habe keine Ahnung, wie eine Arbeitstür aussieht. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Sie erwähnten es. Ja. 80 Mal. Würden Sie vielleicht für mich bestätigen, dass dieses ein Arbeitszimmer ist?
Dazu müssten wir vielleicht erst eintreten. Haben Sie davon schon mal gehört? In ein Zimmer eintreten? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Tür verschlossen ist. Sie müssen sie erst eintreten. Wenn ich kurz was dazu sagen darf, das ist doch eine sehr gute Idee, die Tür einzutreten. Denn die Tür, die verschlossen sein soll, ist ja die besagte Tür. Aber möglicherweise ist das nicht die verschlossene Tür. Wir würden eine harmlose Tür einfach hier verschrotten. Das macht keinen Sinn. Lassen. Sollen wir nicht erst die Türklinke diskutieren? Sollte die Tür erst eintreten? Ich schlage vor, wir betätigen die Türklinke. Sollte die Tür verschlossen sein, können wir immer noch darüber diskutieren, ob wir die Tür eintreten wollen. Dieser ganze Aufwand. Türklinken ausprobieren. Wofür bin ich hier? Nun, ich probiere jetzt die Türklinke aus. Okay. Sie ist verschlossen. Wir sollten die Tür eintreten. Also, gute Entscheidung. Wer hat den härtesten Tritt, Winston? Fragezeichen? Winston ist nicht da. Ach, der ist gar nicht da. Wo ist er denn, wenn er immer braucht? Wo ist nun, er denn, der Mann? Wer von Ihnen hat den Weiser voraussichtlich in den letzten 6 Monaten das Handwerk des Schlossknackens erlernt? Nun, es ist nicht direkt das Handwerk des Schlossknackens, aber ich habe mich eindringlich mit Akupunktur verstanden. Oh ja, das ist durchaus vergleichbar. Nein. Sie werden gar nicht glauben, wie sehr eine kleine Nadel... Nein. Nun. Und ich habe mir bereits diverse Knochen gebrochen. Knacken. Bleib. Fast. Es ist ganz... Na gut, dann trete ich die Tür eben ein. Oh, der wird sich verletzen. Ja, offensichtlich sind die Tür Sie ein. Ich würde sagen, er ist der Jüngste, er soll es versuchen. Er hat doch noch nie gearbeitet. Nun, dann machen wir folgendermaßen. Wir machen es jetzt so. Ich ziehe meine Pistole und schieße das Schloss auf. Sie gehen bitte zum Hausmädchen und versichern Sie, dass der nun folgende Knall nicht von einer Pistole kommt, die das Arbeitszimmer aufschießt. Ich denke, das werde ich. Das kann ich tun. Gut. Es besteht eine Chance, dass wir das machen. Das war keine gute Idee, glaube ich. Okay, dann machen wir das so. Gehst du jetzt zum Hausmädchen? Ich gehe auf die Suche nach den Hausmädchen. Gut, du gehst den Flur hin, also weiter runter. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich laufe einfach. Hallo! Ja, du siehst sie auch. Hallo. Sie steht da links in der Falls Küche. Es gleich knallen sollte, ist das keine Pistole, die das Arbeitszimmer aufschießt. Was dieser Mann gerade gesagt hat, nur diese Pistole, die ich hier gerade hatte, die meine ich. Ich nehme die Pistole und schieße sie. Nun gut. Was auch immer. Und sie scheint weiterhin, sie sucht irgendwie im Haus rum. Also ist mit irgendwas beschäftigt. Sie wird sich gleich wundern. Na gut, aber erschrecken Sie nicht. Lord Henry, Sie können nun schießen. Nice. Ja, das Schloss springt tatsächlich heraus und die Tür ist offen. Ihr hört ein kurzes Huch! Beruhigen Sie sich, ich sagte Ihnen doch. Eine Waffe. Okay, ich stoß die Tür auf. Ja. Übrigens nochmal der Hinweis, auf dem Flur lag auch noch ein Brief, ne? Das hatte... Hä? Vielleicht habe ich es auch vergessen zu sagen. Tut mir leid, rechts auf der Kommode. Da stand drauf, schießen Sie auf keinen Fall auf die Tür. Ja. Sie lebt. Nein, aber da liegt ein Brief, richtig. Ja gut, okay. Dann haben wir den genommen, ne? Wollen wir ihn schnell noch lesen? Ja. Also, dass wir das, ja, okay. Dann habe ich ihn wahrscheinlich vergessen. Das ist tatsächlich ein Schreiben vom Royal Medical Institute. Mhm. Und das taucht auch sofort auf unserer Karte auf. Liebe Karte, da kommt sie gleich wahrscheinlich. Das ist ein sehr medizinisches Schreiben. Da taucht es auf. Aha, rechts auf der Karte, das Royal Medical Institute. Ein sehr medizinisches Schreiben. Ich nehme an, du möchtest dich damit auseinandersetzen. Ja. Ja, das ist eine Art, ja, es ist sowas wie ein Totenschein, allerdings sehr schlampig ausgefüllt, auch sehr widersprüchlich von seinen Inhalten. Also, was heißt das widersprüchlich? Todesursache, er stirbt, dann aber Quarantäne angekreuzt, also dass diese Leiche so und so behandelt werden sollte. Es ist kein Ort angegeben, wo diese Leiche herkommt und hingeführt wurde und so. Also sehr unsauber gearbeitet. Ob jetzt mit Absicht oder aus Versehen, kannst du nicht sagen. Ein gewisser... Sekunde. Muss mal eben... Es sind so viele Charaktere. Entschuldigung. Ein gewisser Dr. von Gilstein. Wie? Dr. von Gilstein. Dr. von Gilstein. Keine Erinnerung an diesen Mann. Hat den ausgefüllt und unterschrieben. Was? Das war ein Test. Herr Gilstein? Kenn ich den? Also ich als mit meinem medizinischen Wissen in London, ist der bekannt? Ist das jemand, den man kennt? Oder? Nö. Also oder du hast den Namen schon mal gehört, aber es ist jetzt keine Koryphäe. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich glaube, das ist keine Koryphäe. Also Medizin ist so genug. Den Namen hast du mal gehört, aber es ist jetzt niemand, kein bester Freund oder... Nun, dieses Schreiben ist etwas Wirres, macht keinen Sinn auf mich. Es wird nochmal bestätigt, dass es sich um einen Erzinfarkt handelt. Nun, warum kommt er dann in Quarantäne? Das leuchtet mir nicht ganz ein. Es sei denn, was könnte ein Quarantänefall, das sind normalerweise Viren oder besonders ansteckende Krankheiten, welche davon kennen wir, die das Herz befallen? Nun, da gibt es 200, 300.000. Liebe ist eine davon. Möglicherweise ist Windfall
August Sly. Mr. Sly. Möglicherweise ist Mr. Sly an Liebe gestorben. Es wäre nicht das erste Mal. Nun, dieser Brief bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns lieber in den aufgeschossenen Raum gucken. Okay. Ja, ihr könnt reingehen. Ja. Gehen rein. Wer möchte denn nun vorgehen? Von uns. Wir sind schon Wer ist drin. Der Mutigste? Uli, was möchtest du in der Zwischenzeit tun? Höre ich etwas? Also höre ich die Frau? Du hast einen Schuss gehört. Aber, Schrei. Okay, aber höre ich die Frau in der Nähe irgendwie oder? Nee? Nee. Dann durchsuche ich das Zimmer. Ich gucke mir die Kommode an. Also scheinbar ist es ja das, ein Raum des, der Dienstmagd, richtig? Und das, sieht aus wie das Zimmer einer Bediensteten. Wo jetzt, wo er sich versteckt hat. Dann gucke ich in die Kommode. Ja, in der Kommode findest du jetzt nichts von weiterer Bedeutung, außer vielleicht ein bisschen Unterwäsche, je nachdem, was dich interessiert. Kann auch von Bedeutung sein. Ja. Weiß man ja nicht. Ja, nee, ist eine gute Frage. Weibliche Unterwäsche. Ist weibliche Unterwäsche. Super Frage. Okay. Finde ich sonst noch irgendetwas, kann ich in den Schrank gucken. Ja, wer weiß jetzt, dass eine Frau in diesem Zimmer wohnt. Ja. Nee, aber das Bett kannst du noch durchsuchen. Ich durchsuche das Bett. Nichts. Du findest etwas. Und zwar eine kleine Notiz. Oh. Da ist eine Schatulle unterm Kopfkissen, in der eine kleine Notiz steckt. Auf dieser Notiz steht Folgendes. Hört jetzt sehr gut hin, es kommt jetzt ein Rätsel. Ach Gott. Es hat zwei Flügel und kann doch nicht fliegen. Es hat einen Rücken und kann doch nicht liegen. Es trägt eine Brille und kann doch nicht sehen. Es hat ein Bein und kann doch nicht stehen. Zwar kann es laufen, aber nicht gehen. Dann darunter, löse dies, kleine Cynthia, und besuche dann mein Büro. Nochmal bitte? Ja. Es hat zwei Flügel und kann doch nicht fliegen. Es hat einen Rücken und kann doch nicht liegen. Es trägt eine Brille und kann doch nicht sehen. Es hat ein Bein und kann doch nicht stehen. Zwar kann es laufen, aber nicht gehen. Ja. Das letzte war? Also zwar kann es laufen, aber nicht gehen. Meine Herren. Die Nase? Ja. Ich habe sehr lange, habe ich bei Doktoren und Ärzten gesessen. Sie können da sicher einiges von erzählen. Und man wartet. Noch nicht gehört. Doch, ich habe das Rätsel. Das war nicht das Rätsel? Du hast das noch nicht gehört. Er hat die Notiz gefunden. Ach, shit. Ich dachte, wir hätten es jetzt gerade uns angehört. Ich nehme diese Notiz an mich. Danke. Möchtest du zu den anderen gehen und ihn von dieser Notiz? Oh, ey, das ist ja so. Simon kennt die Antwort, glaube ich. Und darf sie nicht sagen. Und das ist ja so gemein. Sehen. Sonst findest du in dem Raum nichts. Hm. Nee, deswegen aber gleich möchte ich die Shotgun lösen. Ich kann nämlich auch was. Das werden wir alle sehen. Scheiße, das ärgert mich, dass du vor mir drauf kommst. Ja. Ich geh tatsächlich einfach durch die Tür. Ist zu. Verschlossen. Ist verschlossen. Mhm. Finde ich einen Schlüssel? Nee, ne? Also ist von innen nicht irgendwie. Kann sein. Ja, dann geh ich halt aus dem Fenster wieder raus. Okay. Und die Tür wieder rein. Und die Tür wieder rein, ja. Genau. Tür ist noch auf, hat ja niemand zugemacht. Ich mach die Tür hinter mir zu. Okay, ja, du kommst zu den anderen. Berichtest du ihnen von dem Rätsel? Also zeigst du ihnen die Notiz? Ja, sofort. Jetzt könnte er natürlich sagen, ich zeige sie allen außer Simon. Wer von ihnen hat geschossen? Du, das dürfte wohl ich gewesen sein. Sie haben ihn verfehlt. Er ist sehr schnell. Das ist sehr lustig. Ich habe eine Notiz gefunden. Ich lese nun Folgendes vor, was auf dieser Notiz steht. Und es ist sehr interessant. Womöglich bin ich in dem Zimmer von Cynthia, der Dienstmagd, gelandet. Darf ich fragen, woher Sie wissen wollten, in welchem Zimmer Sie waren? Weil... Haben Sie etwa in der Unterwäsche rumgeschnüffelt? Oder? Nein, weil Frederik gesagt hat, dass er in Ihr Zimmer einbrechen wollte. Deswegen wollte ich da rein. Und ich habe gedacht, vielleicht finde ich Notizen. Ich habe eine Notiz gefunden. Ey, aber mal im Ernst jetzt. Ich hatte ja vorhin mal so mit der Nase rumspekuliert. Und zwar nicht ich hier, sondern Vergangenheits-Nils hat er ja da mit der Nase rumspekuliert. Dass ja irgendwie in dieser Familie alle wie diese dicke Nasen haben und der Landstreicher hat auch eine dicke Nase. Und dieses Rätsel ist ja auch jetzt Nase, ne? Also vielleicht ist es ja gar nicht falsch. Ich lese es nun vor. Gut. Es hat zwei Flügel, kann aber nicht fliegen. Es hat einen Rücken, kann aber nicht liegen. Es hat eine Brille, kann aber nicht sehen. Hat ein Bein, aber kann nicht stehen. Kann laufen, aber nicht gehen. Löse dieses Rätsel und komme, liebe Cynthia, löse dieses Rätsel und komme in mein Büro. Steht da. Wenn ich uns vielleicht ein wenig Zeit abnehmen darf, mein lieber Winston. Ich war in sehr vielen Ärztezimmern, ne? Und sie haben ja die Angewohnheit, die Leute immer hinzuhalten. Dann gehen sie kurz essen, dann gehen sie kurz Schach spielen. Alles mögliche. Nächsten Tag kommen sie wieder, man sitzt immer noch da. Was ich sagen will,
Kreuzworträtsel, Rätsel, Sudoku, Sengoku, Mikado. Die Antwort ist das, was Sie in fremde Angelegenheiten gesteckt haben. Die Nase natürlich. Ist doch selbstverständlich. Applaus, ja, das ist die Antwort. Sie gar nicht fliegen. Gehen ich möchte das kurz zelebrieren. Moment. Alter, die Nase. Gucken Sie, kann nicht fliegen. Brille, da sind wir wieder bei der Nase. Die Nase. Ich habe Ihnen schon lange nicht mehr zugehört. Nase, mein Herr. Nase, Popase. Nase, Popase. Aber Moment, das möchte ich nochmal. Sie hat eine Brille und kann doch nicht sehen. Nein, es trägt eine Brille und kann doch nicht sehen. Ja, ich habe das vielleicht falsch vorgetragen. Ich hab's trotzdem. Glaub mir, es ist die Nase. Nasenflügel, Nasenrücken, Nasenbein. Sieh, da wird mir nicht getraut. Sie kann laufen. Oh, okay. Du hast auch Rücken und kannst auch nicht liegen. Aber du bist nicht, du bist nicht die Antwort. Ich bin nicht die Nase. Die Antwort erklärt. Gut, was möchtet ihr als nächstes tun? Ihr steht vor der aufgeschossenen Arbeitsstelle. Ja, wir gehen rein. Ich gehe als Erster. Okay. Ich habe mich doch gefragt. Wir gehen rein. Ich gehe als Erster. Sekunde. Das ist wichtig. Muss zum Büro da. Ja, es ist ein typisch britisch kaufmännisch eingerichtetes Büro, üppige Eichenmöbel, ein sehr großer Schreibtisch, viele Gegenstände aus aller Welt, Bücherregale, die Wände schmücken und sonst ein ganz normales Büro. Es wirkt allerdings ein bisschen verwaist, sehr viel Staub überall, also es scheint schon ein bisschen so, im Vergleich zum restlichen Haus ist es nicht sehr gut gepflegt. Gibt es eine Schreibtischschublade? Ja, willst du zum Schreibtisch gehen? Ja. Gut, auf dem Schreibtisch bemerkt ihr auch schon vom Geruch her, ein Hinweis, ein Stück ranzige Butter neben ein paar Crackern. Hier ist die ranzige Butter als Hinweis. Wow. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Liebe Lords, ich mache nun einen kurzen Vorschlag. Sie können dieses Arbeitszimmer untersuchen, denn ich verspüre in diesem Raum einen unglaublichen Drang, alles sauber zu machen. Dem möchte ich mich in meinem neuen Leben als Graf nun nicht mehr widmen. Mit Ihrer Erlaubnis gehe ich nun nochmal zu der Butlerin, Hausdame, und frage danach, wo denn der Verbleib der Dienstmagd ist. Ja. Richtig, richtig gesagt. Immer auf der Jagd nach der Dienstmagd, ne? So kenne ich sie. Aber du bist noch gekleidet wie Gleiches Butler. Sucht, ne? Gleich, ja. Ich gucke mir die Bilder da an. Was sind da? Irgendwelche auffälligen Bilder? Nö, keine auffälligen Bilder. Also es sind alles eher so Naturbilder. So. Mich würden die Bücher in diesem Raum interessieren. Oh, da sind viele Bücher. Dann lesen Sie, fangen Sie mal an, die vorzulesen. Die große und weite Welt der Bücher. Teil 1, Teil 2. Nicht wichtig. Gibt es irgendein Buch oder einen anderen Gegenstand, der weniger Staub aufweist als die anderen? Ja, tatsächlich. Auf dem Schreibtisch fehlt irgendwas. Irgendwas wurde auf diesem Schreibtisch gemacht. Da ist eine Stelle, die ist sauberer als der Rest. Welche Form hat diese Stelle? Ein Blatt Papier scheint zu fehlen. Kann man vielleicht mit einem... Hat jemand von Ihnen einen Bleistift? Oh. Nee, das ist... Falls du versuchen willst, so eine Durchschraffur... Nein, das ist nur ein Stück. Also der hat nicht so geschrieben. Ja, aber ich habe einen dabei. Okay. In meiner Jackentasche habe ich immer einen Stift. Für Autogramme. Vielen Dank. Okay, willst du noch in den Schreibtisch gucken? Ja, das wird klar. Gut, du findest den Schlüssel zum Zimmer des Dienstmädchens in der Schreibtischschublade. Ach was. Ein weiterer Hinweis. Schlüssel zum was? Zum Zimmer des Dienstmädchens. Warst du da nicht gerade drin? Ja. Es war verschlossen. Er ist ja durchs Fenster rein. Oder? Hä, aber wie ist er denn zu uns? Durch Fenster wieder durch die Tür. Zurück. Wo wart ihr denn, als das hier passiert ist? Hä, aber also hattest du geklingelt? Ja, hat das schon Zeit doch vor. Tür war auf, ihr habt ihn nicht zugemacht. Er hat einen Shortcut gemacht. Okay. Lass ihn doch. Nee, ist ja lustig, weil es, brauchen wir den eigentlich ja gar nicht mehr. Ich hätte auch. Die Position ist ja trotzdem interessant. Ja. Lieber Lord Henry, wenn Sie gerade davon stehen, schauen Sie doch mal in den. Wo wir den gefunden haben. Eimer. Ob da vielleicht besagtes Blatt Papier liegt. Vielleicht war die da eingesperrt. Oder etwas anderes. Das ist das letzte Mal in unserer beider Leben, dass Sie mich danach fragen, im Abfall nachzuschauen. Aber ich werde es dies eine Mal tun. Ich würde ja Winston fragen, aber der macht das nicht mehr. Fehlt tatsächlich. Also ist nichts. Sag nochmal, es gibt einen Schreibtisch, Bilder, was war noch in dem Raum? So allerhand Klimbim. Da stehen noch ein paar mehr Sachen. Also willst du genauer wissen, was das ist? Ein Globus ist da zum Beispiel, dann eine Minibar, da steht da eine Büste. Ein Globus. Daran glaube ich nicht. Eine Büste und ein paar afrikanische Figuren. Auge, okay, also ganz, weil ich habe es jetzt nicht mehr. Es ist also nichts im Papierkorb. Nein. Der ist komplett leer. Ja, der ist leer. Ich gucke mir den Globus genauer an. Manche kann man ja öffnen. Ist das ein
öffnen, offenbarer Globus. Offenbar kann man den nicht öffnen, nein. Dann lasse ich ihn schießen. Ich glaube ganz klar, dass diese Büste hier einen Geheimgang markiert. Achten Sie nun, wie ich auf die Nase drücke. Ich drücke jetzt, ich habe kein Geräusch. Sie fällt ab. Pucksblöcks, Monsieur! Da geht mir gerade die Stimme Pucksblöcks! Ich habe sowas schon mal gesehen. Das ist fortgeschrittene Lepra. Ich weiß genau, was zu tun ist. Berühren Sie das bloß nicht. In der Öffnung, ist es ansteckend. Wird, steckt ein Stück Papier und du findest... Ey, Simons zweiter genialer Moment. Und wieder hat es mit einer Nase zu tun. Er hat den richtigen Riecher. Den Entwurf für ein Testament. Ah! Schauen Sie die Nase. An der Nase des Mannes erkennt man das Testament. Ja, um es abzukürzen, das ist eine Form eines Testaments, die seine Frau und Cynthia Barker begünstigt. Also Melva Sly und Cynthia Barker werden begünstigt. Unterschrieben nur von ihm, noch nicht notariell beglaubigt. Steht denn Daten darunter? Nein. Entschuldigung, nochmal, wer ist? Ist noch nicht beglaubigt. Sly und Cynthia. Seine Frau und genau. Seine Cynthia Geliebte. Barker, das Hausmädchen. Ah, und die Und Markt. Seine Frau Melva Sly werden begünstigt. Okay, sehr interessant. Darunter sind Immobilien. Hauptsächlich in London, einige Kaufmannshäuser und auch Immobilien in Berlin. Aha, aha. Das sagst du ja jetzt explizit, ne, mit Berlin. Wird alles aufgezählt. Ja, gut, Dr. von Gipstein ist der Deutscher, Berlin ist in Deutschland. Gilstein. Gilstein ist in Berlin. Diese Scheiße mit den Namen, ne? Alter. Das macht doch Sinn. Ich habe mal eine Frage. Haben wir, oder ich frage erstmal intern, vielleicht müssen wir das gar nicht machen. Haben wir die Dienstmagd gefragt, wie sie heißt? Nein. Dann, also ist das, ich bin ja auf dem Weg wahrscheinlich Barker. Nein, also ist das Cynthia Barker? Nee. Ist sie das? Also ich wollte zu ihr hin. Wir wissen ja, die hat er ja als nicht so attraktiv beschrieben. Und wir wissen ja, dass Cynthia attraktiv ist. Weil wir das recherchiert haben. Ja, also Arnold Schwarzenegger. Das ist ein Hausmädchen. Sie hat sich als Hausdame vorgestellt. Arnold Schwarzenegger, what? Er hat auch seine Mark. Seiner Dienstmark. Oh, es ist nicht das Hausmädchen. Achso, es ist nicht das Hausmädchen. Nein. Ja. Aber ich bin ja auf dem Weg zu ihr, um herauszufinden, ja, wo denn Cynthia hin ist. Ja. Mach doch mal Folgendes. Pass auf, ich mache mir das mal. Witz. Ich bin nicht da. Oh. Gut. Ja. Gut. Während ihr weiter das Büro durchsucht, in dem ihr nichts findet, werden wir nach einer kurzen Werbepause sehen, ach, was komm du mal von auf. Der Haushälterin erfahren kannst. Denn wir verabschieden uns in eine ganz kurze Werbung. Bis gleich. Bis gleich, Hauki. Okay, ich habe aber das Gefühl, wir kommen der Sache näher. Ich esse jetzt auch weiter Schokolade. Ich könnte nichts dagegen machen. Gönne ich mir jetzt einfach. Herzlich willkommen zurück. Wir diskutieren gerade darüber, was ihr im Chat so für Hinweise abgebt oder eben nicht. Du darfst überhaupt nicht in den Chat gucken. Ja, warum machst du das? Was denn? Ich habe nicht in den Chat geguckt. Kannst du eventuell, können die Leute dir da helfen? Ich habe im Chat auf jeden Fall, ich schaue nebenbei nichts. In den Chat, weil ich da auch gefragt wurde, ob wir uns das noch angucken. Ich gucke ab und zu, wenn da was Wichtiges ist, dann sehe ich das. Ich weiß nicht, was gerade wichtig sein sollte, ist mir nicht aufgefallen. Also, alles gut, wir sind weiterhin auf Bahn. Du möchtest zum Hausmarkt gehen, ja. Ja. Hausdame, so, das war der Begriff. Mhm. Okay, ja, du kommst bei ihr an. Sie ist immer noch in der Küche und läuft umher und scheint irgendwas zu suchen. Ja. Liebe Lady, ich möchte Sie ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Lady! Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich gehöre mit zu der Gruppe, die im Auftrag von Madame Slay, Miss Slay agiert. Freut mich. Sind Informationen zugetragen worden, dass eine Dienstmagd in Ihrem Hause tätig ist mit dem Namen Cynthia. Nun, tätig wäre eine leichte Übertreibung angesichts ihrer Abwesenheit in der letzten Woche. Genau deswegen frage ich, wo befindet sich denn die Dame derzeit? Nun, wenn ich das wüsste, würde es mich sehr freuen. Und sollten Sie es wissen, so geben Sie von mir einen gehörigen Klaps auf das Hinterteil. Seit einer Woche lässt sie sich hier nicht blicken, lässt mich mit der ganzen Arbeit alleine. Sind Sie nur zu zweit in diesem Hause tätig? Ganz recht. Aber wir kümmern uns eben auch nur um das Ehepaar Sly. Nur zu zweit? So traurig es sein mag, Gott habe ihn selig. Nun nur noch um Mrs. Sly. Beileid. Lady. Okay. Was können Sie mir noch zu der Cynthia sagen, außer dass sie einen Klaps verdient hat? Ist sie attraktiv? Sie ist wunderschön. Nun, ein hübsches junges Mädchen. Sie hat langes, rötlich-blondes Haar, lange Beine, eine kleine Stupsnase. Man möchte fast sagen, sieht aus wie ein Püppchen. Fleißig, eine kleine höflich, Nase.
Ein wenig verschlossen vielleicht. Wie kommen Sie denn in dieses Haus? Haben Sie, sind hier selber eingestellt? Ganz recht, schon vor 2-3 Jahren. Vor 2-3 Jahren? Ja. Wie alt ist denn Cynthia, wenn ich fragen darf? Nun, ich würde schätzen so um die 22, 23, ein recht junges Mädchen. Hatte aber weitaus genug Erfahrung, um hier tätig zu werden. Liebe Lady, ich möchte Ihnen ganz kurz über meine Person aufklären. Auch ich bin lange Jahre tätig gewesen als Butler des Graf Mon, Grommerie Thaddäus Grupp von Halbach zu Falkenberg. Bullen und Halbach zu Falkenberg. Ich kenne Ihr Leid. Möchten Sie mir vielleicht weitere Informationen zu dem nun verstorbenen Herrn Lord Sly geben? Nun, wenn Sie nicht mit ihm bekannt waren, wüsste ich nicht, was ich als Hausfrau Ihnen erzählen kann hier. Wie Sie wissen und wie ich weiß, haben wir Hausmägde und Butler mehr Informationen über die Hausherren als den Herren des Hauses so wohl lieb ist. Nun, ich kann nicht viel Schlechtes und das auch ohne jede Scheu über meinen Hausherrn sagen. Mr. Sly war ein Gentleman allererster Güteklasse, ließ sich in nichts zu Schulden kommen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass eventuell eine Liaison mit ihr, mit dem Dienstmädchen Cynthia ging. Nun ja, vielleicht der ein oder andere längere, aber rein tägliche Besuch. Das mag wohl so stimmen, doch von diesem Schmutz möchte ich nichts hören. Worin genau war denn der Herr Sly tätig? Was finden wir in seinem Arbeitszimmer? Ein Kaufmann, möchte ich meinen. Verwaltete Immobilien und Geschäfte. Ja. Mehr nicht. Nun, mehr nicht. Ich kenne mich nicht aus mit solchen Dingen, aber Sie scheinen ja sehr interessiert zu sein und haben die Genehmigung, sich umzusehen. War er denn oft auf Reisen? Ich habe afrikanische Statuen in seinem Arbeitszimmer gesehen. Nein, schon lange her. Das war aus seinen Militärzeiten. Aus seinen Militärzeiten? Wo war er denn tätig? In Afrika. Beim Militär. Beim Militär, okay. Na gut. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Du schaffst es zu lösen. Nur zu. Das scheinen sie nicht allzu häufig zu tun. Oh, wow. Geben Sie mir noch Informationen zu der Mrs., bitte. Wie war das Verhältnis der Mrs. zu dem Verstorbenen? Hervorragend. Ein glückliches Paar, wenn ich das so beschreiben mag. Sagt Ihnen der Name Tom Bixby was? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Sagt Ihnen der Name Dr. Gilstein etwas? Wüsste ich nicht, nein. Danke. Ich danke Ihnen. Viel Glück bei Ihren Ermittlungen. Sie werden es brauchen. Ich gehe. Ja. Okay, geh wieder zurück. So, wir sind immer noch im Arbeitszimmer da, ja, ne? Ja. Ihr könnt euch derweil machen. Kannst du noch mal erklären, welche Räume wir jetzt in der Wohnung schon gesehen haben und welche nicht? Nur das Arbeitszimmer. Und links habt ihr einen Salon gesehen und hinten geht's scheinbar zur Küche. Da konntet ihr schon ein bisschen hingucken. Den ganzen rechten Flur habt ihr noch nicht nachgesehen. Dann gehe ich jetzt zum ganzen rechten Flur nachsehen. Ja, du kommst an, also wenn du, manche Türen stehen offen, da sind Badezimmer, ein weiteres Zimmer für Bedienstete scheinbar. Was hattest du noch mal und ganz am Ende gefunden? Ist eine große Tür, die ist noch verschlossen. Also ist zu. Ich gehe erstmal in das Zimmer für die Bediensteten. Es ist ein Privatzimmer. Also da ist jemand drin. Eine Person. Da schläft jetzt in dem Moment eine Person. Nein, das ist jetzt leer, das Zimmer. Du kannst ja, da reingehen. Ja gut, dann gehe ich da rein. Das ist offensichtlich das Zimmer der Hausdame. Denn es ist ein bisschen besser eingerichtet als die, mit der Buddy gerade gesprochen hat. Vielleicht, ja. Ich habe gerade nicht nach ihrem Namen gefragt. Ist egal. Nee, hast du nicht. Irgendwas auffällig? Würdest du jetzt nicht sagen, nee. Keine Werwolf, irgendwelche Spuren? Nein, oder? Keine Werwolf. Auch Vampire wurden selten gesehen und Zombies bis jetzt auch noch. Ja, dann gehe ich da wieder raus und gehe da zu der komischen Tür, die noch verschlossen ist. Ja. Was willst du damit machen? Eintreten. Nun, ich habe eine Idee. Wir haben sicherlich noch eine Kugel übrig. Die ist zu. Die ist nicht verschlossen. Ach so. Die ist zu. Ich betätige als erstes die Türklinke. Und sie geht auf. Ein Glück. Du stehst in einem Schlafzimmer. Ein Ehebett steht in der Mitte. Wollen wir es benutzen? Es ist ein sehr üppiges Ehebett, gute Kissen drauf, auch so gute Seide. Also es ist wirklich so nobel eingerichtet wie der Rest des Hauses. Unbenutzt. Beide haben ein... Ja, ist gemacht. Ja. Ansonsten Schrank, ein Schreibtisch, irgendwas. Es stehen zwei Nachttische neben dem Bett. Du hast mich unterbrochen. Es stehen zwei Nachttische neben dem Bett. So Nachttische auf beiden Seiten des Bettes. Und es gibt einen Kleiderschrank, ja. Und einen Parfümschrank. So eine große. Aha. Der kleine Junge. Mit dem Flakon. Die diebische Elster mit dem Flakon. Ich nenne es übrigens nur Parfümschrank, weil das ist. Egal. Flakonschrank. Großes Ding, so eine Schminkkommode, so heißt es. Ah. Ja, ich inspiziere diese Schminkkommode ein bisschen genauer. Was fällt mir denn da auf? Dass man sich da schminken kann.
Sehr schnippisch. Nee, also man kann sich davor setzen, da steht ein Stuhl, es sind so große Spiegel, die man aufklappen kann. Da stehen allerhand Düfte, Wässerchen, was Damen eben so brauchen. Das gehört schon einer Frau. Okay, dann durchsuche ich die Nachttische. Ja, du findest nichts von Bedeutung. Lesebrille, Kleinigkeit. Schrank. Kleidung. Ich fahre nach Hause. Es gibt für mich hier nichts mehr zu sehen. Der ist offensichtlich, er hat einen Herzinfarkt, was interessiert es mich? Nee, du durchsuchst den Raum, aber du findest nichts, was dir jetzt auffällig erscheint. Und da du nach den Parfümflakons gefragt hast, nein, keiner sieht so aus wie der Flakon, den ihr schon gefunden habt. Wo sind, ganz kurz zur Orientierung, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt alle zusammen, oder was? Du bist im Arbeitszimmer. Du hast nicht gesagt, du verlässt das Arbeitszimmer. Er ist alleine und... Ach so, ja gut, dann, ich würde gerne mal gucken, weil ich es ja offiziell nicht weiß, zu welcher Tür der Schlüssel gehört, den ich gefunden habe. Okay, also gehst du in den langen Flur, wo die verschlossenen Türen sind. Ja. Ja, die erste Tür, die dir begegnet, klappt direkt, geht auf. Und das ist das Zimmer, in dem Buddy war, das ne? ist das Zimmer des Dienstmädchens, genau. Okay, lohnt sich das nochmal zu gucken oder hat er das alles gelootet? Er hat es durchsucht. Du kannst es gerne nochmal durchsuchen. War ja das Nasenrätsel. Ich will jetzt nur nicht die Zeit... Okay, nein, ist so nicht. Ja, okay. Wenn du es nochmal, ich kann sagen, du durchsuchst es nochmal, du findest nichts. Nee, nein. Okay, gut. Dann gehe ich weiter. Dann irre ich auch noch cool. ein wenig durchs Haus. Guck mal hier, so Pixel. Gang. Sehr geil. Jetzt werde ich hier ganz alleine. Ich versuche natürlich Winston zu finden, weil ich nicht so gut sehen kann, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen irre ich so ein bisschen rum, taste und taste und rufe dabei Winston. Du hörst immer wieder. Während du zurückkommst. Du hörst, dass er im Arbeitszimmer Winston ruft. Ich schleiche um ihn herum, stehe hinter ihm und sage, ja. Mein Gott, Winston. Hier bin ich. Da sind Sie ja wieder. Wie aus der Luft sind Sie gekommen. Ja. Machen Sie das nur immer. Tja. Immer für eine Überraschung. Puff. Alter Winston. Ich habe Informationen, Lord Mon. Die möchte ich eigentlich ungern mit Ihnen teilen, aber ich tue es trotzdem. Die anderen beiden, wo sind denn eigentlich die anderen beiden? Warten Sie doch, genau. Heben Sie doch auf die große, für das große Meeting, was wir gleich haben werden. Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Tschüss. Und da ist er schon wieder weg jetzt. Ich gehe ich geh in die Küche. Okay, da ist Winston, sie immer noch. Winston, wo ist die Küche? Ach so, stimmt, da ist ja die Lady noch, ne? Ja. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht nach Ihrem Namen gefragt. Wie war Ihr Name nochmal? Mein Name ist Martha Fletcher. Danke sehr. Und wir wieder weg. Martha Fletcher. Ja, was willst du tun? Ich würde auch gerne mal irgendwo durch. Was möchtest du machen? Ja, ich öffne eine der Türen. Diese Tür werde ich nun untersuchen. Ihnen allen ist untersagt, in dieser Tür, hinter dieser Tür Dinge zu nehmen. All das gehört mir und dem Besitzer des Hauses. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen! Alle Türen sind gerade offen. Okay. Ja, also ein Badezimmer. Du gehst in ein Badezimmer. Ja, die interessantesten Dinge. Ich dachte, du willst in das nächste Zimmer nach dem Zimmer, in das er gerade gegangen ist. Hier wollte ich hin. Die interessantesten Dinge findet man nämlich oft versteckt hinter dem Badezimmerspiegelchen. Die ganzen Pillen und Tinkturen. Und da erfährt man erstmal so richtig was über die Leute. Gut, du möchtest so in das Badezimmerschränkchen gucken. Oder dahinter. Sehr gute Idee. Ja. Ja, du findest aber nichts Ungewöhnliches. Also ja, es sind ein paar Pillen da, aber auch ein Kamm, typische Frisiersachen, nichts, was dich jetzt sofort irritiert. Dann mache ich das wieder zu. Soll ja keiner wissen, dass ich da war. Gehe ich wieder raus. Naja, dürft ja suchen. Also, habe ich denn Licht? Kann ich noch ein letztes Mal mich umgucken? Im Haus brennt schauen? Licht, ja. Die also Lichter im Haus sind an. In dem Zimmer brennt auch Licht. Im Bad ist Licht an, ja. Im Bad ist Licht. Da gucke ich ein letztes Mal vielleicht also unter die Badewanne oder dreh mal an dem Wasserhahn. Mach da einfach mal. Kommt Wasser. Mach das mal. Jo, kommt Wasser. Ruf ich rüber. Läuft! Wasser geht! Okay, ich würde dann jetzt mal alle zusammenrufen. In der Diele. Tun Sie sich keinen Zwang an. Das ist eine gute Idee. Haben wir denn alle Räume. Monsieur, kommen Sie doch mal bitte alle zusammen. Ich möchte etwas verkünden. Kommen Sie bitte. Haben wir irgendwas Wichtiges rausgefunden? Wir haben ein paar Sachen gefunden, aber ich habe das Gefühl, das ist ja reine Sackgasse. Dieses Haus bringt uns nicht wirklich weiter. Stimmen Sie mir zu? Liebe Lords, ich habe mit der Hausdame Martha Fletcher gesprochen und sie verriet mir, dass die Dame Cynthia, die Dienstmagd, bereits seit Wochen verschwunden ist. Seit einer Woche verschwunden ist. Seit genau einer Woche ist sie verschwunden. Aber haben wir irgendwelche Hinweise über ihren Verbleib? Leider gar keine. Ich soll ihr einen Klaps auf den Po geben, wenn ich sie sehe. Das können Sie machen, wenn Sie wollen. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt mich aufmachen
und mit der Kutsche zum Royal Medical Institute fahren. Mit diesem Schreib, den ich hier habe, und dem Dr. Gildstein. Vielleicht liegt die Leiche, die mögliche Leiche, wenn er überhaupt tot ist, das wissen wir nicht, irgendwo noch im Institut. Oder ich kann Hinweise hinausfinden über seinen Verbleib. Ich habe das Gefühl, wer auch immer hier im Hause tätig war, hat entweder alle Spuren beseitigt oder wir finden sie nicht, wenn wir die Zimmer durchsuchen. Ich würde gerne kurz eine Sache noch erwähnen. Wir haben es vielleicht vergessen. Wir haben eine sehr wichtige Entdeckung gemacht, und zwar das Testament, das uns wiederum eine völlig andere Sicht der Dinge nennt. Vielleicht, ich finde diese Idee mit dem Abstecher sehr gut, aber langfristig müssen wir natürlich mit der werten Dame des Hauses reden und ihr sagen, dass dieses Testament, das ja wohl auch rechtskräftig sein muss, dass es existiert, dass es völlig andere Menschen begünstigt als das aktuelle. Das ist unsere eigene Pflicht. Vielleicht können wir uns sogar noch reinschreiben. Nun, möglicherweise ist das ein zulässiges Motiv für einen möglichen Mord. Ich denke schon, die eine Person, die zumindest, also Xynthia, die vermisst wird, aber gleichzeitig auch die Begünstigte im Testament ist, war schon Brocken, wie wir Anwälte sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ebenfalls die Information erhalten haben, dass Xynthia scheinbar auch der Absender bzw. die Autorin des uns beschickten Briefes ist. Frederik bestätigte dies. Ja, er kennt sie ja nicht. Die Vermutung liegt nah. Nun, also die Vermutung liegt nahe, dass Cynthia wirklich etwas an ihm gelegen sein dürfte. Eventuell handelt sie auch aus der Hoffnung daraus, im Testament erwähnt worden zu sein. Ich würde Folgendes noch erwähnen wollen. Wir haben den Schlüssel zum Zimmer der jungen Miss Barker im Arbeitszimmer gefunden. Oh. Was hat denn dieser Schlüssel überhaupt dort verloren? Nun, es ist immer noch seine Wohnung. Warum ist das komisch, dass er den Schlüssel für die Zimmer seiner Wohnung hat? Nun, sie ist seine Angestellte, es ist ihr Zimmer, er hat ein Arbeitszimmer, das Arbeitszimmer ist stets verschlossen, in der Schublade bewahrt er den Schlüssel zu diesem Arbeitszimmer, Zimmer von der Magd auf. Warum sollte man das tun? Das ist doch ungewöhnlich. Weil er nicht wollte, dass irgendjemand an dieses komische Fifikus-Rätsel da kommt. Ja, wieso liegt dieses Fifikus-Rätsel da bei der Magd im Zimmer? Soll ich den Herren ein Bett richten? Oh, die ist aber auch echt ein bisschen zynisch, ne? Fast schon. Nicht nötig, wir gehen gleich. Wir haben unsere Pläne bereits eruiert. Eine Sache noch. Aber die Frage ist doch berechtigt, oder? Ist die Frage nicht berechtigt? Warum ist der Schlüssel in der Schublade und die Kammer der Dienstmagd ist verschlossen? Es ist doch schon ungewöhnlich. Die Magd wird begünstigt. Oder wie findet ihr das? In dem Testament. Die Information mit der Nase, die uns das Testament freilegte, die stammte ja aus dem Rätsel. Richtig, mein Arbeitszimmer. Das heißt, er wollte auf jeden Fall, dass sie es bekommt, aber er musste es in einem Rätsel verstecken, damit es die restlichen Menschen dieses Hauses nicht verstecken. Er hat niemandem getraut. Das ist schlau. Von ihm, ja. Von wem? Dem Testamentschreiber. Dem Mann. Winford. Augustus Slide. Augustus. Das macht für mich alles keinen Sinn. Er kann doch einfach ein Testament schreiben. Wo ist das Problem? Ich schlage vor. Warum die Geheimniskrämerei? Er traut dem Anwalt nicht. Der Anwalt steckt mit jemandem unter Decke. Unter einer Decke. Einer sehr breiten Decke. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er überhaupt tot ist. Womöglich ist er einfach durchgebrannt mit dieser Cynthia. Hat ihr das Geld hinterlassen, so damit er ein neues Leben starten kann mit dieser jungen, offensichtlich hochattraktiven, rothaarigen Frau. Rot-blond. Es könnte durchaus möglich sein, dass Folgendes geschehen ist. Der Mann... Ist nur mal ein Tipp. Ja, warte, lass mich doch mal kurz hier Ihr könnt noch Hinweise sammeln. Ihr macht immer mittendrin schon Theorien und findet dann einfach erst neue Hinweise. Gut, aber ich möchte meinen Charakter... Tut mir leid. Wer ist denn hier der Detektiv? Ihr habt völlig recht, es tut mir leid. Folgendes könnte natürlich passiert sein. Der Mann hat seinen Tod vorgetäuscht. Er ist mit der Jüngsten dir durchgebrannt. Und hat das Testament geändert auf einen gewissen Thomas Bigby und er selbst ist Thomas Bigby oder Thomas Bigby ist ein Hilfsmann, der dafür bezahlt wird, dieses Geld entgegenzunehmen und zu überreichen. Könnte sein, allerdings stellt sich mir natürlich dann die Frage, warum dieser Brief von seiner Geliebten überhaupt geschrieben worden wäre. Nun, vielleicht hat er sie entführt oder so, vielleicht beruht es gar nicht auf Freiwilligkeit, das weiß man. Schön, wenn man seine eigene Theorie direkt am Ende wieder... direkt entkräftet.
nicht. Ich sage nur so viel. Zeigen Sie mir den Mr. Sly einmal nur. Ich will ihn nur einmal sehen und ich kann Ihnen sofort sagen, ob er tot oder lebendig ist. Anhand seiner Nase. Toll. Lord Tesseract, ich schlage vor, ich komme mit Ihnen zu der Royal Medical Academy. Institute. Ja. Nun. Möchten wir dann vielleicht zusammen das Testament mit der Frau des Hauses durchgehen oder folgen wir den beiden Herren in derselben Kutsche natürlich? Ja, ich würde doch vorschlagen, dann machen wir das so. Ich möchte nur kurz sagen, meine Herren, dort ist mein Arbeitsplatz, wenn Sie vielleicht einfach so tun würden, als ob wir uns zum ersten Mal kennen. Ich möchte nicht assoziiert werden. Haben Sie Kittel? Natürlich haben wir Kittel. Kann ich einen Kittel haben? Sie können einen... Unser Doktor und so ein... Hier, die Halskrause. So. Mit dem... Sie bekommen Ihren Kittel, okay? Es ist sowieso Kittelpflicht im gesamten Gebäude. Was sagt man als HSV-Fan dazu? Gut. Also, wollt ihr fahren oder? Mhm. Ja. Okay, alles klar. Ja, ihr könnt ohne Probleme zu eurer Kutsche gehen und euch zum Royal Medical Institute aufmachen. Wir sehen einmal die Karte, denn auch diesen Ort habt ihr bereits entdeckt. Ja, das Royal Medical Institute, also ihr fahrt natürlich ein Stück wieder über die Themse zurück, über Kopfsteinpflaster. Es ist nicht mehr unbedingt das allerbeste Viertel, aber bei weitem auch noch nicht Stadtrand oder einer der schlechteren Bezirke. Das Royal Medical Institute ist eine der, ja, schon die beste Adresse Englands, wenn so was medizinische Belange angeht. Vielleicht sogar eine der besten Adressen der Welt. Es ist ein gewaltiger Komplex, auch dein Arbeitsplatz, an dessen Rand, wie du weißt, sich das Leichenschauhaus befindet. Von dort wurde auch eben dieser, natürlich der Totenbericht ausgefüllt, also der Todesschein. Ach so. Rund um die Uhr werden die ganzen Teile, also wird quasi dieser Bereich beliefert, das heißt, da ist immer jemand am Tor. Sonst ist das da natürlich auch mal geschlossen, also ne, man kann dann nicht einfach rein als Besucher, du könntest jetzt wahrscheinlich als da arbeitender Mensch, aber ja. Ihr steht vorm Tor des Leichenschauhauses. Da sitzt ein Pförtner. Der Mann kommt euch bekannt vor. Es handelt sich um den Mann, der vorm Pub gestolpert ist. Aha! Aha. What? Was tut ihr? Ich wusste doch, dass er mir bekannt vorkommt. Also wir erkennen ihn auch. Ja, ihr erkennt ihn. Das, er hat auch noch kenne ich ihn, weil ich da arbeite? Nee, das ist jetzt nicht der Bereich, in dem du halt tätig bist. Ne? Also ist wirklich ein riesiger Komplex. Du kennst jetzt nicht jeden Wachmann. Ich halte mich, versuche ein bisschen von dem Mann fernzuhalten, denn ich habe ja noch sein Geld in der Tasche. Ja, aber das könnte uns gleich noch helfen. Guten Tag, werter Herr. Wie war Ihr Name? Sekunde. Soll ich da hinspringen? Kennt ihr diese Filme, wo Leute ihrem Vergangenheits-Ich begegnen oder ihrem Zukunfts-Ich, je nach Perspektive? Und die sagen dann im selben Moment dieselben Sachen? Ich glaube, das ist ein sehr glaubwürdiges Szenario. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich passieren würde. In so einer Situation. Ich nehme schon mal das Tag, ne? Weißt du, wie er heißt? Ich brauche die Infos. Hä? Ach da, Entschuldigung. Schon dank, mein Name. Sehr erfreut, die Herren zu treffen. Sie kommen schon wieder betrunken? Bekannt vor. Haben wir uns heute schon mal getroffen? John Dyke. John Dark habe ich verstanden. Okay. Er ist John Dark, ja. John Dark, er ist Cypher ja. Rage. John Dyke. Ne, er ist John Dyke. John Dyke. Mhm. Wir haben uns doch heute schon mal gesehen. Also, waren Sie nicht die Herrschaften, die mir vom Pub geholfen haben? Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Schön, dass Sie sich erinnern. Vielen Dank, vielen Dank. Ich muss sagen, nicht mein glänzendster Moment. Wäre toll, wenn gerade Sie das vielleicht dem Chef nicht erzählen. Nun... Vielleicht kann ich das Ganze vergessen, wenn Sie mir eine kleine Gefälligkeit tun könnten. Wir müssen hier mal kurz rein. Ich weiß, es ist nach den normalen Öffnungszeiten. Das sind alles angesehene Ärzte aus Europa. Das ist... Skapelski. Skapelski aus Russland. Ja. Das ist Tonia aus Asien. Und man nennt mich nur den Doktor. Er will nicht genannt werden. Er ist sehr prominent. Man nennt ihn nur den Doktor. Man weiß nicht genau, woher er kommt. Ich habe sehr viel also von ihm gelesen. Der Doktor Tony Ja und Skapelski. Das ist korrekt. Wir haben gemeinsam studiert und ich möchte Ihnen kurz die neuesten Ergebnisse zeigen. Wir haben viel Geld investiert. Das wäre so eine geile Arztserie. Ich wollte eigentlich Skalpelski sagen. Wegen Skalpell. Kann das sein, dass ich statt Skalpelski Skapelski gesagt habe?
Was natürlich den Gag ruiniert, ne? Können Sie mich bitte reinlassen mit meinen Freunden und dann würde ich sagen, bleibt Ihr kleines Missgeschick heute, von heute Morgen unter uns und Sie können Ihren Job behalten. Nun ja, also angesichts unserer, ich möchte sagen, Historie. Okay, das ist gut. Der Gag wurde trotzdem gut, verstanden. Kommt rein, Jungs, aber mach keinen Ärger. Okay, wenn, ja. Wenn wir uns an ihm vorbeidrücken, was wir ja, glaube ich, gerade tun. Ja, wie viel Geld habe ich ihm abgenommen? 45 Pence, ne? Ja. Ich drücke ihm gönner 5 Pence in die Hand, weil hier, mein Freund, habe ich ihn abgenommen. Das ist ihm sozusagen aus der Tasche gefallen. Gönnen Sie sich einen schönen Trunk davon, aber Vorsicht, Sie sind Alkoholiker, mein Freund. Ich dachte schon, das Geld wäre feine Geste, feine extra, Geste. Damit Sie es nicht steckt wegtrinken. Er schnell in seine Jacke und freut sich. So bin ich. Ja, reden Sie nicht mehr von. Ja, er freut sich, steckt es ein. Okay, wir gehen in das Leichenhaus rein. Da ist ja irgendwo eine Kartei oder irgendwie sowas, ne? Ja. Karteileichen. Es gibt aber auch einfach Büros. Also ihr könnt auch zu Dr. Gildenstein gehen, wenn ihr wollt. Die Leichen? Die sind die Karteileichen. Ihr könnt auch zu Dr. Gildenstein gehen, wenn ihr möchtet. Achso, ja, dann gehen wir zu Dr. Gildenstein. Also es gibt auch eine Kartei natürlich, aber wie ihr möchtet. Ja, das macht mir aber mehr Sinn, zu Dr. Gildenstein zu gehen. Okay. Ja, ihr habt also das Tor passiert und kommt in das Leichenschauhaus. Ein sauberer, aber doch sehr bedrückender Ort. Es riecht nach Tod, Chemikalien. Für dich jetzt nichts Ungewöhnliches. Würfel mal bitte alle eine Probe auf eure Gesundheit, also auf euren Gesundheitswert, wenn der unter 100 ist. Aber wobei, es kann auch ein kritischer Misserfolg sein. Alle bitte mal auf ihren Gesundheitswert würfeln. 32. Geschafft. 57. Du brauchst nicht. Okay. Als Mediziner 18. musst du nicht. 66. Ja, hast du geschafft. 80 habe ich auch. Reicht, ja. Okay, alle geschafft. Die Fenster sind vergittert und so alles so ein bisschen gegen Grabräuber abgeschützt. Also es ist schon ein sehr beklemmendes Gebäude. Schön, nicht wahr? Ihr geht so die Flure entlang und dann kommt ihr auf der linken Seite ist dann eine Tür, an der steht Dr. Gildenstein. So, ich klopfe. Herein. Bonjour, Monsieur Dr. Gildenstein. Da, sehe ich das richtig? Ganz recht, drehen Sie doch ein. Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Warten Sie kurz. Was hast du gemacht? Ah, jetzt. Nein. Ich bin François Guillaume de Tesserac, Doktor. Oh. Ja, der Tesserac. Lassen Sie uns nicht drüber Sie reden. Sie sind doch der mit den Globuli. Ich habe die Globuli erfunden. Es ist tatsächlich wunderwirksam. Es ist wunderlich, wie wirksam Sie sind. Ich hatte gerade neulich 15 Fälle. Der Therapie mit Ihren Globuli hier. Spannend, spannend. Spannendes Thema. Ich kann in der Leichenhalle alles dazu erzählen. Oder wo das hat er die? Tolle Ding wird übrigens Akupunktur, kann ich schon mal sagen. Aber ich bin hier mit meinen angesehenen... Ich freue mich schon auf das erste Objekt auf meinem Tisch. Wird niemals hierher kommen. Nun, es ist ja so, das ist... Dr. Skalpelski. Dr. Skalpelski, darf ich vorstellen... Kannst du Russisch aus Polen, oder so? Aus Pol, Russland, Polen. Nee, laut Bogen. Kannst du Russisch? Ich kann Fremdsprachen. Wirklich? Also ich weiß nicht mehr welche, aber ich konnte welche. Zeig mir deinen Bogen. Mann, der ist uralt, aber ich hatte da irgendwie... deswegen ist der nicht mehr gut. Belgisch hast du Belgisch gesagt. Und Deutsch und irgend so ein Schiff. Ja, aber du versuchst einen russischen Mann, ich mach nur den Akzent. Ich kann ja, Akzent. Aber er hat ja eine Chance zu entlarven, dass das ein schlechter Akzent ist. Ist er auch Russe? Nee, aber er hat schon mal einen russischen Akzent gehört. Ich meine, ich höre auch, dass er, ist kaum zu glauben, aber kein Franzose Darf ich Ihnen kurz den Nächsten vorstellen? Das ist Tony ja aus Asien. Ich würfel das jetzt aus. Du sagst mir jetzt, ob du da einen Wert hast und wenn nicht, nehme ich deinen allgemeinen Wert. Der ist aber auch dabei, wie so ein Kehlbiss, ne? Wie so ein kleines Frettchen, was so Richtung Halsschlagader springt, das Maul aufreißt und die kleinen Nagerzähne da so versenkt. Der Hauke gerade. Belgisch ist ähnlich wie Russisch. Gib mir jetzt deinen Bogen. Guck mal, erst lässt er mich keinen Bogen machen. Und jetzt will er mir den Bogen wegnehmen. Da steckt doch System dahinter, Hauke. Schon wieder willst du mir meinen Bogen wegnehmen? Ich geb dir den gleich. Was ist mit Vergangenheits-Nils los? Ah! Ich kann mich nicht länger selber. Das geht einfach nicht. Leute, ich kann mich nicht selber kommentieren hier. Das ist doch albern. Das ist doch. Wieder, weil du mir ja nicht sagen willst, was du da hast.
Gut, du hast da überhaupt nichts. Nee, aber ich hatte da irgendwas. Dann wäre das eins. Ich hatte da irgendwas. Da war mal was. Gut, ich habe eine 42 gewürfelt. Ich habe gerade so geschafft. Ja, danke schön. Lügen habe ich aber auch. Nee, das geht aber weiter. Ja. Aber ihm ist auf jeden Fall klar, dass du kein Russe bist. So, das ist mein Freund aus Tokio, Tonia. Tonia. Er hat unter anderem die Laserstrahlen mitentwickelt. Toni. Das ist Toni. Ich brauche keine nähere Vorstellung. Sie haben sicherlich schon... Der Doktor. Es ist der Doktor. Mr. Ja, konnichiwa. Sie sind kein Japaner. Das ist alles, was du drauf hast nach 10 Jahren Japan? Konnichiwa? Herr Dr. Gillenstein, im Auftrag eines Kunden bin ich gerade dabei, einen mysteriösen Todesfall aufzuklären. Oh, vielleicht kann ich behilflich sein. Ich denke, das können Sie. Ich habe hier ein Schreiben gefunden. Es geht um einen Mr. Sly. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Würfelt mal alle auf Menschenkenntnis. Kein Problem. Ja, das war nicht meine. Wie würfel ich? Ich habe keine. Oder auf Lügen erkennen, wenn ihr das habt. Redegewandt. Menschenkenntnis. Wenn du es nicht hast, würfel auf deinen allgemeinen Wert. Was ist denn mit Lügen? 79. Ist das bei Wissen oder Interagieren? Nee, Lügen erkennen ist für mich was anderes als Lügen. Okay. Also ich habe Menschenkenntnis erfolgreich bestanden. Ich weiß nicht, was du jetzt willst. Ja, allgemeiner wäre da oben. Die zusammen. Warte, du hast. Auffassungsgabe. 6 wäre 84. Das ist ganz. Aber ich habe Auffassungsgabe. 30. Würde ich, kannst du auch drauf würfeln, ja. Passt schon. Ah, echt? Auffassungsgabe geht auch. Mit welchem? Mit den beiden, die du da hast. Nee, nicht den wegtun, wenn ich sage, ja, die beiden. Nee, daneben. Hat jemand seinen Wurf geschafft? Ja. Okay, du merkst, dass das auf jeden Fall Unbehagen in ihm auslöst. Dieser Name, auf den reagiert er. Mhm. Mhm. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, was ich dazu gefunden habe. Dort steht nämlich Ihr Name, Dr. Gillenstein. Nun ja, das muss ein Versehen sein. Ich erinnere mich nicht direkt an den Fall. Ein Versehen, Sie haben es unterschrieben. Wie viele Fälle kennen Sie, wo ein Mann mit Herzinfarkt in Quarantäne kommt? Ich denke, es werden nicht so viele sein. Was hast du bei sozialen Talenten? Ah, du hast auch Medizin, ne? Ja, 100. Na, würfel mal auf Medizin. Sie hatten auf jeden Fall mehr. Du hast 100? Okay, ist nicht erschwert. Okay, du kannst ihn damit unter Druck setzen. Das ist schon seine Reputation, vor der er jetzt Angst hat. Aber wobei, würfel trotzdem mal. Du kannst einen kritischen Misserfolg haben. Kritischen Erfolg. Oder einen kritischen Erfolg. Oh, fast, aber schon sehr gut. Ja, doch, das klappt. Du setzt den Tod. Nun ja, vielleicht. Ich verstehe diese kritische Erfolgregelung ehrlich gesagt nicht. Hat er ja nicht mal irgendwie gesagt, wenn 80 Punkte oder so zwischen dem Wert und dem Würfel liegen, dann ist es kritischer Erfolg oder Misserfolg oder sowas. Und er hat 100 und jetzt eine 4 gewürfelt, also es ist 96 Differenz oder 65 sind es. Das ist eine sehr. 96 Differenz, das muss doch jetzt eigentlich ein kritischer Erfolg sein, oder nicht? Naja, 65. Hat das nicht alles lückenlos seine Richtigkeit? Was? Ich gebe zu, den Körper nicht direkt vor Ort gehabt zu haben. Was soll das heißen? Wo haben Sie den Körper gehabt? Wo haben Sie die Diagnose erstellt? Hat Ihnen das jemand diktiert? So könnte man es ausdrücken. Sie haben einen hippokratischen Eid geleistet. Mr. Bixby versicherte mir, dass es von Notwendigkeit Mr. Bixby sei, dass Mr. Sly's Tod auch auf dem Papier seine Richtigkeit erhält. Was? Wer Mr. Hicks? Mr. Bixby. Na, aber haben Sie das mal gesehen? Das hat doch nicht kein Fuß und keine Hand, kein Hinten und Vorn. Das ist kompletter Kokolores, ja, was Sie da zusammengeschrieben ganz haben. Ganz ruhig, der Doc. Ich bin empört. Dürfte ich kurz fragen, wer ist dieser Mr. Bixby, von dem Sie diesen Auftrag bekommen Nun haben? Nun ja, Mr. Bixby ist, in dem Moment schaut er an dir vorbei, zum Fenster. Mr. Sly, es scheint funktioniert zu... Und in dem Moment fällt ein Schuss. Der gute Dr. Gillenstein geht sofort getroffen zu Boden. Das Fenster klirrt. Es hat offensichtlich jemand durch das Fenster geschossen. Ich ziehe meine Pistole so. Ihr seht jemanden vorm Fenster wegrennen. Ich ziehe meine Pistole und Habe ich eine Chance? Versuchst du auf ihn zu schießen? Ja, auf den. Boah, wäre aber krass erschwert. Durch das Metallgitter im Dunkeln. Wir haben 2 Pistolen. Ja, aber das schafft ihr nicht. Wir sehen ihn ja. Nee, ihr habt ihn wirklich kurz gesehen und so schnell reagiert ihr nicht. Was hast du bei Pistole schießen? 80 duellieren. Ja, nee, das ist duellieren ist ein. Also, es ist nicht die Situation. Ja, aber das ist schon. Na, aber wenn wir. Duellieren wird unterschätzt. Das ist ja. Ein Schuss muss treffen. Also, es ist. Und guck mal, beim Duell hast du einen Schuss und da geht es um Leben oder Tod. Und wenn du gut bist im Duellieren, dann bist du gleichbedeutend mit
in der größtmöglichen Stresssituation ein Meisterschütze zu sein. One shot, one kill unter immensem Stress. Das ist exakt die Situation. Wenn wir die Pistolen schon draußen haben. Ja, können wir auch gleich. Wie viel hast du denn bei Pistolen? Ja. Ich bin nicht besser als der liebe Graf da hinten. Schießen 65. Ja, nee. Also wenn jetzt so ja, 90, okay. Hätte ich jetzt gesagt, okay, ihr könnt es versuchen, dann seid ihr wirklich so gut, dass ihr so schnell eine Waffe zieht. Oder das auch nicht höher, ne? Nee. Okay. Ja, das ist beim Duellieren, das ist schon all about Geschwindigkeit. Und nee, das ist zu niedrig. Aber also, was Vergangenheit ja, Nils sagen? Aber 90, aber 80. Ich habe Angeln. Weil man braucht ja auch Reflexe. Ja, ne? Nee. Okay. Nee, ich sage, wenn jetzt jemand wirklich hohen Wert, hätte ich gesagt, okay, das kann man versuchen, so schnell kann man sein, aber nein, dafür sind die Werte. Ich fange den Gildstein auf. Geht das? Ja, kannst du machen. Das kriegst du auch ohne Probleme hin. Er sackt zu Boden und du schaffst es, ihn auf jeden Fall zu halten. Ja, stabil. Er schaut dich an. 221B Green Park. London Rivalry Club. In meiner Tasche. Und er scheint zu versterben. Auch deine ärztliche Meinung sagt dir. Bleib ich kurz. Ja, doch. Deine Einschätzung ist er tot. Ist tot. Er ist mausetot. Er ist tot. Das Würfeln, er ist tot. 221B? 221B Green Park, hat er gesagt. London Rivalry Club und in meiner Tasche. Auf der Karte wird euch damit der London Rivalry Club offenbart. Das ist der Club? Rivalry? Die Valerie. London Rivalry Club. Schau mal in seiner Tasche. London Rivalry. Ja, du findest in seiner Tasche. Ja, direkt daneben, ja. Einen Kellerschlüssel. Ich habe nur Schlüssel hier. Ist das jetzt der London Schlüsselerlebnis? Club ist 221. Das ist die Adresse. 221B okay. Green Park ist die Adresse. Scheinbar des London Rivalry Club. Und was hat der Nils jetzt gefunden? Einen Schlüssel, einen Kellerschlüssel. Ein Kellerschlüssel. Wahrscheinlich vom Club. Das ist ein sehr grobes Schloss, deswegen kann man davon ausgehen, dass es ein Dienstboteneingang ist. Sowas. Das ist ja Bayern im Club. Kann man Rivalry Club. Also wollte ich die Mark noch fragen. Das ist nicht der Keller da, wo wir jetzt sind, ne? Also macht keinen Sinn. Rivalry Club ist ja eigentlich auch sowas wie Beef, ne? Wäre auch eine alternative Bezeichnung gewesen für Beef. Rivalry Club. Das ist groß. Was? Im Leichenhaus. Der Keller, ne? Ja, das gibt's der Keller, ne? Nee, das ist ein Club, ne? Wahrscheinlich okay. Club. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass der Herr Bixby verwechselt wurde mit dem Herr Slide? Sly. Mit dem Herr Sly. Also so wie ich das verstanden habe, hat er doch gesagt, Herr Sly, es hat funktioniert. Also Moment, ich bin etwas verwirrt, das verstehe ich nicht. Ich dachte, Herr Sly ist tot. Offensichtlich ist er nicht tot. Offensichtlich stand er gerade am Fenster und hat jemand anderen ertötet. Er tötet. Sagt man das nicht so? Nein, er versucht hey, ja, seine Pferde zu verdecken. Er versucht alles zu vertuschen. Aber warum? Seinen eigenen Tod. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Liebe Lords, wir haben Blut an unseren Händen. Wir müssen uns schleunigst beeilen. Entweder wir bleiben hier und werden im eventuell des Mordes bezichtigt, oder aber wir verschwinden von dieser Szenerie. Kein Fall. Ja, ist doch richtig. Nun. Aber wenn wir flüchten, hast du erst recht. Ein Schuldeingeständnis. Nun, uns trifft keine Schuld, deshalb machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich regle das. Wir gehen, Sie können sich dort hinten mit Desinfektionsmittel die Hände sauber machen und dann würde ich sagen, suchen wir diesen Ribery Club aus. Den Ribery Club aus. Besuch statten wir aus. Ab. Vielleicht sollten wir den Pförtner darüber informieren, dass es jetzt eine Leiche mehr gibt im Leichenschauhaus. Könnt ihr auf dem Weg nach draußen tun, denn wir machen eine kurze Pause. Ach, Hauke! Sich unsere Jungs desinfizieren, Frank Ribery besuchen wollen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit diesem Abenteuer. Bis gleich, wir sehen uns wahrscheinlich im Finale schon. Da gibt es Merchandise-Artikel, ja, ist das nicht schön? Ich kann echt relativ gut singen und Melodien auch halten. Thank you.
da sind wir wieder. Zurück zum vielleicht schon Ende für heute, denn das ganze Abenteuer schließt ihr heute nicht mehr ab. Keine Angst, wie im Chat schon befürchtet. So viel Schlüssel, wie ich habe. Ihr habt also gerade einen Mord mit angesehen, habt euch jetzt gereinigt und wenn ihr wollt, könnt ihr auf dem Weg nach draußen auch dem Pförtner noch davon erzählen, was gerade passiert ist. Also, was, ja, ne, das würden wir jetzt einfach, ihr könnt sagen, wir machen das und dann macht ihr das. Ja, machen wir das. Machen wir das? Okay, gut. Ja, der Pförtner würde sich um alles Weitere kümmern. Ich würde mal sagen, ihr müsst allerdings ein bisschen geschickt euch natürlich ausdrücken, damit er euch nicht da behalten will. Vielleicht nimmt er die Sache auch nicht ganz so ernst, weil das ihm natürlich auch ein bisschen Stress bereitet. Und er hat euch ja reingelassen. Also könnt ihr euch darauf verlassen, dass der wahrscheinlich dicht hält. Der möchte wahrscheinlich lieber seine Ruhe als seinen Job verlieren. Aber wir sind ja wirklich unschuldig. Ja. Ne, ich weise euch nur darauf hin, dass ihr jetzt nicht sofort wahrscheinlich damit rechnen müsst, dass die Polizei hinter euch herfährt. Das Aber wir können ihm ja alles sagen. Ihr habt ihm alles gesagt. Ja. Dachte, ihr habt ihm alles gesagt. Genau. Da bin ich jetzt ausgegangen. Okay. Ja, ihr seid wieder an der Kutsche. Möchtet ihr zum London Rivalry Club fahren? Ja, Mann. Habt ihr eben gesagt. Let's go. Übrigens, ja. Das ist die Adresse von... Fast. Fast, aber so gut wie. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, es ist erkennt. Ja, natürlich. Das ist Sherlock Holmes, die gleiche Hausnummer. Habe ich selber rausgefunden auf Twitter. Ja. Also, ihr macht euch auf den Weg. Es geht wieder über das nächtliche Kopfsteinpflaster Londons. Es sind wirklich wenig Leute jetzt auf der Straße. Und ihr kommt nach wieder einem Weg über die Themse, kommt ihr am London Rivalry Club an. Oder sind wir überhaupt über die Themse? Nee. Ich muss die Karte nochmal sehen, bitte. Das ist gerade gar nicht oben auf dem Schirm. Aber was ist denn, also wenn es nicht Rivalry ist, sondern Rivalry, also Ivory ist Elfenbein. Rivalry ist Rivalität. Aber was ist denn eine Mischung aus beidem? Oder wie spricht er das aus? Alle wieder wissen, wo wir eigentlich sind. Ah ja, genau, da oben sind wir. Es geht einfach da. Rivalry, da steht's doch. Rivalry, was ist, ist das sowas wie, wenn man Gentleman ist? Sowas wie, ihr wisst schon, was ich meine. Links zum London Rivalry Club. Elfenbein, ja. Nee. Okay, ja, ihr kommt da an. Das ist die Adresse, da ist eine sehr große, verschmückte Tür. Rechts ist eine kleine Gasse neben dem Gebäude. Jetzt steigt aus, was möchtet ihr tun? Es sind tatsächlich keine Leute auf der Straße. Das ist ein Fluss. Die Tür klopfen. Okay. Ja, ihr geht hin. Oder warte mal. Wir können einmal ums Gebäude rumgehen und gucken, ob da irgendwo ein Fenster offen ist, bevor wir das machen. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Zwei Leute gehen durch den Vordereingang und zwei durch den Hintereingang. Was soll schon passieren? Also jemand, der sich gut verstecken kann, wäre natürlich jemand, der vielleicht den Hinterausgang benutzen könnte. Schon Erfahrung damit gesammelt hat, einzubrechen. So jemanden bräuchten wir. Puff! Huh? Ich bin unterwegs. Also gehst am Gebäude vorbei. Okay, wer noch? Also ihr habt nur gesagt, ihr teilt euch auf. Ich wäre ja mitgekommen, aber ich bin schnell. Ist er weg? Zu schnell. Ja. Wo ist er denn wieder hin? Ich habe gar nicht verstanden. Du kannst noch mitgehen, wenn du willst. Naja, bis ich bei ihm bin, ist das ganze Abenteuer vorbei. Okay. Ich glaube, ich gehe mit den Menschen, denen ich vertraue. Also ihr drei geht an die Vordertür, du gehst nach hinten. Ja. Okay, ja, ihr steht vor der Vordertür. Du brauchst natürlich einen Moment länger. Was wollt ihr machen? Ja, wir haben das schon geklopft. Okay, ja. Eine Luke in der Tür schiebt sich auf. Ja. Guten Tag. Ja? Ihr wollt rein. Wo rein? In den Club. Hier ist kein Club. Natürlich sieht Club. Hier ist kein Club. Steht auf der Karte. Der Ribery Club. Okay, sorry, Jungs. Ich habe echt Besseres zu tun. Und schiebt die wieder zu. Lassen Sie mich mal probieren. Okay, das war auch echt wirklich der schlechteste und unmotivierteste Versuch, jemals an irgendeinem Türsteher vorbeizukommen. Damit wäre ich nicht mehr in Düsseldorf in der Altstadt ins Pokologe gekommen mit diesem Spruch. Sie das mal. Klopf, klopf. Die Tür geht wieder auf. Ja. Hallo, sieht gut aus, Mann. Ich bin schon wieder. Dr. Gillenstein hat uns geschickt. Sagt mir nichts. Dr. Gillenstein. Und wo ist der? Doktor. Zack, er schiebt die Luke wieder zu. Oh völliges Versagen. Ich nehme ziemlich viel Geld in die Hand. Ja. In Krujan. Und die Sprache verschiebt. Kann ich das unter die Tür durchschieben, so ein bisschen in Groschen?
So ein Appetithäppchen? Kannst du machen, ja. Es reicht, also wenn durch. Sie an der Klappe wedeln. Okay. Ja? Und dann zack. Greift auch niemand nach. Also das Geld ist weg. Hast du jetzt einfach unter der Tür durchgeschoben. Das sage ich jetzt zum Getränk durch den Schlitz raus. Da, wo diese Mütze herkommt, da sind ja doch viel mehr. Keine Antwort. Gut. Offensichtlich sollen wir da nicht rein. Nun, dann fahre ich jetzt nach Hause. Dann war's das jetzt. So, Budi, du läufst an der Seite des Gebäudes vorbei. Fenster hat es auf der Seite nicht. Du kommst aber nach einer Weile durch diesen Gang, geht links so rum eine Treppe runter und da ist eine Tür. Und weiter oben sind auch Fenster. Und du siehst, da brennt Licht. Da sind Menschen, die offensichtlich zu Musik sich bewegen. Also da ist schon was los in dem Gebäude. Okay. Du hörst aber nichts. Also. Dann versuche ich erstmal unten an der Tür sie zu öffnen. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Ja. Zu den anderen. Ja. Und sage: Lord Henry, Sie haben doch einen Kellerschlüssel erhalten. Ist es richtig? Das ist richtig. Kann ich mir den mal borgen? Nein, ich komme mit. Hier. Gut. Dann kommen Sie bitte alle mit. Ich habe eine Tür gefunden. Möglicherweise, das ist zumindest meine Theorie, haben wir den Schlüssel für diese Tür gefunden. Okay. Ja, ihr kommt also ans hintere Gebäude. Ja. Ihr steht vor dieser Tür. Ihr seid alle mitgekommen, richtig? Ja, klar. Okay. Mhm. Ja. Dann versuchen wir die Tür zu öffnen. Wenn ich gefragt werde, komme ich mit. Okay, ja. Achso, ja. Ja, dreht sich im Schloss. Das Schloss scheint entriegelt zu sein. Kasabudi. Es scheint mir entriegelt zu sein. Dann gehen wir hinein. Heureka. Gut, die Tür öffnet sich und ihr kommt in einen Keller. Es wurde gar nicht genug gewertschätzt, dass der Budi das hat er gut gemacht. Da ist, also es ist niemand in dem Raum, es stehen so ein paar Waschtrommeln rechts, links sind ein paar Sachen. Da liegt schmutzige Wäsche herum. Ja, und mehr könnt ihr jetzt erstmal nicht sofort sehen in dem Raum. Okay. Es hängt eine Lampe da, es ist nicht super hell, aber ihr müsst halt reingehen, um euch näher umzugucken. Ja, wir gehen alle rein, oder? Oder nicht? Okay. Ja, Mann, lass reingehen. Ja, ihr kommt rein. Ja, rechts, wie gesagt, liegt Wäsche. Es führt hinten im Ende des Raums führt so eine Treppe nach oben. Es ist alles sehr düster. Ihr hört oben über euch, hört ihr Knarren von Dielen, mehrere Leute tanzen. Also da ist schon was los. Da sind Männerstimmen vor allem, hört ihr. Ich würde gerne mal die Wäsche mir angucken, ob da was von dem Sly bei ist. Nein, aber oder du findest ein blutiges Bettlaken. Den Hinweis blenden wir ein. Oh. Sind dort irgendwelche Anzüge zu finden unter der Wäsche? Zufällig Butler-Kostüme? Das, nee, das ist tatsächlich nur Bettwäsche und Gardinen, so Hauswäsche. Monsieur Tessabrück. Entweder ein Mord und jemand ist aus dem Leben geschieden oder eine Geburt und jemand ist ins Leben getreten. Ich weiß es nicht mehr. Aber es könnte natürlich sein, dass da der angeblich Tote und die Dienstmagd ein gemeinsames Kind hatten. Die Menge an Blut auf diesem Laken würde sie ausreichen, um den Menschen vom Leben zum Tod zu befördern? Also Verlust derselbigen Menge? Ich würde es bezweifeln, an dieser Stelle soll ich würfeln. Oder? Nee, das reicht nicht. Das ist nicht genug Blut. Also ich das sind eher Blutflecken. Ich würde bezweifeln, das sind nur ein paar Blutflecken. Das ist keine tödliche Menge an Blutverlust. Vielleicht von einem kleinen Baby. Ein kleines Baby könnte vielleicht sterben daran, aber nicht ein ausgewachsener Mann. Vielen Dank für diese Information. Gerne. Ja, hinter den Laken hängt auch ein Gemälde an der Wand. Aha. Im Gemälde ist ein Mann zu sehen. Haben Sie das gesehen, das Gemälde mit dem Mann? Nein. Auch letztes Mal, wir erinnern uns, war hinter dem Gemälde ein wichtiger Hinweis versteckt. Dieser Mann kommt mir sehr bekannt vor. Er kommt dir tatsächlich bekannt vor. Denn es ist... Du musst aber näher ran, um es dir genauer anzugucken. Ich muss noch ein bisschen näher ran, um mir das genauer anzugucken. Wir sehen das Gemälde an der Wand. Ich wusste es. Schockschwere Not. Es ist doch tatsächlich... Strauß? Das ist der Mann, der geschossen hat. Unter dem der Mann, der geschossen hat. Name. Der Mann, der geschossen hat. Nee, den habt ihr aber noch nicht gelesen. Wir konnten den erkennen, ja, oder was? Ja. Also ihr habt zumindest gesehen, das scheint dieselbe Person zu sein. Ja, dann zeigen Sie doch mal den Bilderrahmen. Thomas Bixby. Nein. Nee. Können wir noch mal... Steht ein Name unter diesem Bild. Ist denn, was steht da? Okay, ja, das Bild noch mal bitte. Ich weiß, Sly, ne? Es ist Sly, ne? Ihr geht also näher heran, um zu lesen. Und? Es ist Sly.
Und? Und dort steht Winfer Augustus Sly. Ja. Sly. So sieht er also aus. Not. Exakt so haben wir uns das vorgestellt, so ist es gekommen. Ey, der hat sich bewegt. Er hat sich gerade bewegt. Hat sich bewegt. Ihr schaut euch das Bild nochmal genauer an. Da ist ein Loch. Erzählen Sie mir hier doch keine. Hallo, ist dort jemand? Ist dort, hören Sie mich? Können Sie mich verstehen? Ja. Ich verstecke mich. Ich bin, nun, ich stelle mich frech. Das ist ja echt ganz schön geil gemacht. Mit, Mr. Sly, dem Gemälde. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das bin ich, ja. Wie ist das? Das ist Winthorpe, wie ist das möglich? Augustus Sly, das bin ich. Wie kann ein Gemälde sprechen? Was ist das für ein, was für eine Hexenkunst ist das hier? Wie können Sie, erklären Sie sich? Das ist in der Tat eine böse, böse Zauberei, die mir widerfahren ist. Mir wurde mein Körper gestohlen. Ja, von wem? Reden Sie doch! Ist Ihnen ein gewisser Thomas Bixby bekannt? Dieser Name... Der Bixby-Sohn! Der Thomas Bixby, das ist doch... ja! Dieser Mann hat Ihr gesamtes Geld geerbt. Ihr gesamtes Vermögen gehört nun diesem Mann. Sie haben nichts mit diesem Mann zu tun, darf ich annehmen. Wir sind auf der Suche nach diesem Mann. Wir sind nämlich auch mit dem Fall Ihres Ablebens beauftragt worden. Wir sind Detektive. Nun gut, ich möchte Ihnen glauben. Ja, bitte. Also dieser Mann hat mir meinen Körper gestohlen mit einer okkulten Zauberei. Er hat mir meinen Körper gestohlen, indem er meinen Körper in Tinte verwandelt hat, in einen Flakon gefüllt hat. Mhm. Ja, und dann war ich weg. Dann habe ich mich wiedergefunden auf diesem Bild. Ich bin jetzt ein Bild. Fühlt sich nicht gut an. Jemand hat mit der Tinte, die dann Sie waren, dieses Bild gemalt. Ja, es klingt bizarr, aber es ist die Wahrheit. Gar nicht so bizarr, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mal gehört. In der Homöopathie gibt es ähnliche Phänomene. Ach was. Ich habe davon schon gehört. Also nur mal von vorne. Ihr Körper wurde in Tinte verwandelt. Ja, diese Tinte wurde in ein Flakon gefüllt und mit dieser Tinte wurde das Bild gemalt, das Sie jetzt sind. Ja, das klingt unglaubwürdig, ja, aber so ist es, genauso ist es mir widerfahren, wenn ich mich recht erinnere. Aber Sie haben gesagt, Ihr Körper wurde gestohlen. Ja, ich denke, dass dieser Thomas Bixby eventuell den Körper gestohlen haben könnte. Wo soll er sonst sein? Aber dieser Thomas Bixby, als er zu Ihnen kam, um Ihren Körper zu stehlen, welchen Körper hatte er denn dann? Seinen eigenen. Ja, welchen? Hä? Also, nicht mal ich könnte darauf antworten. Seinen eigenen Körper. Ja, aber wie sieht er aus? Wer ist der Mann? Wir beschreiben Sie. In welchem Zustand hat er Sie gefunden? Hat er Sie vorher umgebracht? Ich war in meinem Arbeitszimmer. Da kamen ein paar Leute hinein. Dann wurden merkwürdige Worte ausgesprochen. Ich habe gespürt, wie ich zu Tinte wurde. Dann hat dieser gewisse Herr Bixby das Buch herausgeholt. Ein gewisses Buch, über das ich auch etwas mehr weiß. Und plötzlich war ich in dem Flakon und zack, auf dem Bild. So ist es gelaufen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Gedächtnis ist auch... Hat auch Schaden genommen bei dieser Prozedur. Das ist eine Holo-Pistole, die Sie uns da aufzischen wollen. Das kann ja mal passieren. Ich möchte Sie kurz fragen, hätten Sie was dagegen, wenn ich mir dieses Gemälde in mein Zimmer hängen würde? Es ist schon ein besonderes Gemälde. Ich glaube, während ihr euch mit dem Bild unterhaltet, wird plötzlich die Tür am oberen Ende dieser Treppe aufgestoßen und eine Gestalt tritt auf die ersten beiden Stufen. Ich ziehe sofort meinen Revolver. Ihr seht zwei Lackschuhe von außerordentlicher Güte. Und einen Gehstock. Die Gestalt kommt erst zwei Treppenstufen runter, wird dann scheinbar angesprochen, dreht sich noch ein letztes Mal um. Ihr hört eine Stimme rufen: Herr Strauß, wo wollen Sie denn hin? Herr Strauß! Damit endet unser heutiges Nein! Abenteuer. Warum? Fuck. What? Herr Strauß. Das ist ja mal ein Twist. Vielen Dank an Micha, vielen Dank an Herr Strauß, die dieses Bild gemalt hat und dazu beigetragen hat, dass es funktioniert. Wir blenden auch mal Ihren Twitter-Account ein. Ja, das ist das Ende des heutigen Abends. Wir machen beim nächsten Mal weiter und zwar, wenn ich mich nicht irre, ist es der 9.3. oder Regie, schreibt mich an, wenn ich mich irre. Ich gucke nochmal nach. Ja, der 9.3. Wenn ihr bis dahin schon ganz, ganz dolle Pen-and-Paper-Sehnsucht habt, am 16.2. spielt Florentin weiter. Und man munkelt, es geht Richtung Ende, noch ist aber nicht sicher. Mhm. Also tatsächlich, irgendwann endet es. Und das könnte bald sein. 9-11 meinst du jetzt? Ja. Ja. Ja, auch wir werden wahrscheinlich am nächsten Abend mal gucken, wie gut ihr Animal Squad euch habt. Ihr habt heute sehr gut gespielt, muss ich sagen. Ihr habt heute wirklich viele Hinweise gefunden. Allerdings ist hier auch ein kleiner Stapel an Sachen, die ihr nicht gefunden habt. Aber wenn ich jetzt nach okkulten Phänomenen und Tinte googeln würde ich dann was finden?
Wie jetzt in der echten? Ja, in der echten, ja natürlich. Wahrscheinlich würdest du was finden, aber nicht das, was du wissen musst. Du hast dich inspirieren lassen. Es ist noch eine Menge, nee, aber es ist noch eine Menge. Das klingt so konfus. Es warten noch eine Menge Rätsel auf euch, die ihr lösen könnt. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle, die mitgewirkt haben. Besonders auch natürlich an Alvin, Micha, an alle, die heute hier an den Kameras stehen. Ja, danke schön auch nochmal. Ich hatte noch die ganze Zeit mir überlegt, ob ich mal in der Butter rumfingern soll, ob da irgendwas drin ist. Und da kam ich aber nicht mehr in die Situation. Ja, die Butter, die kannst du gleich nochmal. Die auch noch nicht. Ja, ich mal so ein bisschen rumfingere, ob da was drin ist. Verrate ich euch jetzt auch nicht. Denn auch heute wird es kein Was wäre wenn geben, denn es gibt ja noch einen zweiten Abend. Ja, ich verrate jetzt ja noch nicht. Also wir lassen uns jetzt noch nicht in die Karten schauen, das gibt es erst am nächsten Abend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ihr habt sehr viel rausgefunden. Ihr könnt ja im Nachhinein nochmal die Namen, die ihr so erfahren habt, Revue passieren lassen. Mhm. Vielleicht habt ihr dann fürs nächste Mal schon ein paar Sachen im Kopf, um was es hier gehen könnte. Mhm. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ihr habt sehr gut gespielt heute. Also ihr seid wirklich sehr gut durchgekommen, habt fast alles entdeckt, was es zu entdecken gab. Zwei, drei Sachen aber noch nicht. Und ihr habt eine Menge Theorien, von denen manche gut waren, manche nicht so gut. Mal gucken. Mal gucken. Die guten waren von mir, ne? Ich, ja. Ich habe mich echt erschreckt, als er das Bild. Ja, es war mir eine Freude. Schön, danke an dich. Vielen Dank an euch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder ein sehr schöner Abend. Ich mag diese entspannteren Abenteuer, bei denen es eher um Knobeln geht als um Action. Auch vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Es hat sehr viel Freude gemacht. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer bis zum 9.3. und am 16.2. wie gesagt, geht's weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr einfach die alten Sachen nochmal gucken. Morton Manor, den ersten und zweiten Teil oder so. Vielleicht sind da auch zwei, drei Sachen, die hier weiterhelfen. Danke. Haben wir schon gemacht. Danke an euch und tschüss. Einen wunderschönen Abend noch. Tschüss. 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 Bonsoir. Au revoir. Und wenn wir schon beim Danke sagen sind, dann werde ich am Ende dieses Videos auch nochmal recht herzlichen Dank loswerden wollen, natürlich an CyberGhost, die uns heute diese Pen-and-Paper-Ausgabe gesponsert haben. Herzlichen Dank. Und wenn ihr Bock habt auf ein richtig knallerartiges Angebot, dann geht ihr mal bei mir auf Twitch auf den Link oder klickt hier im Chat auf den Link und da könnt ihr bis zu 83% sparen für einen 2-Jahres-Deal mit CyberGhost, wenn ihr auch in Zukunft sicher privat surfen wollt oder euch auf Server in der ganzen Welt verbinden möchtet, um eben eine IP aus einem anderen Land zu haben, zu zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten natürlich. Vielen herzlichen Dank, CyberGhost, und ich glaube, nächstes Mal seid ihr auch wieder mit am Start, wenn wir in den zweiten Teil von The Funeral zusammenschauen, da freue ich mich schon drauf. Und euch da draußen natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, ob irgendjemand von euch dabei ist, der das zum ersten Mal gesehen hat hier heute oder ob ihr das alle schon mal geschaut habt. Und falls ihr schon gesehen habt, wie viel ist euch noch im Gedächtnis geblieben? Konntet ihr noch ein bisschen miträtseln oder wusstet ihr schon die ganze Zeit, worauf das Ganze hinausläuft? Weil ich natürlich total viel vergessen habe. Und für mich ist es mega spannend. Ich habe fast alles vergessen. Von daher, ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Wir werden das zeitnah machen und dann holen wir natürlich den zweiten Teil nach. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.